ist der Beste in allen Roblox-Spielen. Das Ganze werden wir heute herausfinden und es geht insgesamt dabei um über 500.000 Robux. Deshalb, Leute, schaut diesen Film unbedingt bis zum Ende, denn ich habe wieder insgesamt 10 Robux-Gutscheincodes im Video versteckt, die ihr bei euch kostenlos einlösen könnt. Deshalb schaut bis zum Ende, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert und jetzt... viel Spaß. Und zwar werden wir heute hoffentlich mal so groß wie der Riesentyp hinter uns, der hier gerade richtig fette Sit-Ups macht. Es ist zu schwer. Ich schaff das nicht. Warte mal, das... das ist ja gar nicht. Wer redet denn da? Du bist das! Einizam, Bro! Du bist ja auch da! Was geht? Ey, Bro, kannst du dieses Gewicht anheben? Das ist übel schwer. Bro, ich hatte gerade schon Hoffnung. Da war so ein richtig großer Typ. Ich dachte, du bist das gewesen, Junge. Nein, aber das werde ich gleich werden. Genau. Das werden wir sehen, Bro. Guck mal, du bist genauso ein Lauch wie ich. Ja, einfach so eine... Ich bin so eine Mikado-Stange. Ja, Keine Ahnung, oder Streichholz. Ich bin blaues Pommes. Aber ich würde sagen, wir machen daraus wieder eine Challenge. Und zwar, wer es heute schafft, am stärksten zu werden, bekommt wieder eine Belohnung. Und ich würde sagen, diesmal darfst du dir aussuchen. Okay, ich würde sagen, ich hätte gern einfach nur einen Shoutout, wenn ich gewinne. Einfach nur das. Keine Robux oder so. Wenn du gewinnst, okay. Wenn du gewinnst, Freunde, dann werden wir einen Shoutout machen. Wir werden sagen, dass Einizock der beste Roblox-Spieler ist. Und er auf jeden Fall, ja, viel, viel stärker als ich der ist. Der Beste auf der Welt. Ja, okay, der Beste auf der Welt, der Beste im Universum. Es geht also heute um Ehre. Okay, Freunde, aber ich bin noch mal ganz kurz gemutet. Natürlich werden wir um Ehre kämpfen. Und deshalb werden wir natürlich auch wieder ein bisschen reinpranken, indem wir uns hier richtig viele Sachen kaufen werden. Wartet einfach ab, ich werde das auf jeden Fall gewinnen. Ich würde sagen, ich ermüde mich und dann fangen wir hier direkt an zu trainieren. Okay, Einizock, Bro. Yo, siehst du das? Hier liegt eine Feder. Ich kann die aufsammeln. Warte. Ich glaube ich stärker, oder? Bro, du musst dich, glaube ich, hier rüber über die Ziellinie ziehen. Oh mein Gott. Komm schon. Nein, Lumen. Du bist schon schneller als ich. Ey, okay, warte mal. Jetzt hat man quasi Energie dazu bekommen. Schau mal, ich habe oben schon 2 Blitze. Plus 5 Workout. Und du kannst jetzt zu den Gewichten gehen, so wie das aussieht. Und da kannst du diese Power nutzen, oder? Ja, schau. Jetzt kann man hier für einen Blitz, kann man jetzt hier, glaube ich, diese Dinger hochheben. Warte. Okay, okay. Ich probiere das mal. Ich probiere das. Oha, schau mal, Bro. Bro, das hat ja gar nichts gebracht bei dir. Ja, ich glaub, doch. Meine Beine sind sogar noch dünner geworden. Nein, guck doch mal, wie groß ich schon werde, Bro. Wie kann man das machen? Erklär mir das mal. Ich check das nicht. Ja, Bro, du musst halt einfach ein bisschen die Dinger hier hochheben. Schau, zack. Und nochmal und weiter. Und bam, und bam. Guck dir an, Bro, wie groß ich schon bin, Mann. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Ich habe keine Energie mehr. Moment, ich hab doch wieder ein bisschen was. Ja, also das Prinzip ist quasi so, du musst diese Federn quasi schleppen, damit bekommst du Energie und die Energie kannst du dir dann quasi aufbrauchen. Okay, ich mach das, Alter. Guck das mal an, ich bin auch schon groß geworden, Alter. Hey, aber... Ich schaff das. Ja, Bro, aber guck dir mal meine Muckis an, Bro, hier. Siehst du nicht mal, was für Muckis hab, Junge? Okay, ich brauche unbedingt Energie, Moment. Ich glaube, man muss hier hingehen. Dann kann man... Was kann man hier machen? Bro, ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich schau dir gleich jetzt auf den Kopf, Mann, du Winzling. Ey, nein, ey, Bro, ist der riesig, ey. Und guck mal, jetzt kann ich mir hier richtig viele Federn schnappen. Hier, schau, bam, richtig viel gleich auf einmal. 6 Stück ziehe ich jetzt auf einmal hier, Junge. Guck dir das an, Mann. Was? Bam. Bro, ich sehe gerade, man kann hier einfach Toilettenpapier als Haustier kaufen. Ja, also, wenn du Toilettenpapier brauchst, ich habe welches zu Hause. Freunde, ich bin jetzt direkt nochmal gemutet. Ihr habt es ja eben schon gesehen, ich habe ein paar Robux schon ausgegeben. Aber wir werden jetzt direkt nochmal übertreiben. Und zwar gehen wir in den Itemshop rein. Und zwar kann man sich hier richtig krasse, ja, Booster kaufen, sage ich mal. Zum Beispiel kriege ich für eine Stunde lang die doppelte Energie. Ich würde sagen, das kaufen wir einfach mal. Weil wir wollen natürlich hier unbedingt Gewinn freuen. Ihr wisst, es geht um Ehre. Jetzt sieht es schon oben rechts, haben wir einen Energiebooster. Das Ganze
würde ich sagen, was kann man hier noch machen? Doppelte Workout-Geschwindigkeit für eine Stunde. Würde ich sagen, kaufen wir einfach auch direkt. Ich meine, ich werde hier der stärkste Roblox-Spieler aller Zeiten, ne? Das haben wir. Und dann doppelte Trainingsstärke. Kaufen wir auch nochmal eine Stunde Speed. Wir haben jetzt knapp schon wieder über 800 Robux ausgegeben. Aber egal, alles hier, um der stärkste zu werden. Und ich würde sagen, wir kaufen uns für 700 Robux auch nochmal das doppelte Lauftempo, damit wir einfach schneller laufen können. Ich würde sagen, das sollte für den Anfang reichen. Ich ermüde mich direkt. Und dann schauen wir mal, was IDZock gleich dazu sagt, dass wir so groß werden. IDZock, Bro! Hey, was hast denn du da gemacht? Du warst ja lange, lange Zeit still. Guck mal, ich hab ein Haustier, Alter. Guck ja, Bro, ich zieh... Das ist die Klobürste. Hier. Sag hallo zur Klobürste. Ja, hey. Bro, sag mal hallo zu meinen Muckis, Alter. Ich zieh jetzt hier 6 Enten auf einmal, easy peasy. Nein, ich auch. Ich mal. Bro, guck mal, das war der Anfang. Ich zieh auch direkt schon ein paar Toiletten hier weg. 6 Stück zieh ich direkt hier. Jo, warte, es gibt Toiletten? Ja, guck dir an. Toiletten. Oh nein, warte. So, come on, ich muss auch stärker werden als du. Ich sehe, du bist ja richtig am Trainieren. Komm, zeig mal, dass du eine Toilette ziehen kannst. Zieh mal 6 Stück auf einmal. Ja. Das will ich sehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, let's go. Guck mal, du schaffst es ja trotzdem. Yeah. Ich bin stark. Es sieht nur nicht so aus. Ja, alles wegen deinem komischen Toilettenbürstenhaustier da. Ja. Die Toilettenbürste, die hat auf jeden Fall alles clean gemacht. Und guck mal. Guck mal, Bro. Nein. Freunde, ich bin gemütet. Wir kaufen uns jetzt auch ein Haustier. Oh mein Gott, komm schon. Ich will hier... Ich krieg eine Ente, Bro. Ey, ich brauche auch ein krasses Haustier, damit ich hier auch richtig viel Multiplier bekomme und noch stärker werde. Toilettenpapier. Ey, komm schon, wir brauchen was Krasses, Leute. Wir haben auch die Klobürste bekommen. Okay, warte mal. Wo können wir die jetzt ausrüsten, ne? Schaut mal, Leute, hier. Können wir auch ausrüsten. Warte, ich... So, wir rüsten jetzt hier einmal die Klobürste aus und das Toilettenpapier. Schaut mal. Da, IDZock, guck mal, ich habe jetzt hier eine Klobürste und sogar noch Toilettenpapier bei mir. Yo, Alter, du bist ja voll ausgestattet, aber ey, du musst langsam mal trainieren gehen, weil ich sehe, du vergeudest ziemlich viel Zeit AFK. Ich weiß nicht, was du im Hintergrund machst oder Bro, so. Oh nein. Aber ich zieh dich hier ab. Guck dir das an, Bro. Nein, guck mal, Bro, gar nichts. Ich mache hier meine Workouts die ganze Zeit schon. Yeah, siehst du das, Alter? Okay, du bist ein bisschen größer. Ja, natürlich bin ich größer als du, aber was denkst du denn von mir, Mann? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, Leute. Wir müssen Lumex besiegen, nein. Wir müssen Shoutout haben. Bro, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier einmal kurz die Tonne weg, um mich hier in das nächste Level zu qualifizieren. So, einmal weg damit, bam. So. Was denn für eine Tonne? Ja, hier, Bro, ich gehe jetzt zum nächsten Level schon. Das ist ja gerade mal das erste Anfängerlevel gewesen, hä? Ach so, nächste Welt. Moment, dann komm ich. Ich kann doch gar nicht hingehen. Ja, weil du einfach nicht so stark wie ich bist, Bro. Nein, ey. Okay, warte. Ich mach das jetzt auch. Ja, dann mach doch mal. So lange bin ich noch mal gemutet. Weil ich werde mir hier direkt wieder ein paar Sachen kaufen. Und zwar würde ich sagen, was ist das? Erhalten Sie sofort 10.000 Energie? Nee, 50.000 Energie will ich, wenn dann direkt. Kostet ja nur 150 Robux, von daher kaufen wir uns das einfach einmal. Vielleicht auch noch ein zweites Mal. Ich meine, Leute, macht das bitte nicht zu Hause nach, weil wir kaufen uns das Ganze einfach noch ein drittes Mal, um hier mit Abstand der stärkste Spieler in ganz Roblox zu werden. So, das haben wir uns gekauft. So, und ansonsten würde ich sagen, Leute, werden wir uns jetzt einfach hier nochmal ein paar Handeln schnappen, um hier richtig stark zu werden. Ich ermüde mich wieder. Bro, IDZock, du bist ja auch endlich mal angekommen, Mann. Ich bin auch endlich hier und ich weiß gar nicht, warum ich diese Tonne hier habe. Wie kann ich die zerstören? Weiß ich nicht, okay. Bro. Ich mache hier kurz noch ein paar Handelhiebe hier. So, zack. Wo? Ja, Bro. Bro, siehst du den einen Typen da hinten, wie riesig der ist? Nee, sehe ich nicht, weil ich gerade beschäftigt bin, hier richtig stark zu werden, Alter. Moment, ich schaff das schon. Ich bin jetzt ein starker Noob. Ich bin jetzt ein starker Noob. Ich bin ja. Bro. Warte, ich komm mal zu dir, Alter. Das gibt's ja nicht.
Ja, ich bin der... Wie viele kann ich davon anheben? Bro, Sechs Stück. Ich bin der massive Nudel. Sechs Stück, das schafft doch jedes Kleinkind. Guck mal, wie schnell ich bin. Massive Nudel, was ist das für ein Begriff? Massive Nudel. Maximale Power. Power. Na los. Ja. Bro, ich glaube, ich hole mir mal hier noch ein paar neue Haustiere, hätte ich gesagt. Wie? Hier. Haustiere? Moment, aber... Ja, natürlich, Bro. Was denkst du denn? Ich hol mir den Sieg gleich. Ey, wir brauchen den seltenen Medizinball. Der ist richtig selten. Komm schon. Oh, komm schon. Medizinball, komm schon. Ich sammle erstmal Punkte. So. Ich brauche den Medizinball. Komm schon. 2% Wahrscheinlichkeit hat er. Doch, ich bekomme den. Pass auf, ich werde dich platt machen, Bro. Ich hab ihn. Ich hab den Medizinball bekommen, Bro. Was hast du gezogen? Wie hast du das gemacht? Warte. Warte, ich das einmal wegmachen, das auch. Und wo ist er? Da ist er, der Medizinball. Bro. Ich hab ihn. Bro, ich würde sagen, ich gehe direkt zum letzten. Ich hole mir hier direkt 6 Reifen auf einmal. Die ziehe ich doch super easy über die Linie. So. Ah, Bro, den Reifen habe ich gerade erst gesehen. Ich nehme mal die Hanteln, Junge. Bro, du brauchst so lange für alles. Guck mal, ich gehe direkt schon zum nächsten Level. Ich ziehe den fetten Proteinriegel direkt zur Seite. Zum nächsten Level, das kann doch nicht sein. Was hat denn der gemacht, der Lumex, ey? Ja, Bro, ich weiß doch auch nicht. Hier gibt's noch krassere Haustiere. Ey, wir spammen hier direkt durch. Komm schon. Und ich bin kurz gemutet. Wir können uns sogar ein neues Haustier-Inventar kaufen für 100 Robux. Dann können wir 5 Haustiere gleichzeitig halten, die uns nochmal extra einen Boost geben, Leute. Wir kaufen hier direkt wieder alles durch, damit wir der Stärkste werden. So, Bro, ich hab mir nochmal ein paar Haustiere gekauft hier, ne? So, ein paar Pommes. Wo bist du denn, Alter? Wo bist du denn? Ja, Bro, ich weiß nicht. Ich habe halt ein paar Sachen kombiniert und habe jetzt hier ein paar Pommes-Haustiere. Doch. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Ich bin jetzt Babynudel, ey. Was? Bro, du bist jetzt erst die Babynudel. Wo bist du denn? Ey, ich bin, wo bin ich? Ich komme jetzt auch zu dir. Bruder! Da bin ich, Alter! Wie klein du bist! Ein bisschen größer. Aber ey, wenigstens esse nicht so viel ungesunde Pommes wie du. Bro, was hast du gegen meine Pommes? Ja, die sind ja nicht gut. Ich gehe in die Proteinbar jetzt. Hier. Ja. Ich schnapp mir jetzt die Proteine. Mach mal, ich fange hier direkt. Von dem Teil. Ich fange direkt an mit dem Soda, also hier mit dem Sprudelwasser. Das ist super easy, Leute. Guck mal, Leute, wie einfach. Ich kann da einfach durchlaufen, als wäre es nichts. Hier 6 Stück, guck mal. Sushi ist das. Ich zieh die 4 Pommes, Kollege. Du ziehst 4 Pommes? Ja. Bro, komm, wie schnell ich die ziehe im Gegensatz zu dir. Das gibt's ja nicht, Alter. Warte, ich muss mich schneller upgraden. Komm, Kuchen. Warum ist er so schnell? 3 Stück, super easy, gar kein Problem, zieh ich hier drüber. Alter, ein Riesenkuchen. Ja, und ich zieh auch direkt hier so einen fetten Braten. Da zieh ich auch direkt 3 Stück. Guck mal, wie einfach, Mann. Come on, ich muss stärker werden. Noch stärker. Komm mal zu mir. Ich will sehen, wie du jetzt diesen Braten ziehst. Komm mal zu mir, Bro. Ja, warte. Erstmal mache ich die 5 Soda mitnehmen. Ja, mach mal die 5 Soda und dann zeig mir mal, wie du nur einen einzigen Braten ziehst. Ich zeig dir das. Ich hol diesen Braten. Der wird locker in meine Tasche gehen. Ich habe 3 gezogen. Zieh du erstmal einen, Bro. Okay, hier. Ein Braten. Ich zieh den Braten. Ich zieh den Braten. Oh mein Gott. Wie viel XP bringt das? Und jetzt zieh 3 Stück, so wie ich auf einmal. 3 Stück, okay. Ich zeig dir, dass ich das auch machen kann. Aber warte, lass mich vorher noch kurz trainieren. Ich muss die Punkte einlösen. Ja, trainieren, wir wollen ja sehen, wie sich das Training gelohnt hat. Trainieren ist für Anfänger. Guck mal, wie easy ich das mache hier. Nein. So, jetzt pass auf. 1, 2, 3. Und let's go. Du kriegst sie nicht voll. Na los. Oh, Mann, Alter. Ich schaff das, Kollege. Nein, Bro, du schaffst das nicht. Komm schon. Da ist das Ziel. Ich hab's was. Du musst so lange. Ich hab's was. Oh, Mann. Freunde, ich bin gemutet. Dadurch, dass ich mir so viele Energie vorhin gekauft habe, kann ich halt hier gefühlt unbegrenzt die ganze Zeit die Handeln hochheben. Ich bin jetzt schon
gerissen, beziehungsweise stark gerissen. Also wir sind richtig stark schon, Leute. Ich bin gefühlt dreifach so groß wie Aldizock. Ihr wisst, heute geht es um Ehre, wer hier wirklich der bessere Roblox-Spieler ist. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich ermüde mich und wir ziehen direkt weiter durch. Das gibt's ja nicht. Bro, was hast du denn? Guck mal hier. Du schummelst doch. Wie schnell kannst du bitte die Liegestütze machen, diese Kniebeuge? Nein, Bro, ich schummel nicht. Ich ziehe nur meine Braten drüber. Danke, Alter. Du hast mir geholfen beim Ziehen. Du Witzling. Ja, guck mal, ich ziehe auch direkt hier schon diesen fetten Küchentisch hier einmal rüber. Nein, 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 der geht jetzt schon in die nächste Welt. Natürlich gehe ich in die nächste Welt, Bro. Nein. Ich bin doch kein Anfänger mehr. Nein, 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 nein. Komm, 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 Junge. Hier würde ich eine würzige Nudel. Eine würzige Nudel. Die würzige Nudel, die ist lahm, Bro. Du musst Fitness machen, so wie ich, Mann. Aber egal, ich bin gemutet, weil wir gucken mal. Wir kaufen uns einfach direkt nochmal 50.000 Energie für 150 Robux, Leute. Ihr kennt mich doch, bam. Dann Haustiere kombinieren, würde ich sagen. Warte mal, das haben wir. Haustierinventar plus 15. Würde ich sagen, kaufen wir auch nochmal. Kostet nochmal 200 Robux. Wird sich einfach direkt gekauft. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns auch nochmal das hier. Zehnfache Trainingsgeschwindigkeit, Leute. Das heißt, wir können 10-mal so schnell trainieren, kostet 500 Robux, wird sich einfach gekauft und nochmal das doppelte Energiebundle. Bedeutet, wir müssen theoretisch jetzt vierfache Energie bekommen. Wir kaufen uns das mal ganz kurz und jetzt müssen wir theoretisch vierfache Energie bekommen, das haben wir. Jetzt würde ich sagen, kaufen wir uns nochmal einen weiteren Haustierslot, dass wir insgesamt 3 Haustiere tragen können, um nochmal einen extra Boost zu bekommen. Und ich glaube, dann haben wir gerade schon wieder über 2000 Robux ausgegeben. Ich zeige euch das mal. Wir gehen hier in den Shop rein und kaufen hier direkt für 10.000 Energie die ganzen Haustiere. Ich würde sagen, wir entmuten uns auch nebenbei. So, Aldizock, ich kaufe mir direkt mal die nächsten Hacker-Haustiere, ne? Wollte ich nur sagen. Ich bin gerade erst in der neuen Welt angekommen. Du musst doch cheaten. Du hast irgendwie einen Booster gekauft. Nein, Bro, ich. Du weißt, wie teuer das ist? Ich will nicht mal so viel Geld für Roblox ausgeben, hä? Ja, doch, so wie ich dich kenne, du hast schon in der Vergangenheit sehr viel Zeugs gekauft, nein, Kollege. Bro. Aber richtig viel. Nein, Bro. Oh nein, ich kann es nicht ziehen. Ich kann es nicht ziehen. Nein, aber immerhin eines funktioniert. Komm schon. So, warte, nein, warte. So, ich muss mal den Ball wieder wegmachen. Zack. Weil dann kann ich mir nämlich jetzt was ausrüsten. Wir können uns das noch ausrüsten. Und nein, die Bowlingkugel können wir uns auch noch ausrüsten. Nein, das macht er nicht. Das macht er nicht. Bro, komm, wie klein du bist, du Nudel, Alter. Ich zieh durch, Alter. Komm schon. Ey, das gibt's ja nicht. Wie groß ist der denn? Bro, guck mal, wie schnell ich hier trainieren kann. Guck mal, wie schnell ich das. Guck mal, wie schnell ich das. Guck mal, wie schnell das geht bei mir. Du nimmst locker irgendwas, was nicht erlaubt ist. 100%, ey. Na los! Ey, guck mal, wie schnell. Ich helfe euch mal. Ich ziehe euch alle mit durch hier, weil ich so groß bin. Ja, kannst du mich mal ziehen, Alter? Das wäre echt geil. Komm hier, ich helfe dir. Ich zieh dich. Zieh mich mal. Bitte, hilf mir mal, Lumex, ey. Alle mal Leute ein Like da lassen. Wo bist du denn? Lumex, hilf mir. Ah, du bist gerade mal da. Ja, okay, warte, ich komm. Achtung. Ja. Oh, ja, so. Ich helf dir einfach. Bro, ich bin einfach durch die Map geflogen. Ein Billardtisch ist noch hier irgendwo. Warte. Guck mal, ich glitsch hier komplett durch. Bro, ich trainiere erstmal ganz schnell und mach mich wieder ein bisschen größer hier. Zack, zack, zack. Leute, ich bin gemutet. Guckt euch auch mal an, wie schnell das bei mir einfach geht, weil ich so viel Booster gekauft habe. Ich bin jetzt schon richtig groß. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Welt. So, Bro, ich ziehe einmal direkt den Automaten hier zur Seite und gehe schon zur nächsten Welt, ne? Würde ich einmal ganz gut sagen, ne? Okay. Alles klar. Mach das ruhig. So, hier gibt's Karotten. Ey, Karotten, das ist echt für Anfänger. Ich gehe natürlich wieder direkt zum letzten und zwar zum Traktor. Und natürlich ziehe ich auch direkt 2 Traktoren auf einmal. Super easy. Bam. Ist nicht sein Ernst, Mann. Ist nicht sein Ernst. Zack, ich gehe auch direkt schon wieder zur nächsten Welt, Bro. Ich meine, ich bin ja kein Anfänger. Ich versuch gerade mein Bestes, Alter. Ich versuch's gerade. Wow, Bro, was gibt's hier für Gegenstände? Ey, ich guck mal. Kann ich hier direkt schon wieder das Stärkste ziehen? 2 Hydras. Nein. Die schaffe ich nicht. Die sind zu stark für mich, Bro. Was? Ja, sehr gut. Ey, langsam sind wir nicht mehr zu stark. Das kann nicht sein, Leute. Okay, kann ich Schwertkämpfer? Selbst die Schwertkämpfer sind zu stark für mich.
Oh, yes. Oh doch. Okay, jetzt müssen wir uns echt schon anstrengen. Ihr seht, jetzt wird es selbst für mich schwer, Freunde. Nein. Ey, aber ich habe jetzt schon 1,7 Millionen Energie. Wie viel hast du? Energie? Oben in der Mitte. Oben in der Mitte 1,7 Millionen? Ja. Wie? Ich habe gerade eben jetzt spontan 26.000 bekommen. Aber du musst doch trainieren, ey. Okay, wie ist denn bei dir das Upgrade? Wie viel Handeln hast du oben links? Warte, 650, 660. Ich hab da 4000. Was? Wie soll ich das denn schaffen, ey? Wie soll das gehen? Das ist doch nicht machbar. Warte, jetzt kostet schon ein einziges Haustier 1 Million bei mir hier. Okay. Alter, was bringen die Haustiere eigentlich? Ja, da bekommst du einen extra Boost nochmal und kannst quasi viel schneller, viel stärker werden. Checkst du? Ah, okay, das hättest du mir vorher erklären können. Dann würde ich nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Ich habe jetzt den Obelix bekommen. Ich würde sagen, den rüste ich mal aus. Warte, Obelix. Ja, mach das mal. Er gibt mir bis zu 15.000 Energie plus nochmal. Okay. So, ich bin jetzt langsam schon ein schwacher Schwächling. Was ist denn ein schwacher Schwächling? Also, ich ziehe gerade schon 3 Mega-Ritter. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ich krieg sie drüber. Ich bin gespannt. Bro. Oh, das ist doch unmöglich, wie der Typ sich so schnell upgraden kann. Das geht doch nicht. 2,5 Millionen Energie. Sag mal, Bro, bist du wenigstens schon in der Welt angekommen? Immer noch nicht. Nee, ich will es hier ordentlich machen. Du bist machen, immer noch hier, du Winzling. Ich will das hier ordentlich machen. Alter, warum bist du so groß? Also, Bro, wir haben gesagt, heute geht's hier um die Ehre, wer der bessere Roblox-Spieler ist, Bro. Ja, Bro, du hast die Map doch locker schon 20.000 Stunden gespielt. Nein, ich bin Bro. Ganz neu hier in dieser Welt. Nein, Bro, ich will dann meinen ganz Shoutout neu. Haben, wenn ich gewinne, dass ich der beste Roblox-Spieler bin. So, ich kaufe mir jetzt erstmal... OR-Hockey selten. Was kann ich jetzt machen? Kann ich das jetzt ausrüsten oder ist das automatisch das drin? Das kannst du ausrüsten, aber ich ziehe jetzt erstmal die Hydras. Nein, eine... Krieg ich wenigstens eine fort? Okay, eine Hydra, Leute, können wir ziehen. Es ist zwar richtig anstrengend, aber mit ein bisschen Kraft hier kriegen wir die Hydra drüber. So, komm schon. Bam. Jetzt nochmal ein bisschen trainieren hier. Komm schon. Bam, 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 bam. Zack, zack, zack. Super easy hier. Komm schon. Ja, Mann. Haben wir... Komm, jetzt müsste ich eigentlich die Hydra kriegen. Komm schon, 2 Stück ziehen wir jetzt hier. Und, oha, wir kriegen 2, Leute. Wir kriegen es hin, ja, Mann. Hey, da ist jemand, der mich einfach versucht zu blockieren. Das ist richtig unfair, was der macht. Warte mal, bist du immer noch in dieser Welt, Bro? Ja, aber jetzt weiß ich, wie man wenigstens upgrade. Bro, du hast einen riesen Vorteil. Kannst du nicht wenigstens so 10 Minuten warten? So, 10 Minuten warten? Nö, Bro, ich zieh jetzt hier ein paar Gegenstände vor dich, damit du hier nicht weiterkommst. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Guck mal, ich kann ja ein bisschen mittrainieren. Sieht bestimmt lustig aus. Komm, wie groß ich bin. Einfach großer Bär, ey, wirklich. Unmöglich, starker Bär, Junge. Let's go, massiver Bär, schwerer Bär. Junge, und ich gehe hier schon gleich zur nächsten Welt. Kriege ich die Wand schon umgerissen? Warte mal, und... Ey, ich krieg nicht. Die nächste Welt schon wieder weg, Bruder, was? Was? Wie? Ich glaube, da vorne ist das Ende, Bro. Da vorne ist, glaube ich, die letzte Welt. Nein. Okay, warte. Ich ziehe erstmal die kleinen Sachen hier. Oha, die sind schon richtig krass, die kleinen Roboter. Okay. Ja. Also, Bro, guck mal, selbst für mich wird's schon richtig schwer und ich bin schon 3 Welten vor dir oder so, also... Okay, ich versuche jetzt einfach ein bisschen zu farmen, weißt du? Ich will wenigstens die nächste Welt erreichen. Bro, mein Haus hier allein kostet 200.000. Nee, warte mal, 2 Millionen sogar. Ja, komm, starker Schwächling. Jetzt bin ich massiver Schwächling. So, ein bisschen trainieren wieder hier. Bam, zack, zack, zack. Mega Schwächling. Ha, du bist immer noch schwach. Ich bin schon der Chungus. Ich bin schon Gott, Bro. Ich bin schon Gott. Ich zieh schon die Mega-Tauchroboter. Yo, wie schwer die selbst für mich sind. Alter. Boah. Ich glaube, man muss Fitness sein, damit man das... Bro, ich weiß auf jeden Fall, dass du viel zu schwach bist und ich auf jeden Fall gleich den Simulator durchgespielt habe. Ja, natürlich, Lumex. Setz dich mal lieber in diesen Racing Simulator und bau ein bisschen Muskeln Bro, ab, wie viel, sag mir oben links, wie viel Handeln hast du gerade? 1000. Ich habe 7000. Du bist jetzt gerade... Warte mal. Du bist immer noch in dieser Welt...
Ja, immer noch. Bro! Ich warte, bis ich Fitness bin. Du warst schon Fitness, da warst du noch in dieser Welt. Okay, warte, ich gehe jetzt mal ganz an den Anfang. Ich will mal gucken. Guck mal, Leute, im Vergleich, wie groß wir in dieser Welt sind. Wir sind so groß wie die Häuser gefühlt. Wenn ich hier eine Feder ziehe. Hä? Lol. Das merkt man überhaupt gar nicht. Das ist wie, als würde ich gar nichts ziehen. Du bist jetzt erst hier, Bro. Komm, zieh mal direkt die Oberschiene. Ich will wissen, ob du es kannst. Nein, nein, das schaffe ich probier nicht. Mal. Schaff ich probier nicht. Mal direkt. Ich bin. Ja, die zieht mich. Die zieht mich. Die zieht dich einfach. Die zieht einfach mich. Ich versuche mal eine Karotte einfach zu nehmen. Was ist das denn für eine Proteinkarotte? Alter, ist das schwer. Ist das schwer. Na los, warte, komm ich probiere jetzt hier nochmal die Hydras zu ziehen. Okay, drei Stück. Okay, kriegen wir jetzt nicht, aber auch schon easy hin. Okay. Kann ich hier schon eins ziehen? Eieieiei, das wir ziehen eine Alien-Rakete, so ziehe ich hier gerade, Bro. Dann habe ich es geschafft. Was? Okay, nein, doch, Mann. Komm schon, drei Stück. Oh, selbst drei kriege ich gezogen, Mann. Bro, so, die Karotte wird jetzt langsam ein bisschen besser zu ziehen. Ey, aber das dauert so lange, bis ich aus dieser Welt rauskomme. Bro, bei mir dauert es auch gerade schon richtig lange. Ich bin in der letzten Welt, Junge. Du glaubst gar nicht, wie anstrengend das hier ist, Mann. Schon. Ja, bam. Möhre. 8 Millionen Energie habe ich schon. Jetzt hier. Oh. Komm, zack, 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 zack. Jetzt sind wir direkt wieder viel stärker geworden. Ich würde sagen, ich bin nochmal gemutet, weil, Leute, wir kaufen uns jetzt hier nochmal ein paar Energiebooster. Ich glaube, 50.000 ist halt jetzt im Vergleich. Nein, warte mal. Das ist vom Level abhängig. Wenn ich jetzt das kaufe, kriege ich direkt 30 Millionen. Warum habe ich das nicht früher gemacht, Leute? Wir kaufen natürlich wieder direkt alles durch. Guck mal, 58 Millionen, Leute. Nein, okay, egal, ich werde jetzt mal richtig viel Robux ausgeben, weil je nachdem, in welcher Welt man ist, desto mehr Sachen kann man sich kaufen. Ich kaufe mir jetzt einfach direkt alles durch, bis ich bei 1 Million Energie angekommen bin. Und dann habe ich quasi schon das Level hier auch geschafft, 117 Millionen. Ich würde sagen, schaut mal, Leute, wir können jetzt hier quasi richtig durchspammen und können hier richtig stark werden und das letzte Level auch easy schaffen. Ich ermüde mich wieder. So, Bro, ich würde sagen, verabschiede dich schon mal, weil ich habe es jetzt gleich geschafft. Ja! Yeah! Oh, ich krieg das nicht mal mit, wie groß du bist. Bro. Ich bin immer noch dabei, die Karotte zu ziehen. Das geht so langsam. Das geht viel zu langsam. Bro, warte mal ganz kurz. Ich komme noch mal zu dir. Ich habe schon die Stufe Hulk mittlerweile. Ey, das kann nicht sein. Guck mal, du Winzling. Ey, der cheatet. Lumex hat gecheatet. Ihr könnt mir sagen, guck mal, die Traktoren, der hat Power-Ups gekauft. Er hat hundertprozentig Power-Ups gekauft. Bro, guck mal, die Traktoren, die ziehe ich hier einfach durch den Laden durch. Oh, warte, das sind Traktoren. Wie soll das denn möglich sein? Wie soll ich das schaffen? So, direkt hier das dickste Monster jetzt, die Spider-Roboter. Oh, die sind immer noch zu schwer für mich. Was? Habe ich jetzt hier das nächste Haus? Ich glaube schon, warte mal. Und zwar kann ich nämlich jetzt hier... Ja, ich kann das hier und jetzt hier den Plant-Roboter ausrüsten. Zack. Und ich glaube, damit sollte ich jetzt auch das letzte Level hier freischalten. Komm schon. Nein. Bitte. So, weißt du was? Ich gehe jetzt in die alte Welt zurück. Oh, ich hab's! Ich hab's! Was? Ich hab's! Nein. Ja! Echt jetzt? Ich bin in der Disco angekommen. Wir haben es geschafft. Ja, Mann. Nein, Mann. Das gibt's nicht. Oh, Mann. Wir haben es einfach geschafft. Bro, wo bist du? Ich bin jetzt nochmal zurück zur alten Welt gelaufen, damit ich wenigstens die Sachen ziehen kann. Weil man kriegt da ein bisschen mehr Geld, wenn man diese großen Sachen davon zieht. So. Hä, wo bist du denn? Ach hier. Ich bin in der anderen Welt. Yo, Bro, was geht ab, Mann, du Noob? Ey, du Riese. Bro, du brauchst aufhören. Du Cheater, du bist ein Riesen-Cheater. Bro, du kannst aufhören. Ich hab gewonnen, es ist zu spät, Mann. Nein, ich bin hier noch dabei. Ich werde bis morgen früh machen. Nein, Bro. Du wirst jetzt, du wirst jetzt vor allen Leuten sagen, dass Lumex der beste Roblox-Spieler ist. Nein, Noch nicht. Warte, das war die Abmachung. Ich bin Bro, guck mal, ich kann hier alle Sachen auf einmal ziehen. Hier. Guck dir das an. Das gibt es nicht. Guck der mal. Der zieht hier alles auf einmal. So, Emme, du sagst jetzt, dass ich der beste Roblox-Spieler bin oder ich zertrampel dich. Komm, massive Fitness. Maximale letzte Energie. Chance oder ich zertrampel dich jeden Moment. Okay, du bist der beste Roblox-Spieler aller Zeiten. Hier bist du jetzt zufrieden. Ihr müsst jetzt alle
Lumex abonnieren. Ihr müsst mich nicht abonnieren, auch nicht liken. Einfach nur bei Lumex Like da lassen und abonnieren. Ja, yeah, so, Mann. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, aber ich will, dass du auch noch kommentierst unter dem Video, dass ich der beste Roblox-Spieler bin. Ach so, jetzt soll ich auch noch einen Kommentar da lassen, wenn das Video online kommt. Ja, yeah, Mann. Ist das, ey, wirklich okay. Ja, okay. Moin, Meister. Ich hab gehört, du bist richtig dick. Wir werden richtig fett heute. Also, es geht heute darum, Leute, wer in 30 Minuten schwerer wird. Und ich sehe, Bro, du hast schon ein bisschen mehr gegessen als ich. Du bist ja ein Kopf größer, ne? Ich habe schon ein bisschen Pasta gegessen mit Tomatensauce, gab's vorhin. Deswegen bin ich ein bisschen breiter. Ja, wir sind trotzdem noch übel, der Lauch. Guck dich mal an, Sammy. Und jetzt im Vergleich zu ihm hier, guck mal, wie fett er schon ist. Bro, und so dick werden wir ja gleich, wir ne? Wir werden auf jeden Fall fetter als er, das verspreche ich dir. Ach, noch dicker. Ja, natürlich werden wir dicker und genau deswegen müssen wir auch mal anfangen zu trainieren, weil ich sag dir, Seville, wir werden okay, nämlich dann auch im Kreis gegeneinander kämpfen und gucken, wer aha, von uns beiden hier mehr Kraft hat, ja? Okay, Bro, ich geh jetzt erstmal ins Training. Ich geh jetzt erstmal ins Training. So, was ist das für ein Training? Was macht der? Ich hab keine Ahnung, was er macht. Hä? Guck dir das an. Bro, ich pups währenddessen einfach. Ey, auf, Junge, das war eklig. So. Hey. Ah, okay, das ist unsere Stärke von den Füßen jetzt, was wir hier trainieren. Ja, also ich höre auf, guck mal, ich geh nämlich jetzt direkt zum Essen hinter. Ey, mampf mich ein bisschen voll. Und dann können wir direkt mal den ersten Kampf machen und gucken, wer stärker ist. So, okay, also ich trainiere jetzt meine Arme. Alte Leute, vorbei. Ich glaube, das ist hier schon vorbei jetzt, die Runde hier. Gar nichts, ich esse jetzt hier erstmal eine Runde. Also ich habe schon mal was beansprucht, was Lumex vielleicht nicht gemacht hat, Freunde, ne? Ja, ich bin natürlich ein bisschen schlauer hier. Okay, Leute, ich bin jetzt ganz kurz gemutet. Während Seville da hinten, bis sie seine Beine trainiert oder was auch immer, werde ich erstmal ganz kurz in den Shop gehen, weil natürlich werden wir wieder ein bisschen pranken, um hier richtig viele Robux auszugeben, weil ich will natürlich der fetteste und schwerste hier werden. Und deshalb würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal ein paar Tränke. Zum Beispiel können wir uns hier doppelte Armtränke, doppelte Masken und doppelte Beintränke kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach jeden Trank einmal. Dann haben wir quasi schon mal die doppelte Stärke von Seville. Das heißt, wir sollten das Ganze eigentlich super easy gewinnen. Ich kaufe jetzt hier jeden Trank einmal. So, den Massetrank kaufen wir auch noch. Und jetzt noch den doppelten Beinetrank. Zack, den haben wir auch gekauft. Oh, Seville ist da. Wir müssen uns jetzt ganz kurz entmuten, Leute. Wartet. 287 Masse. Und können hier jetzt machen, ja? Ja, du isst jetzt eine Runde, Seville. Ich würde sagen, ich gehe so lange hier einmal in den Ring und mache meinen ersten Kampf und zwar gegen den Schüler. Guck mal, der hat gerade 400 Stärke. Ich habe schon 2000er Stärke. Das heißt, ich würde sagen, der erste Kampf. Oh, Seville, du musst zugucken. Feuer mich an, feuer mich an. Warte, ich guck zu. Lumex, Lumex. Easy. Wie ist der bitte weggeflogen? Ja, Bro, ich habe doch gesagt, ich bin der Stärkste und der Fetteste und der Schwerste hier. Der ist einfach in einen anderen Simulator geflogen gerade. Ja, ich glaube auch. Also, Seville, wir können doch gerne mal gegeneinander kämpfen und gucken, wer stärker ist hier, hä? Das werden wir auch gleich machen. Ich bin richtig gespannt, wer von uns beiden gewinnt. Aber, guck mal, ich sag dir so, du hast den Simulator nicht gecheckt. Du hast den Simulator nicht gecheckt. Was? Ich hab nicht gecheckt? Du hast den nicht gecheckt, Bro. Guck mal, ich hab jetzt Massephase schon über 5000. Ich hab den schon gecheckt, den Simulator. Ciao. Hast du überhaupt schon ein Pet? Ja, natürlich habe ich schon ein Pet. Also. Wo ist dein Pet? Mein Pet? Woher hast du ein Pet, wollte ich fragen, also... Ja, da musst du halt auf den Simulator mal gucken. Und übrigens, guck mal, wie dick ich schon bin. Guck mal, wie dick ich einfach bin. Hey! Guck mal. Ja, Seville, hast du denn auch das mal 1000 super Feiertagshaustür für 1200 Robux? Nein, ich hab ein Shiba Inu, ich hab einen Hund. Ja, also ich wollte sagen, wo ist mein Haustier jetzt, hallo? Sag mir nicht, du hast ein krasseres Pet als ich gleich. Warte. Sag einmal Hallo zu meinem Rentier hier, ne? Ich sehe dein Haustier leider nicht. Ja doch, hier, das ist das Rentier. Das guckt dir beim Essen zu. Ach so, ja, dann hast du ein unsichtbares Rentier, weil ich sehe dein Rentier nicht. Ist mir aber auch egal, weil ich esse gerade eine Suppe. Und Bro, wir können gleich mal ein Match machen. Wir können gleich mal ein Match machen. Ja, Seville, ich habe schon eine halbe Million Masse jetzt, wollte ich nur sagen, ne? Eine halbe Million? Nee, sorry, eine Million. Da, wo ein T steht, oder was? Ja, da habe ich jetzt schon 1,3 Millionen. Okay. Muss ich mal ganz kurz muten, ich bin gleich wieder da. Er mutet sich, Leute. Guck mal, ich habe ihn aufs genommen. Guck mal, wie fett wir sind. Guck mal, wie schwer wir sind.
wir sind. Ich sag doch, Leute, wir geben so viele Robux aus, wir werden das gewinnen. Und deshalb können wir auch super easy den nächsten Kampf hier machen. Guck mal, wie lost die alle sind. Guck mal, 2500 Stärke. Die sind ja übel schlecht. Leute, wir können hier direkt gegen den Master Sumo kämpfen. Meint ihr, wir schaffen das? Ich würde sagen, wir kämpfen direkt mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, komm schon! Oh! Ich hab ihn platt gemacht! Easy! Was? Sebbe ist immer noch gemutet. Und das Ding ist, Leute, während Sebbe sich da gerade irgendwelche Sachen kauft... Hier so, wieder da. Was hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht ganz nur. Gar nichts. Ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt schon mal in die nächste Stufe. In welche Stufe? Hä? Was? Wie? Warum gehst du in die nächste? Ah, nein, man braucht 10.000 Wins, um hier reinzukommen in die nächste Stufe. So, also ich kämpfe jetzt mal gegen jemanden, und zwar gegen den Baby-Sumo. Ach so, Sebbe, ich habe schon den Meister-Sumo fertig gemacht, wollte ich nur sagen, ne? Ach, du hast den Master-Sumo schon? Ja, natürlich. Okay, das ist strong. Ich habe jetzt hier auch mal einen Kampf gegen diesen Skelett hier. Es sieht einfach aus wie Lumex, dieses Skelett, ne? Junge, hör auf, ich trainiere jetzt hier erstmal ein bisschen. Boah, so, ich bekomme einfach, egal was ich trainiere, ich habe übel krass den Multiplier. 1000x, ich habe auch Armstärke jetzt schon eine Viertelmillion. Was? Also entweder veräppelt du mich. Ja, Leute, mein Haus hier ist so krass. Mein Haus hier ist so krass, Bro. Okay. Bro, so, zack. Ja, Bro, du hast keine Chance gleich gegen mich, ne? Du hast keine Chance. So, ich kämpfe jetzt gegen den richtig dicken Sumo-Ringer. Ciao. Was gibt's denn noch? Und gegen Master Sumo-Ringer. Easy peasy. Ich sehe, hier gibt's noch. Ich habe gegen Master Sumo-Ringer gewonnen. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mittlerweile schon, ich weiß nicht, ich habe ja ein Pet, das hat 1000x, wenn ich dann pro, ich habe ja ein Pet, wenn ich dann jetzt nochmal über einen doppelten Multiplier habe, mal 4, dann wäre das ein Multiplier von 4000 tatsächlich, den ich jetzt schon habe, ne? Okay, das ist sehr, sehr strong. Also, ich kann ja jetzt schon 2 Pets ausrüsten. Boah, bitte Trainingsgeschwindigkeit 1200. Alles gut, Leute. Alles gut, alles gut. Ist gar kein Problem. Boah, guck mal, wie schnell ich jetzt boxen kann. Links, rechts, bam, bam. Ich habe schon 3 Millionen Armstärke. So. Das ist strong, Leute. Das ist strong. Hast du denn so ein Rentier-Pet oder was geholt? Du hast gerade mal 30.000 Stärke. Also ich habe halt 30.000 Masse, Stärke. Siehst du, wie viel ich habe? Total Stärke? Nee, wie viel denn? Guck mal, bei meinem Kopf da. 4,35 Millionen. Ja, ne? Genau. 4,35 Millionen hast du gesagt, ja. Lumex, das ist mir eigentlich relativ egal, weil... Guck dir das an, guck meine Beine an! Links, rechts, okay, rechts! Okay, komm jetzt auf! Links, rechts! Ich bin viel schneller als du! Hey, warum? Warte mal, okay, irgendwas läuft hier schief, Freunde. Irgendwas läuft hier schief gerade. So, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch ein paar Siege. Das ist das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe. Wie bekomme ich jetzt 10.000 Siege am schnellsten? Ne? Oh, Dicker, meine Beine sind einfach dicker als meine Arme. Hä? Bro. Ja? Wie viel Stärke an den Armen hast du? 3 Millionen. 3 Millionen? Achso, Sebbe, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt hier einmal in die nächste Welt rein, ja? Let's go! Schloss wird entsperrt und rein in die nächste Stufe. alles gut, Leute. Wir holen gleich den Lumex ein. Das ist gar kein Thema. Bro, ich bin jetzt hier schon... Bro, ja, was denn? Der Boss hat hier 24 Millionen Stärke direkt. Oh. Alles gut. Endlich mal ein paar Würchengegner hier. Guck mal, der erste, der Stickman. 800.000 Stärke braucht man. Let's go, den machen wir easy platt. Hast du überhaupt schon gegen den Stadtmeister gekämpft? Bro, ich kämpfe nicht gegen solche Noobs. Ich kämpfe hier gegen richtig krasse Leute hier. 1,9 Millionen, der Kickmeister. Kampf! 3, 2, 1 und noch Avid Hops genommen. Komm schon! Aber nicht. Leute, er hat nicht gegen den Stadtmeister gekämpft. Er checkt's nicht, ne? Er checkt's wieder mal nicht, Freunde, was es bringt. Aber gut, okay. Ja, ich komm zurück. Wo ist der Stadtmeister, hä? Du Lauch. Hier, du Lauch. So, guck mich an. Warum bist du fetter als ich? Tja, also ich mache jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen weiter. Du hast auch schon 6 Millionen Stärke? Ach so, ja, ein bisschen Stärke habe ich jetzt auch. Woher hast du 6 Millionen?
Das darf ich dir nicht verraten. Wo ist der Stadtmeister? Sag ich dir nicht. Wer ist der Stadtmeister? Ist das der Fettsack, den mache ich platt? So, Leute, und jetzt gehen wir gleich in die zweite Welt. Warte, ich drück gegen den Stadtmeister. Komm schon, Stadtmeister. Nein! Das bin ich. Ach, das ist der Stadtmeister. Hey, der ist ja übel easy. Ja, ist er auch. Aber du weißt gar nicht, was der Stadtmeister bringt. Ja, was bringt er denn? Das darf ich dir nicht verraten, Leute. Weil Lumex hier einfach nichts liest. So, ich gehe jetzt in die nächste Welt, weil das ist mir zu schlecht hier. Ich gehe jetzt in die nächste Welt. So, Leute, zack. Ab in die nächste Welt. Woher hast du so viele Trophäen überhaupt? Und zack. Ja, ich sag ja, du checkst das Prinzip nicht. Du checkst das Prinzip nicht, Freunde. 16 Millionen braucht man für den. Den schaffst du gar nicht. Du bist viel zu low für den. Für diesen Meister jetzt hier. Oh mein Gott! Hä? Ich hab den easy platt gemacht! Bro, ich auch. Ich mach direkt den 24 Go. Millionen Endboss hier. Ich will gucken, ob ich den schaffe. Oh mein Gott, Bro! Der ist viel zu fett! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, spannend! Ah, ich hab ihn! Er hat ihn, Freunde! Okay, ich kämpfe jetzt auch gegen den einmal. Oh, den schaffst du nicht. Der ist viel zu stark für dich. Den schaffst du nicht. Und? Oh, komm schon! Nein! Bye-bye! Hä, wie hast du den bekommen? So, also ich hole mir jetzt mal schon mal neue Sachen, Leute. Und mal gucken, was wir kriegen. Man kann sich Haustiere kaufen, stimmt. Arktischer Fuchs habe ich bekommen, ist der selten? Ich mach auch mal drei Eier auf hier. Okay, mach mal. Arktischer Fuchs, ich weiß nicht, ob das selten ist, Leute. So. Na, komm schon. Komm, gönn ein krasses Pet, bitte. Fox, nur 5x oder wie viel hat er gegeben? Ich weiß gar nicht. Kann sein, ja. Die sind ja übel kacke, die Pets. Na, guck mal, ich find's auch krass, dass du deine Pets einfach hier beleidigst. Finde ich ein bisschen blöd. Ja, Bro, ich kaufe mal. Nein, ich kann ihn nicht nochmal kaufen. Schade. Also, ich weiß nicht, guck mal, wie klein bist du. Guck mal, wie dick ich mittlerweile bin. 180 Millionen! Ja, Digga, warte mal. Hallo. Jetzt reicht's hier aber. Ja, ich sag ja, du machst hier irgendwas falsch. Das ist dein Problem. Du weißt einfach nicht, wie das funktioniert hier, dieser Simulator. Bro, denkst du wirklich, ich bin so lost? Du weißt nicht, wie der Simulator funktioniert. Denkst du wirklich, ich bin so lost, Level? Ja. Pass mal auf, wie viel ich gleich hab. Okay. Also Leute, Lumex hat jetzt anscheinend richtig viel, okay. Gucken wir mal. Seven. Was denn? Dachtest du, du bist krass mit deinen 180 Millionen Stärke? Ich hab 192 jetzt. 192? Ja, und du? Ey, Seven, du bist ja so krass. Du bist ja so krass, Bro, Seven. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Ja, du bist zu krass für mich, Seven. Du hast, wie viel? Warte, bleib mal stehen. 1,1 Milliarden. Ja und? Hab ich auch gleich. Hat er auch gleich, sagt er einfach so. Hab ich auch gleich. Ja. Ja, jetzt gleich mal schauen, Leute, wie viel ich hab total. Ich hab wie viele Haustier-Slots hast du denn? Haustier-Slots? Sag ich dir nicht. Wow, du hast auch schon eine Milliarde jetzt voll. Junge, warum bist du auch so fett wie ich fast? Das gibt's nicht. Das ist halt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ey, nein, ich fresse jetzt mehr in mich rein. Zack. Ja, wie dick sind wir, Leute? Macht das zu Hause bitte nicht nach, was wir hier machen. Die sind schon so schwer, ne? Ganz wichtig. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall in die nächste Welt. Ich gehe jetzt auch rein, komm. Du kannst gar nicht rein. Natürlich. Du brauchst mehr Siege. 300.000 braucht man. Ja. Ja, da mache ich hier noch einmal den Boss schnell fertig. Hier, guck dir es an, Seville. Du kriegst gar nicht so viel. Hä? Du kriegst gar nicht so viel. Aber ich habe einen Trick gefunden, Leute. Guck mal. Hä, ich kann jetzt einfach das hier drücken und dann, guck mal, boom, easy peasy, ganz entspannt. Und nochmal, easy peasy, ganz entspannt. Wow, ey, ich hab ihn gleich, Bro. Hier, man muss einfach den Stahlmeister platt machen, der bringt richtig viele Siege, ne? Der Stahlmeister? Ja, ja. Ja, wo ist er denn? Ja, das sag ich dir nicht, ne? Ha, rein in die nächste Welt, würde ich sagen. Let's go! Hä? Ja! Oh mein Gott, hier ist ein Stahlmeister. Nein, er ist vor mir! Ja! Er ist vor mir! Ja! Okay. Let's go! Hey, hast du 300.000 Siege? Ja, natürlich. Okay, das ist schon strong, Digga. Hier fehlen noch ein paar, habe ich gehört, ne? Das ist schon strong, Leute, muss ich so ehrlich sagen. So, oha, oh mein Gott, Bro, wie schnell das geht! Oh mein Gott, wie schnell das geht! Ja! Alle Leute, ich sag euch so, Lumex ist auf jeden Fall gut dabei. Bro, vorbei, du hast keine Chance mehr. Digga, also, ich weiß nicht, was du dir hier wieder alles geholt hast, aber... Gar nichts. Ja, natürlich hast du dir was geholt. Babbel dich nicht voll. Nein, ich würde doch nichts kaufen, Seville. Hä? Du hast dir auch Sachen gekauft, also...
Bitte. Ja, ich habe mir vielleicht einen Boost gekauft. Das war's. Du hast den ganzen Shop wieder leer gekauft. So wie immer. Nein. Selber, kommst du auch mal in die neue Welt jetzt eigentlich rein, oder? Ich bin gleich fertig, ja. Tut mir leid, dass ich nicht hacken kann wie du. So, ja, ich bin jetzt gleich... Ja, du hackst ja, du kaufst ja alles leer hier, wie so ein Verrückter. Nein, Zettel, was redest du? So, ich komme jetzt in die neue Welt. Ja, komm mal bitte rein. Ich würde sagen, ich kämpfe jetzt hier erstmal gegen den... Was, 34 Milliarden hat der Boss gerade mal? Oh, also mit meinen 500 Milliarden ist das ja ein Easy Win hier. Jetzt Digga, der ist ja richtig einfach. Ich hab ihn einfach umgeschubst, als wär's gar nichts. Ich bin schon so schwer, Bro. Wie siehst du denn aus? Guck mal, ich mach den Stahlmeister hier schon direkt platt, Junge. Was sind denn hier so viele Figuren? Hier ist einfach ein KI-Overlord. Hast du den schon besiegt? Ja, Bro, schon lange. Ich gehe in die nächste Welt schon wieder, hä? Normal. Oh mein Gott, der ist zu stark für mich, Leute, der KI-Overlord. Oh mein Gott. Wie kacke bist du denn? Ich hab das erste Mal verloren. Was? Ich hab's verloren gerade. Bro, wie kacke bist du, dass du verlierst? Ich hab grad verloren. Guck mal, was du für ein Lauch bist, Bro. Du bist ja übel klein. Ich hab grad verloren. Bro, ich kauf mir jetzt ein Ei für 300.000 Siege. Pass auf. Komm schon, ganz krasse Multiplier. Und was hast du bekommen? Ein Igel. 19% Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen noch ein Ei. Okay. Let's go, komm schon. Jetzt was Krasses. Bitte, bitte, bitte was Krasses. Schon wieder. 19% Wahrscheinlichkeit. Ich bin so dick, dass mein Bildschirm gar nicht mehr ausreicht, ne? Ey, was redest du? Doch, ich bin so dick, mein Bildschirm reicht nicht mehr aus jetzt. Ja, ja. So dick bin ich. Ey, ich will das 1%-Pad haben, komm schon. So dick bin ich, Leute. Gecko-Pad. Junge, ich krieg solche Müll-Pads. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen, so dick bin ich. Gecko-Pad, ey, ich hab grad echt reingekackt, Bro. Ja, ist gut, dass Lumex so lange so ein paar Pads aufmacht, ne? Ah, Bro, ich kaufe mir jetzt halt nochmal ich habe jetzt 4 Pad-Slots, wollte ich nur sagen, ne? Wie viel hab ich denn? Ich hab 2. Boah, meine Pets, guck dir das an, Seven, wo bist du? Ich trainiere gerade geheim. Ich komm jetzt mal zu dir, warte. Ja, komm mal zu mir. Ich komm jetzt zu dir, mal gucken, wie weit du bist. Ja. Wo bist du denn? Ich bin am Trainieren. Hier. Ah, du trainierst, ja, ich komm auch mal zu dir. Ja. Ich trainiere mal hier ein bisschen. Wie viel Stärke hast du bei den Armen? 500 Milliarden. WTF. 20 Milliarden. Ich hab gleich... Warte mal, ich hab gleich eine Billion voll, ne? Eine Billion Stärke. Also alles insgesamt habe ich gleich eine Billion voll. Was? Ja. Genau jetzt. Okay. Ja! Ja, ich habe eine Billion voll. Okay. Also ich hätte jetzt ein T für eine Trillion, aber im Englischen ist es ja eins weniger. Deswegen ja. Eine Billion. So, ja, Seville, ich will jetzt gar nicht viel rumlabern. Ich will jetzt eigentlich direkt schon in die nächste Welt gehen, wollte ich sagen. Also wenn du willst, kannst du auch jetzt gerne aufgeben, wollte ich sagen, ne? So, ich kämpfe jetzt gegen den Stahlmeister hier, mal gucken. Boah, der Stahlmeister, der ist so einfach, schiebe ich easy zur Seite. Ich auch, gar kein Problem. Puh, easy. Also Seville, wenn du willst, wir können auch mal gegeneinander kämpfen. Was hältst du denn davon? Ja, wenn das geht, gerne. Erst ein paar Geschenke hier noch abholen, zack, zack. Ja, ich kämpfe gegen den Stahlmeister, damit ich dann ein paar Siege bekomme, weil wir brauchen 3 Millionen Siege, um in die nächste Welt zu kommen. Ich habe gerade mal 2 Millionen jetzt gleich. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja, ich gehe in die nächste Welt rein. Let's go! Was kommt denn jetzt? Was sind da denn für krasse Bosse? Boah, Digga, das ist so eine Wüstenmap. Das sieht richtig krass aus. Boah. Okay, jetzt Junge, gibt's ein Ei, das kostet einfach 5 Millionen Siege, Bro. Boah, krank. Okay, das ist heftig. Nein, ich kann nicht mal das niedrigste Beintraining hier machen. Ich muss zurückkommen dafür. Und da verschwendest du jetzt halt wieder Zeit. Zeitverschwendung. Werd erstmal so fett wie ich selber, dann reden wir weiter. So, wie viel Beinstärke hast du denn? Leider erst 100 Milliarden, Bro. Oh, da habe ich ja mehr als du. Jetzt aber nicht mehr, ne? Habe ich ja viel mehr als du. Viel mehr, Bro. Du hast gerade mal 300 Milliarden. Ich habe schon über 1,5 Billionen. So, ich gehe jetzt die nächste Welt wieder aus. Rein, Selbe, ne? Ach, Digga. Ja, Leute, ich sage euch so, wie es ist. Mal gucken. Mal gucken, wie das Game hier endet. Oh nein, ich bin eins zurückgelaufen, ich Idiot. Alter, wie dick ich bin. Was ist das? Alter, Bro, wie stark ist denn dieser Boss hier, Alter? Was für stark? Ah, du bist auch hier. Junge, guck, wie langsam du trainierst, Bro. Guck mal, ich trainiere viel schneller. Hä? Bro, was hast du getrunken? Hast du irgendwas getrunken oder so? Ich will doch nichts trinken, Bro. Nein. Hast,
Du hast bestimmt irgendwas getrunken oder irgendein Energy nein? oder so. Oh nein, nein, nein. Na, du hast, Leute, er hat bestimmt Energy oder so geholt. Was? Nein. Kann ich wahr. Niemals. Nein, ich da nicht. Du doch nicht, ne? Du doch nicht, ne? Ich da nicht. Oha, jetzt werd ich auch richtig fett langsam. Ich werd richtig fett. Oh mein Gott. Sag mal, oh mein Gott, was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Bro, wie dick bist du auf einmal? Ich hab vergessen zu essen die ganze Zeit. Ich esse es gerade wieder ein bisschen. Ich auch tatsächlich. Ich hab Bro, auch vergessen. Was? Was? Okay, Bro, ich esse jetzt auch mit dir mit. Mal gucken, wie dick wir werden. Leute, das ist nicht normal. Bro, was passiert auf einmal? Hä? Aber was essen wir auch gerade? Hotdogs, Burger? Was isst du denn da hinten? Bro, Fleisch, ich hab gleich eine Trillion gleich voll. Ich hab eine Trillion jetzt gleich voll. Du isst Fleisch? Okay. Ja, guck mal, wie dick. Alter, du bist dicker als ich! Ah! Bro! Bro! Bro, was ist passiert? Wie schwer sind wir? Boah, ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich gleich aufstehe, wie dick ich bin. Ich muss erstmal jetzt wieder ein bisschen hier boxen. Zack! Bisschen hier die Arme wieder trainieren, Leute! Ich häng nämlich ein bisschen hinterher hier, aber jetzt sind die Arme dran. Ansonsten, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier vorhin Tränke gekauft. Ich hab die nicht mal benutzt, sehe ich gerade. Ich Idiot. Ich hab die gar nicht benutzt! Was? Du hast Tränke und hast die nicht benutzt. Ich habe sie jetzt erst benutzt. Warte mal, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, wenn ich... Oh mein Gott, Bro, vorbei! Vorbei! Warum was denn? Ich habe jetzt erst die Tränke benutzt, Bro, es geht so schnell. Bist du jetzt noch schneller, oder was? Bro! Ich weiß nicht, was ist QA? Ist das jetzt schon eine Quadrillion? Boah, ich glaube ja. Digga, Bro, vorbei. Du bist natürlich wieder am Essen hier, ne? Ist klar. Jetzt setz dich mal daneben hier, Bro. Ich esse auch ein bisschen was. Oh, Junge, lecker Essen hier. Ich bin jetzt auch eine Quadrillion schwer. Ich habe jetzt gleich über eine Quadrillion, jetzt noch ein bisschen trainieren, dann habe ich überall QA stehen. Okay. So, komm schon. Und. Let's go. Wir haben da auch QA. Das ist einfach. So, ich mache jetzt hier direkt mit Anhieb den Endboss. Okay, ich guck dir jetzt mal zu, mal schauen, wie schnell das geht. Bro, guck mal, ich bin viel fetter als er. Guck mal hier, direkt raus Alter. Mit ihm. Direkt. Alter. Okay, das ist krass, Freunde, das ist wirklich krass. Oh mein Gott, Bro. Guck mal, auch ihn hier. Guck mal, wie klein er im Verhältnis zu mir ist. Warte, ich guck mal. Junge, es ist viel zu einfach. Ey, guck mal, bist du oder ich, Dicker? Komm mal her. Ja, du, weil dein Skin so fett ist einfach, das ist unfair. Ja, ich bin auf jeden Fall aber ich bin trotzdem schwerer, aber ich kaufe mir jetzt ein 5-Millionen-Ei, pass auf. Wenn ich jetzt, komm, 1%-Ei, bitte 1%-Ei. Guck mal, der ist nicht alle voll klein. Was ist das? Wie klein ja, 30%. Digga, ich hab vorher das schlechte Pet bekommen, Bro. Wie klein der ist. Ey, selbe letzte Minute läuft übrigens, ach so, ne? Ach so, okay. Das sind gar keine Gegner mehr für mich hier. Oh, komm schon, schnell, wir brauchen noch... aber du bist nicht eine Welt weiter als ich, das bist du nicht. Wie bitte? Bist du eine Welt weiter als ich? Nee, bist du nicht. Aber ich würde sagen, es hat der gewonnen, der eine Welt weiter ist, okay? Ich habe nur 12 Millionen leider, Bro. Also jetzt, nachdem ich die neue Welt gekauft habe! Ja! Hey, warum machst du die neue Welt? Hey, warum machst du die neue Welt? Ja! Warum? Ja! Was hast du gemacht? Easy! Was hast du gemacht? Ich kämpfe hier direkt gegen einen Zombie, Bro. Ja, was hast du denn gemacht, dass du so schnell weitergekommen bist? Gar nichts. Bro, ich kau... Selbst in der neuen Welt mache ich hier direkt... Endboss-Fight gegen hier Dracula. Okay. Wow! Am Ende müssen wir mal schauen, wer von uns beiden dicker ist, obwohl der Skin, ne? Aber trotzdem. Seville, die Zeit ist jetzt leider schon um, wollte ich sagen, ne? Ach so, die Zeit ist schon um. Ja? Komm mal in die neue Welt, dass wir uns treffen können, bitte. Dann vergleichen ja, ich wir jetzt, wer jetzt, fetter ist. Okay? Ich komme jetzt noch einen Kampf und dann habe ich's. Aha. Oh, das sieht ja krass aus hier. Mal gucken, ob ich gegen den kämpfen kann. Gegen Bro, den du kämpfst nicht hier mehr. Zeit ist doch, wir vergleichen jetzt. Ja, warte, einmal noch. Okay, ich habe verloren, keine Chance gegen den. So, wo bist du denn jetzt? Komm mal her. So, was für eine Zahl hast du denn, Seville? Ich hab... Warte. Ich kann es gar nicht lesen, weil ich so dick bin. Warte. Ich kann es lesen. Bleib stehen. Warte, bleib stehen. Beweg dich noch ein bisschen. Jetzt sehe ich es. Warte, bleib ich genauso stehen. Du hast 910 Billionen. Also 910 Trilliarden. Auf Deutsch sind ja Billionen. Also hast 910 Billionen Tonnen bist du schwer. Okay, und du hast 81,46 QA. Quadrillionen sind das. Ja, das heißt, also du müsstest nach den Billionen müsstest du erstmal
die Triaden machen, glaube ich, ja? Alter. Und danach, wenn du die Triaden fertig hast, wärst du dann bei mir, bei den Quadrionen. Okay, GG, Leute, Lumex hat gewonnen. Ja, Sammy, bitte einmal jetzt raus aus dem Server, bitte. Einmal rausgehen, bitte, ja? Nee, du kannst rausgehen, ich bleib auf dem Server. Nee, du hast verloren, raus jetzt hier, in meine Welt. Oh, eins und zwei und drei und vier. Warte und mal. IDBlox, Bro, was machst du denn hier? Was geht ab, Lumex, Bro? Ich bin hier dick am Pumpen, Alter. Siehst du das nicht? Jo, ich auch eins und zwei und drei, Junge. Sag mal, ja, komm, zieh ihn durch, Bro, Alter. Aber ich, Bro, für was trainierst du eigentlich, du Lauch? Ja, weil wir werden gleich gegeneinander Armwrestling machen. Armdrücken! Ja! Boah, ich sehe auch, guck mal, Leute, das ist so ein Armwrestling-Simulator. Hier kann man quasi so Arm drücken gegeneinander. Ey, ich glaube, du bist aber aktuell noch stärker als ich. Lass mal kurz gegeneinander machen. Komm mal her, Junge, wenn ich raus. Ja, komm, alles klar, Bro. Komm her. Jetzt eins gegen eins, Alter. Oh. Und? Wie geht das? Let's go! Wie geht das? Nein, du bist stärker! Nein! Oh, nein! Nein! Gewonnen, Bro! Ja, okay. Eine Runde Testrunde hast du gewonnen. Aber wir können es ja so machen. Wir machen jetzt 30 Minuten, dann powern wir uns ein bisschen aus so. Und wer am Ende stärker ist und gewinnt, bekommt 10.000 Robux vom anderen. Ha? Okay, Bro, das machen wir. Also ich sag's mal so, du bist gerade halb so stark wie ich. Ja. Wenn du es schaffst, stärker als ich zu sein, dann Props an dich. Ja, okay, 10.000 Robux einfach, okay? Okay, ja, machen wir. Okay, ich geh jetzt trainieren, ne? Ich geh mal hier an Bizeps, ich nehme mal schon die 2 Kilo Hand. Ja, mach das mal. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Also, IDBlox hört mich jetzt nicht. Ey, ich werde natürlich wieder pranken und richtig viele Robux ausgeben, damit ich hier stärker werde. Guck mal, er will gerade Flex in seiner Handel. Warte, wir muten uns kurz, Leute. Der macht hier irgendwas, Leute. Was? Ich mach gar nichts. Er macht hier irgendwas. Nein. Guck mal, Bro. Ich gehe schon zum ersten Kampf, Bro. Ja. Mach mal. Sieh dir das mal an, Mann. Mach mal. Let's go! Boah, Bro, ich hab echt... Ich war das ein Fehler von mir mit den 10.000 Robux. Du bist schon so krass gerade. Ja. Ich beeile mich, Alter. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir diesen Tycoon gespielt haben, wer ist der stärkste Bodybuilder? Ja. Da war ich ja nicht mal auf Level 3 oder so. Du warst schon am Ende des Spiels. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt hier. Ja, ich merke, du... Bro, du bist einfach besser. Du hast schon 250. Guck mal, Bro, ich bin immer noch ein Noob. Ja. Mann. So sieht's aus, Mann. Ja, okay, vielleicht muss ich auch einfach mal anfangen zu trainieren und nicht so voll rumzustehen. Warte. Ja, absolut. Ich hole mir jetzt auch nochmal die 1-Kilo-Handel und trainiere ein bisschen. So. Oh, ich hole mir jetzt anders Stärke, Bro. Ich hole mir jetzt über dieses Teil. Du holst dir diese Handstärke-Dinger da, ne? Ja, Mann. Oh, die sind richtig anstrengend. Ja, Bro. Ey, Digga, du bist schon bei 300. Ich bin gerade bei 100 erstmal. Ja, Alter, meine Handstärke ist auch sehr wichtig. Guck mal meine Muskeln an, Alter. Siehst du? Ja, ey, ich sag dir ehrlich, ich glaub, Bro, du bist einfach zu stark für mich, Digga. Ja, das denke ich auch, Bro. Das denke ich auch. Aber ey, du kannst ja noch stärker werden, ne? Also, gib die Hoffnung nicht auf. Hast du eigentlich schon Haustiere, Bro? Nee, ich glaub nicht. Ich glaube, wir brauchen ein paar Haustiere. Ich glaube, die bringen uns nämlich auch dann so Multiplier und so. Ach, wirklich? Moment, ich habe keine Ahnung. Hier, meinst du Ja, oder? warte. Ich muss mal gucken. Ich habe schon welche. Ich rüste die mal aus, warte. So, zack. Okay. Guck mal, ich habe jetzt so ein paar Haustiere ausgerüstet, Bro. Hey, Alter, wo hast denn du das jetzt auf einmal? Ja, die habe ich freigeschalten. Oh. Was? 1 Million Stärke schon? Oh. Ja! Er macht 2 Millionen! 3 Millionen! 2 Millionen! Bro! Er hat das Spiel durch! Er macht halt auf ganz andere Substanzen macht er wirklich. Guck mal, ich bin 10 Mio! Ja, warte, Bro, das ist doch die kleine Handel. Ich muss mir mal die große Handel holen. Nein, die große Handel, die musst du drücken. Bro, 40 Millionen! 100 Millionen! Komm, lass mal, Bro, einmal Arm drücken, komm. Du dachtest wirklich, du gewinnst, Bro. Einmal Arm drücken, ja, komm. Bro. Okay, ja, komm. Ich streng mich an. Easy! Du bist kacke, Junge. Du bist ein Lauch. Ein Lauch bist du. Bro, also ich muss eine Sache sagen. Für 100 Millionen Stärke siehst du halt genauso aus wie vorher. Ja,
Bro, guck mal, die Kraft liegt hier heute in den Händen, in den Armen, Bro. Aber guck mal, damit du wenigstens ein bisschen eine Chance hast, ich gebe dir einen Tipp, was du machen kannst. Du kannst ja überall alles mal 2 kaufen, wenn du oben aufs Plus drückst, dann bekommst du quasi die doppelte Stärke. Und du kannst hier im Shop, ich glaube, für 600 Robux so Eier kaufen. Da habe ich mir ein paar gekauft. Okay, gebe ich dir nur als Tipp so, weil ich wäre, dass du wenigstens so ein bisschen eine Chance hast, ne? Dann probiere ich das mal eben. Ich hole noch ein paar Geschenke in Anspruch. Okay, ja, ja. Aha. Leute, ich bin noch mal gemutet. Ey, ihr dachtet bestimmt gerade alle am Anfang, dass ich verlieren werde. Aber ich habe euch gesagt, wir werden das gewinnen. Ich gebe richtig viele Robux aus. Und deshalb werden wir jetzt auch weiterhin Robux ausgeben, weil ich werde ihn auf jeden Fall nicht gewinnen lassen. Ich habe jetzt einen kleinen Tipp gegeben, damit er wenigstens ein bisschen eine Chance hat. Aber Leute, wir werden gleich noch viel, viel mehr Robux hier ausgeben. Ihr seht zum Beispiel, es gibt hier noch mal so ein Bundle. Kostet 300 Robux, Leute. Aber ich werde hier wirklich alles kaufen. Ich kaufe mir das Bundle, Leute. Dann, wir kaufen uns hier den VIP-Pass. Da bekommen wir nämlich 3x nochmal fürs Training. Also, Leute, wir werden hier heute wirklich abnormal wegrasieren. Ich gebe hier wieder alle 10.000 Robux aus, dass wir das Ganze gewinnen werden. Ich würde sagen, wir muten uns jetzt schnell und dann geht's weiter. Wir haben sonst echt gar keine Chance gegen Lumex. Ich werde keine Chance haben. Wie bitte? Bro, Alter, du bist ja am Cheaten hier die ganze Zeit, Mann. Nein, ich gehe jetzt hier erstmal ein bisschen Schläge machen. Wo sind diese Haustiere denn? Ja, im Shop, Bro, im Shop und dann ganz links gibt so böse Im Eier. Shop. Okay, warte, ich kann mal auch hier schlag jetzt hier erstmal ein bisschen bam, aufladen. Bam, 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 bam. Bro, ich mach... Boah, guck mal, ich kann den Goldenen schon schlagen. Guck mal, Bro. Oh mein... Yo! Er macht hier halt so bam, bam, viel bam, bam, Damage. Bam, 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 bam. Alter, Bro, ich habe schon 1,1 Billionen Stärke. Der Typ ist ja krass drauf, ne? Du hast eine Spinne als Haustier. Das ist schon, das sagt schon alles. Ja, ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz gucken. Ich brauche mal hier erstmal ein paar Handstärke. Handstärke habe ich nämlich noch gar nichts hier. Kurz hier ein bisschen Handstärke machen. Zack, so, zack. Jetzt können wir uns direkt den Großen hier abholen. Bumm. Okay, Alter, es ist ja richtig anstrengend hier. Man muss sich ja richtig... Der hat schon den Stärksten... Bro, du hast gerade 2000 Stärke. Was bist denn du für ein Noob, Alter? Junge, ich mach hier auf ehrliche Art und Weise. Hast du überhaupt schon einen von diesen Bossen hier besiegt? Ja, hast du schon einen besiegt, hä? Ja, ich hab den vor dir besiegt. Ich kämpfe jetzt gegen den Lehrer, Alter. Zack. Siehste? Du findest dich cool, weil du gegen den Lehrer gewonnen hast. Guck mal, ich heb hier gerade schon. Ich probier jetzt direkt den nächsten. Ich probier jetzt den Gym Rat. Die Fitnessratte. Kriegst du die hin? Mein Arm. Nein. Guck mal, Bro, ich mach First Try den Boss. Guck mal, guck mir zu. First Try den Boss hier. Achtung, guck, First Try. Oh, okay. Alles klar. Easy. Easy. Bro, gibt's hier noch was zu entdecken oder hast du es jetzt durch? Ja, wie gesagt, du brauchst halt Haustiere, Bro. Komm, wir drücken nochmal gegeneinander. Flucht aus der Schule. Komm. Ach so, man kann in den nächsten Level dann rein. Ja, dafür musst du quasi Siege sammeln, indem du diese Bosse fertig machst. Aber du kannst aber auch erklär nochmal, wie ich diese Haustiere kriegen kann. Ja, immer noch. Also, links ist doch der Shop, Bro, oder? Guck mal links. Shop-Symbol. Ja, da ist der Shop, Was muss ich mir kaufen, Bro? Und dann ist doch da, steht doch einmal Roma-Ei und böses Ei. Ganz links. Ja, genau. Und dann kannst du unten 10 Eier kaufen für 600 Robux. Okay, komm, ich kauf mir 10 böse Eier einfach mal. Oder nein, ich hol mir die Roma-Eier, ja, komm. So, und was ist das? Was habe ich gezogen, Leute? Oh! Okay, not bad, Mann. Oh, nein. Und die letzten 2 kommen legendär. Nein. Oh, okay. Was ist denn, gar nichts. Gar nichts. So, wie viele Haustiere kann man ausrüsten? Mm. 3 Stück nur. Ah, schade, Mann. Okay, ich habe ihn geupgradet. Was, Bro? Was machst du? Gar nichts! Gar nichts! Er macht hier irgendwelche Sachen. Nein, Bro. Er macht hier was, Leute. Nein. Bro, ich würde das niemals machen. Ja. Wo bist du? Warte mal, Bro. Ich werde jetzt hier. Pass mal auf, Leute. Bam! 7 Millionen! Bam! 20 Millionen! Let's go! Wie viel Pets hast du ungefähr, wenn ich fragen darf? Wie viel Pets? 3. 3? Warum? Wieso? Ja. Wieso fragst du? Weil. Jetzt kommt's.
Was fragt ihr? Ich bin hier gerade noch an. Also, ich bin gerade noch beschäftigt. Ich lass dich noch ganz kurz. Bro, ich zeig dir jetzt mal was ganz anderes, Alter. Das wird dich beeindrucken. Pass mal auf, Bro. Ich hab nämlich. Hier, pass mal auf. Ich zeig's dir jetzt mal. Ich hab den legendären Phönix, Alter! Was hast du? Legendärer Phönix, Bro! Guck okay. Mal! Warte. Ich zeig dir auch kurz mein Haustier. Warte kurz. Okay, aber warte mal, wie upgradet man die, Bro? Wie upgradet man die? Lass mich dir kurz. Ich will dir auch noch gleich meine Haustiere einmal zeigen, ja? Aha, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, Bro. Ich mach mir erstmal warte noch ganz, ganz kurz, okay? Ja! Er hat einfach den ganzen Zoo hinter sich! Junge! Warte. Ey, ich glaube, drei deiner Elefanten sind gerade gestorben. Wow! Ich hab die geupgradet! Wie? Warte, ich muss kurz gucken. Warte. Wie viel bekomme ich jetzt, wenn ich. Warte? Warte, ich seh's mal. Stärke. Ich halte die ganze Zeit Haustiere frei. Hä? Warte mal, ich krieg jetzt Haustiere. Ja, ich krieg keine. Was, ich krieg jetzt Haustiere. Kann man die verkaufen oder so? Ich weiß, ich halte die ganze Zeit Haustiere frei gerade. Warte mal. Das ist, weil ich so viel gerade mache. Oh mein Gott. Er macht Bro. Hier alles. Bro, ich krieg jetzt Haustiere. Ich krieg jetzt Haustiere freigeschaltet. Ja, aber wie? Bro, ich habe schon 2 Trilliarden Stärke, Digga. Alter, er macht hier so einen. Er macht hier den hier. Was ist das hier? Gratis Magier. Was für ein Ei? Soll ich hier kaufen? Ey, ich kann Eier öffnen. Oh, Magier. Mythisch. Digga, Bro, mythisch? Ich krieg so krasse Eier gerade die ganze Zeit, Digga. Ich hab Mythisches bekommen. Ist es so? Er freut sich über ein mythisches Pet, Digga. Oh mein Gott, Bro. Ist das gut? Warte kurz, ich weiß nicht, ich krieg ganz halt noch Haustiere die ganze Zeit. Ich krieg immer noch Haustiere. Bro, ey. Ich hab so viele Haustiere gerade, ich hab keine Ahnung. Okay. Ich muss mal upgraden hier. Ich weiß nicht, wie Haustiere beim Fitness helfen können, aber okay. Ja, okay. Bro, meine Haustiere! Ja. So, jetzt nehme ich die stärkste. Zack, Alter. Wir müssen natürlich alles trainieren, Leute. So, okay, ich habe jetzt alle meine Haustiere bekommen. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier alle upgraden. Ja, kannst du mir erklären, wie man hier bitte hier irgendwas bekommen kann? Also, wie kann man seine Haustiere jetzt upgraden? Du kannst bei Haustier unten auf alle herstellen drücken und dann kann man die quasi so upgraden. Checkst du? Ah, warte. Haustiere, alles herstellen. Was hab ich jetzt gemacht? Guck dir mein Zoo an. Ich hab eine Katze. Oh, ey, Gott, Bro, sobald ich Schläge bekomme, ich bekomme die ganze Zeit Haustiere geschenkt, weil ich halt quasi schon so so viele Punkte mache, dass ich zu Belohnungen bekomme die ganze Zeit. Alter, ich sehe, der ist VIP, hat sich VIP geholt, ne? Ja. Ich hab 5 Trilliarden, wie viel Stärke hast du? Bro, ich hab 1,1 Bio, aber egal. Ich sammle jetzt nämlich Trophäen, damit ich hier diesen Raum verlassen kann. Ja, das mache ich doch auch jetzt. Guck mal hier, ich kämpfe die ganze Zeit gegen den Boss jetzt. So, easy. Ich auch, Mann. Komm schon. Junge, du kriegst den auch easy hin, oder? Ja, ganz einfach. Lass mal gucken, ob du eine Chance gegen mich hast. Komm mal her, lass mal gegeneinander kämpfen, okay, Bro. Ich will das mal wissen. Okay, Bro. Digga, warte mal. Ich hab noch irgendwelche Arme. Was für Arme? Warte, ich hab Kisten. Der hat einfach ein... Yo, wo hast du diesen Arm denn her? Alter. Schicht! Was ist das denn? Okay, komm. 1 gegen 1. Bruder, warte, ich mach dich fertig. Warte, 1 gegen 1. Warte. Und. Ich mach dich fertig. Alter, die Anzeige hat gebackt. Ey, warte mal, Bro, ich kann dir Siege klauen. Guck mal, ich habe Siege bekommen. Verlierst du Siege? Komm nochmal her. Nein, ich habe keine verloren. Ich bekomme Siege, wenn ich dich besiege. Schau mal. Ey, Bro, kannst du mich einmal gewinnen lassen? Okay, komm, ich lass dich einmal gewinnen, Bro. Okay, alles klar, Bro, ich werde jetzt gewinnen. Pass mal auf. Ich mach nix. Nein, ich komme nicht voran. Ich trinke kurz meine Fanta, okay? Mhm.
Ey, nein, Bro, ich muss ja raus. Ich muss mal kurz hier auf dem Bildschirm ein bisschen draufdrücken. Nur ein bisschen, oh, aber. Nur nein, so ein bisschen. Nein, kleines bisschen. Oh. Upsi. Ey, Leute. Das ist ja so unfair, ne? Man kann ja gar nichts schaffen, ey. Warte mal, ich muss mal kurz hier ein paar mehr. Ich muss mal kurz hier ein paar Siege kaufen. Ich meine, ich muss ja mal in die nächste Welt hier langsam rein. Wird ja sonst langweilig. So, was gibt's denn noch? Magische Eier. Ja. Also, ich öffne jetzt nochmal so ein Ei. Ich glaube, ich habe jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ich mache jetzt mal 8 Eier auf. Ja, okay. Ich habe jetzt aber auch was getestet. Und zwar... Zack. Und? So. Wow! Ich habe nur legendär und mythisch und episch bekommen. Ich bekomme keine schlechten Pets mehr. Ey, aber die Pets sind voll schlecht, die man sich da ziehen kann. Also, die bringen echt wirklich wenig. Ja, Bro, guck dir mal an. Der Multiplikator von dem Phoenix, den ich habe, ist ja... Was hast du für einen Multiplikator? Der auf dem ist 300, aber die anderen haben 47.000. Also, warte mal. Mein bestes Pet gibt 45 Millionen Multiplier. Bro, ich habe jetzt auch 5 Pets hier, Alter. Ich habe jetzt auch 5. Guck dir mein Zoo an. Ich habe einen Dino da hinten. Guck mal, ich habe so einen goldenen Dino. einen goldenen Dino. Junge, wie? So, warte. Hier ein bisschen Handrücken wieder. Guck mal, wie viel ich mache. Ich mache 70 Billionen pro einmal drücken. Boah, what the hell, Alter. Wie komme ich hier raus? Ich brauche 15.000, um den Champion geschlagen zu haben. Ja, ich habe den doch. So, haben wir noch ein Geschenk, beanspruchen wir nochmal, zack. So, gibt's noch einen neuen Arm? Ich hab schon den stärksten Arm. So, was gibt's hier noch? Ah, okay, das sieht auch gut aus an... Was? Was hast du? Warte. Ja! Ist es das? Oh Gott. Digga, ich habe mir gerade so ein krasses Haustier gekauft. Hey, jetzt, ich bin gespannt, Mann. Ja! Let's go! Jetzt mache ich schon 100 Billionen pro Klicker. Let's go! Oh mein Gott, Alter. Junge, da braucht man sich nicht wundern, dass der Typ ein Problem hat mit Ausgaben, ne? Der hat ein Ausgabenproblem hier. So, 3 Trillionen Stärke, zack. Jetzt mal hier am Glücksrad drehen, 8-mal. Ja, ist ja gut, Alter. Ist ja gut. Komm schon, gönn Glücksrad, gönn ein paar Siege. Wo kriegt man denn? Bro, man kann ein richtig. Man kann ein richtig krasses Haustier ziehen, Bro. Okay. Man kann so 0,001%. Oh, okay. Das war so knapp, Digga. Ja, aber wo kriegst du die Siege her, Bro? Also, außer jetzt zu kämpfen. Ja, man kann die sich kaufen. Wo? Im Shop! Ganz rechts, Gewinne oben. Ah, ja, nee, ich bin ehrlicher Typ. Ich mach es mit harter Arbeit. Harter Arbeit. Weißt du was, okay. Bro? Ja, komm, Arm drücken. Ich hab keinen Bock mehr hier, ich lauf jetzt weg. Hey, wo bist du? Ich bin weg. Ich hab die Schule verlassen. Du hast genug Siege gehabt. Nein. Ich hab genug Siege. Nein. Ich kauf mir jetzt hier, Achtung. 28.000 Siege. So. Ja, er kauft sich die Siege einfach. So, raus jetzt hier. Dass ich hier noch stärker werde. Hier, guck mal, ich bin jetzt auch im Garten, Kollege. Ja, hallo. Aber ich bin schon woanders. Ja, ich bin schon im Space. Ja, ich doch auch. Hallo. Ist mir egal, Alter. Bam, 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 Junge. Ey, Bro. Zack, zack, zack. Ich kann hier am VIP-Boxsack schlagen. Kannst du da auch schlagen, hä? Junge. Den VIP-Boxer. Ist mir egal, guck mal, weißt du was? Ich kämpf jetzt. Ich mach jetzt einfach gegen die Kämpfen. So. Letzter Direkt Boss. Den Boss. Nein. Erstmal machen wir hier. Den kleinen hier. Achtung. Dann mache ich den zweiten, den Cyber. Boah, der kann nichts machen gegen mich. Selbst den, selbst ihn kann ich easy. Ich habe eine Karte legendär bekommen. Ich habe eine legendäre Einsatzkarte bekommen. Ich auch. Was ist das? Wo kriegt man das her? Wo kriegt man das? Wo löst man das ein? Ich weiß nicht. Wo? Ich glaube hier hinten. Goldene Maschine. Rostkiste. Use. Ich habe eine Rostkiste. Ja, okay. Ich habe irgendwas da bekommen, aber. Chance 0%. Man kann hier legendäre. Oh mein Gott, man kann legendäre Pets hier eintauschen irgendwie. Oh. Und dann kann man ein Gold, da kann man die vergolden lassen, aber die können halt weg danach sein, weißt du, okay, was ich meine? Okay, das ist krass.
Aber wo kann ich dieses Ticket einlösen? Ich habe ein Ticket bekommen, Mann. Nein, die sind weg. Ich habe meine Pets gerade verloren. Egal, ich lasse sie vergolden. Ja, du kannst jetzt gegen mich Arm drücken machen. Ich bin gespannt, ob du genug Stärke hast. Ich will die enchanten. Ich will enchanten. Was kann ich machen? Wie mache ich das? Oh, enchant Pet. Wow. Warte mal. Kann ich verzaubern? Okay, komm, verzauber mir den mal. Ah, das kostet Wiedergeburten. Oh, okay. Okay. Kann man sich die kaufen? Also ich frage nur. Also. Mach dein Haustier golden. Okay, Ich gehe so lange hier ein bisschen Bizeps trainieren hier. Zack, ich kann auch hier direkt das Stärkste ausrüsten. Aber was passiert denn, wenn man vergoldet? Ich probiere es 40 Punkte. Oh nein, ich habe sie verloren. Ja, du musst alle einsetzen, du Idiot. Oh mein Gott. Nein. Er hat sein Pet verloren, Junge. Bist du dumm? Ich habe sie verloren. Bro, ich verliere meine ganzen Haustiere. Ja, du musst... Bro, wenn du 5-mal das gleiche Haustier hast, dann hast du eine 100%ige Chance, dass du ein Goldenes bekommst. Ja, und jetzt habe ich meine besten Haustiere. Oh Gott. Ich habe so viel gerade verloren. Nein. Du bist so ein Idiot. Okay, lass mal gucken, ob du mich im Handrücken schlägst jetzt schon. Komm mal her. Ja, jetzt bestimmt nicht, Alter. Wie viel Stärke hast du denn? Du hast 4,6 Millionen. Ich habe eine Quadriate. Guck mal. komm her. Ich möchte aber ein Ei haben, Bro. Ich muss mir erstmal ein Ei kaufen. Ich muss ein Ei kaufen. Das kostet 2 Millionen. So, komm, gönn was. Episches Einhorn, ja, okay. Ich kaufe mir auch einmal eins hier, komm. Mythisch! Oh, legendär. Das ist gut! Ey, die sind so schlecht. Die sind so schlecht, Mann. Die geben gar nichts, ne? Die geben gar nichts, die sind so schlecht. Aber warum kann ich keine riesigen Haustiere herstellen? Das check ich nicht. Komm mal her, zeig mal, ob du genug Kraft hast, hier, Kollege. Ja, okay. Achtung, ich komme jetzt. Wo bist du? Da bist du. Nein. Hier. Ich warte hier auf dich. Ich will drücken, komm her. Ich komme. Ey, Mann, ich habe meine Haustiere verloren. Das ist ja voll. Ich mach gar nichts. Na los. Komm. Ja. Nein. Ernst, nein. Ich besiege jetzt direkt den Endboss. Ich mach direkt jetzt den Endboss. Ich mach den Schurke. Mein Haustier. Junge, nicht mal der Schurke kann mich schlagen. Hä? Oh Gott. Bro, ich habe 6 Millionen Siege bekommen. Wie? Hä? Wie? Er kriegt 6 Millionen Siege. Ich habe 9 Millionen Siege. Er kriegt 6 Millionen. Ich gehe gleich in die nächste Welt schon rein, Bro. Alter, wie? Okay, warte, ich könnte es jetzt vielleicht schaffen. Ich krieg die ganze Zeit legendäre Eintrittskarten. Das wird schwer. Ich versuch's. Na los. So, Bro, ich geh jetzt einmal in die nächste Welt rein. Tschüss. Ich krieg einen Krampf in der Hand. Ich bin am Strand jetzt. Oh mein Gott. Ja. Bam. Bro, ich mache so viel Plus hier. Oh mein Gott, Junge, das ist so viel. Ey, du kannst mir ja mal ein paar Haustiere geben, oder? Ja? Handelsanfrage ablehnen. Ey, er will nicht handeln. Das gibt es nicht, Mann. Das gibt es nicht. Am besten ausrüsten. Ich habe jetzt die besten Tschüss! Oh! Was ist das für ein Pet? Es gibt's ja nicht, Alter. 60 Millionen Multiplier! Ja, das geht ja nicht. Bro! Okay, Mann. Bizeps? So. Oh mein Gott, Bro, vorbei. Ich mach 5 Trillionen. Ich, 5 Trillionen mit einmal Handel. Irgendwas. Ich glaube, ich habe gerade meine Stärke verbessert. Ich glaube, ich kann jetzt noch. Ich habe keine Stärke mehr, Mann. Kommst du jetzt in die neue Welt, dass wir jetzt den finalen Armdrücken machen kann? Das finale Battle, das müssen wir jetzt machen, Bro. Yo, ich habe gerade wirklich meine ganze Stärke aufgegeben. Aber ich habe sie jetzt wieder raus. Ich habe genau die gleiche. Digga, ich habe mich gerade verfünffacht durch die Wiederbelebungen. Hier kann man die Tickets einlösen. Oha. Yo. Make your pet void. Man kann Void Pets anfertigen. Wie krass, Alter. Das dauert 5 Stunden, oh mein Gott. Ja, ich krieg das hin, Bro. Ich hab jetzt den Rhythmus. Meine Haustiere bringen mir zwar nicht die unendliche Stärke, aber ich krieg das hin. Ich komm mal zurück. Yo, was sagst du denn zu meinen Haustieren? Sag mal Hallo. Ja, ich sag mal gleich Hallo, Alter. Ich sag mal gleich Hallo. Er ist noch am Kämpfen, Junge, wenn du meine Haustiere siehst, du wirst ja auch nur so denken. Ich hol mir gerade einfach Tickets, ne? Du machst noch nicht mal den Endboss, du machst gerade mal den... Sag mal Hallo zu meinem Haustier erstmal jetzt hier, ne? Ja, aber...
Wo kriegst du sowas her? Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Wo kriegst du Haustiere her? Diese, bei den Eiern da hinten, oder? Im Shop, bei dem... Warte, wo hab ich das her? Warte, lass mich überlegen. Im Shop hat er wieder 5 Millionen Robux ausgegeben. Ich hab die im Premium-Pass hab ich die gekauft. Bro, du hast vielleicht gerade mal so 1% der Pets jetzt, die ich jetzt gerade habe. Junge, aber oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon. Wow. Ich wusste jetzt noch die letzten aus. Kann ich hier direkt auch den Endboss machen? Das ist einfach so eine riesen, so ein Krakenboss. Oha, Leute, der ist krass. Wow, guck mal, Leute, selbst ihn könnte ich platt machen, den Krakenboss. Hä? Warte, ich mache jetzt Folgendes. Ich opfere jetzt den und den. Ah, warte, ich mach das jetzt gleich. Pass auf, Bro, ich mach jetzt einen ultimativen Move. Ich mach 5 von denen, dann opfere ich 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kriege ich mit 100% habe ich jetzt ein goldenes Haustier. Und der macht ja einfach gar keinen Damage. Also der ist ja gar nicht so gut, wie ich dachte. Ey, Bro, guck mal, ich hab 150 Billionen Siege. Wann kommst du jetzt? Ich will jetzt den entscheidenden Bosskampf machen. Ja, okay. So 200 Bio. Ich kann jetzt schneller laufen. Ich habe eine Spur freigeschalten. Ja! So, damit jetzt nochmal den Endboss hier, den Krakenboss fertig machen. Okay. Zack. Ich glaube, ich muss 20 Millionen Siege haben. Oh Gott. 20 Millionen Siege, Bro. Wie viel hast du denn? Ich habe 100, ich habe 200 Millionen Siege. Ja, ich habe vier. Pass auf. Ich krieg das aber hin. Kann ich überhaupt zurückkommen? Ich komm mal zurück zum Fitnessstudio, komm. Ja, komm mal ganz kurz zurück, Alter. Wir machen jetzt, lass jetzt den finalen Bosskampf machen, okay? Und der wird jetzt entscheiden. Nein, ich wollte wissen, was hinter der Tür ist. Was für eine Tür? QA-Stärke, was ist QA-Stärke? Ja, Quadrillion. Alter. How? Wie, Bro, wie? Auf geht's zum Strand, Bro. Bist du jetzt im Strand endlich? Ja, Mann. Also, okay, ich wäre jetzt an sich bereit für den maximalen, endlich finalen Armdrückenkampf, wa? Okay, Moment, ich brauche noch ein kleines bisschen, Alter. ich mach noch ein bisschen. 1, 2, wie viele Trillionen Stärke brauche ich? Um mich zu besiegen. Junge, er macht einfach... Oder was brauchst du? Was meinst du? Er macht einfach den hier, Bro. Guck mal, ich kann noch viel schneller schlagen als du, guck mal. Ja, ich schlag schon so schnell es geht. Ah. Junge, es ist. Kann so ich noch cool. einen Boss besiegen? Moment, einen Boss muss ich noch vorher besiegen. Probier mal den Endboss. Den müsstest du sogar hinkriegen. Der Endboss, der braucht 1,8 A. Ich hab T. Bro, ich hab nicht mal. Ich hab gerade so den fettigen Pirat, Alter. Was? Ja, gerade so den fettigen Pirat. Hä, bist ja übel kacke. Ja, egal. Komm jetzt, finales Endboss-Battle. Armdrücken, komm her. Ich hab 0 Stärke, du siehst es gerade, ich hab 0 Stärke gerade. Warum hast du 0 Stärke? Du weißt immer noch nicht, wie ich das mache. Du weißt es einfach immer noch nicht. Hä, was machst du denn? Ach, du machst die Wiedergeburt, ne? Ja, weil da, siehst du doch, ich bin schon wieder, gleich wieder beim selben Niveau. Hä, warte mal, warte mal, eine Frage. Warum steht bei mir immer noch Noob und bei dir unsterblich? Ja, hä? Weil ich habe, siehst du, weil ich die Wiedergeburt nutze. Ich mache jetzt auch eine Wiedergeburt. Alter, du kommst doch jetzt erstmal auf das klar. Ich bin anfällig. Oha, Bro, jetzt mache ich ja. Bro, ja. Ich mache ja jetzt schon direkt wieder alles voll. Ja, das ist es, Bro, das ist es. Alter, du checkst es jetzt. Ich bin jetzt. Bro, ich kann die Wiedergeburten durchspammen. Ich muss einfach nur immer so. Bam. Mhm. Ich bin... Genau. Aber ich mach dich trotzdem easy platt, Bro. Junge, guck dir das mal an, Alter. Ich bin schon Ascendant. Und trotzdem gewinnst du nicht, weil du schlecht bist. Ja, weil du Tiere hast, die cheaten, Alter. Du hast Tiere, die komplett cheaten, Bro. Was machen die denn? Guck mal, ich bin jetzt schon Experte, guck mal, ich bin Experte. Ja, okay, aber ich bin schon, guck mal, wo ich bin. Aufstieg. Also, Ascendant oder so. Ich bin viel weiter als du. Ja, okay. Guck mal, okay. Ja, okay, komm, wir machen jetzt Endbosskampf, komm. Hier, komm her. Wir machen Top 3, Best of 3. Ja, Best of 3. Ich bin dafür, dass du Wiedergeburt machst und dass wir auf ein selbes Level uns bringen.
Das geht gar nicht. Sobald ich schlage, bin ich schon bei QA. Hey, ich habe einen Pixel verschoben. Was? Du hast einen Pixel verschoben? Ja, ich habe einen Pixel verschoben. Ja, noch einen. Noch ein Pixel. Siehst du, noch ein. Nein. Hol wieder auf. Ey, komm, hol auf. Hol auf. Hä, versuchst du? Ich bin zu müde. Alter. Ich mach Autoklick an. Sag auf Wiedersehen. Oh nein, das kostet ja alles. Oh. Sag auf Wiedersehen. Nein. Sag auf Wiedersehen. Nein. Leute, lasst ein Like da. Meine schöne Maus. Meine wunderschöne Maus. Ich drück mit der Nase drauf. Guck. Mit der Nase. Disrespect. Mit der Nase. 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 Ich bin raus hier. Das ist mir. Ey, wir haben gesagt, best of three. Du hast noch zwei Chancen. Komm, Finale, komm. Eine Chance, Bro. Ja, jetzt hast du noch eine Chance. Ja. Oh, Junge, ich gebe so Mühe, Alter. Ich gebe mein Bestes. Ich drück jetzt mit dem kleinen Finger. Achtung, mit dem kleinen Finger. Ich probier es grad. Mit dem kleinen Finger. Ich mag mein absolut Bestes geben, Bro. Mit der Nase. Bam, 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 bam. Klatsch es gleich. LOL. Seve? Lumix? Was machst du hier? Raus aus meinem Gym, was willst du denn? Ich trainiere für unseren nächsten Kampf, Junge. Hey, Junge, du Lauch, du bist doch richtig groß geworden, Alter. Ich höre dich gar nicht, ich trainiere gerade, ich höre dich gar nicht. So, Junge, ey, gib mal die Hand her, ich will auch, Junge. Nein, weg mit dir, Junge, wie klein bist du denn? Du bist voll dünn und voll der Lauch hier in dem Simulator. Nur weil du schon eine Stunde vorher hier angefangen hast zu trainieren. Was laberst du? Komm mal her, ich klatsch dich jetzt. Junge, beruhig dich. Pass auf, wenn du denkst, du bist krass, lass Challenge machen. Wir machen so. Okay, wenn er 30 Minuten größer ist, bekommt 50.000 Robux. Okay, das ist krass. Bist du dabei? Da bin ich dabei, aber ich trainiere erstmal hier weiter, weil wir überall trainiert, Freunde. Trainier mal weiter. Leute, ich bin heimlich gemutet. Der weiß halt nicht, dass ich 10.000 Robux aufgeladen habe, um mir hier wieder alles zu kaufen. Ey, da will mich K.O. hauen, glaube ich. Leute, wir müssen uns kurz in Sicherheit bringen. Dann müssen wir schnell ein paar Robux ausgeben, um hier richtig groß zu werden. Ey, wartet mal. Ey, Seve, warum verfolgst du mich, Bro? Ey, Seve, komm schon, Bro, bitte. Komm her jetzt, Junge. Junge, ich schlag dich, komm her. Komm her. Ja, hey, nimm das, Junge. Ja, kleiner 31er. Ja, du bist ein bisschen auch größer als ich, du Idiot. Ja, weil ich halt schon anfange zu trainieren, mein Freund. Ist doch klar. Ja, Bro. Ich bin voll bei dir. Das Ding ist halt so, Seville, du weißt, wer größer wird, bekommt 50.000 Robux und das... Deswegen muss man auch immer schön trainieren, weißt du? Ja, safe. Man muss trainieren hier und ich trainiere auch die ganze Zeit. So, ich habe mir gerade das gekauft, was richtig dumm ist tatsächlich, Leute. Das war gerade ein bisschen lost tatsächlich. Oh, wir haben hier was bekommen, was ist das denn? Lumix? Lumix, ich kann nicht erklären! Warum bist du so groß auf einmal? Was hast du gemacht, Bro? Hast du gemacht? Bro, du kennst die Meta noch nicht. Wo bist du, hä? Du Lauch. Was hast du denn gemacht? Ja, Bro, guck mal, Komm mal zu mir. Komm zu mir, du Lauch. Wo bist du? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal zu dir laufen. Chill noch mal kurz. Digga, was hast du? Was hast du? Was ist jetzt los, hä? Du kleiner... Wer will? Komm doch her! Komm jetzt ans Gerät! Komm her! Du Loser! Du kannst nicht so gut kämpfen wie ich, weil du hast nicht genug Liegestütze gemacht, Seville. Du musst mehr Liegestütze machen. Du checkst die Meta nicht, Junge. Ey, das gibt's doch nicht, Freunde. Guck mal, wie dick wir einfach schon sind. Er hat sich einfach auch ein Paket gekauft. Kleiner 31er. So... Was ist denn mit dir hier? Komm jetzt nochmal, komm her. Ja, weil du jetzt Angst hast, ne? Komm doch her jetzt. Bruder, ich mach dich trotzdem fertig, du checkst gar nicht. Nur weil du größer bist gerade, denkst du... Weg mit dir. Easy clap, Leute. Digga. Wir holen uns jetzt unser erstes Pet, ganz wichtiges Ding. Ja, Bro, hier. So. Ey, guck mal, Seville, ich frage nur so. Hast du auch... was ist denn das hier? Seve, hast du auch schon trainiert, dass du schneller laufen kannst? Ich frage nur. Nee, das nicht. Brauche ich nicht. Hast du auch schon trainiert, dass du so eine doppelte Stärke hast? Nee, habe ich nicht. Brauche ich aber auch nicht. Okay. Hast du auch schon so trainiert, dass du doppeltes Leben hast? Junge, ist bei dir jetzt alles doppelt oder was?
Nein, Bro, aber... also... Ist bei dir jetzt alles doppelt, oder was? Nee, Bro, aber wenn du willst, also... Ich drehe jetzt hier nochmal an einem Rad, würde ich sagen, so, zack, 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 zack. Und dann können wir ja gleich nochmal kämpfen, hätte ich gesagt, ne? OP! Oh, Digga, das war so knapp. Ey, Sebbe, drück mal! Also, komm mal her! Auf jeden Fall jetzt, guck mal, was für ein Gewicht ich gerade hochdrück, Bro. Ich bring mir jetzt erstmal hier einen Schokoshake rein, so... Was? Ein Schokoshake? Okay, ja? Ich dreh auch mal das Rad hier. Bam, bam, warte doch, ich bin doch am Rad drehen, Junge! Ich bin gerade am Rad drehen, er tötet mich. Ja, ist das gerade dein Ernst? Bro, das ist meine. Ich trainiere hier. Guck, ich trainiere. Eins und zwei. Ich werde der größte Sebbe. Guck dir an, wie fett ich bin, ne? Guck dir das an. Ich trinke jetzt mal hier so einen Shake. Okay, Bro, jetzt komm mal her, hä? Wait, Digga, okay, Sebbe, wir können über alles reden, Bro. Nö, wir können über nichts reden, denn jetzt wird hier... Sebbe, ich komm nicht raus, ey! Aua! So, zack, als kleine Revanche von gerade eben, komm her. Renn! Ey, es gibt... Nein! So, ey, ich würde jetzt mal sagen, lass mich mal trainieren hier und dann kämpfen wir gleich wieder weiter gegeneinander, weil du bist noch viel zu schlecht. Junge, du checkst gar nicht hier die Meta, Sebbe. Du checkst gar nichts hier. So, zack. Oh mein Gott, Bro. Ich habe gerade ein krasses Geschenk, Leute. Hier auch nochmal beanspruchen. Energieshake. Proteinshake. 3 Stück. Okay, warte mal, wir können vielleicht noch hier im Laden was machen. Ja! Sebbe, hast du auch schon hier so ein paar Proteinshakes reingeballert? Und ein Booster, meinst du? Ja, und so ein paar Energieshakes auch noch. Also ich frage nur, Bro. Das bringt gar nichts. Das erhöht nur deine Geschwindigkeit. Das bringt nichts? Das bringt nichts. Okay. Sebbe, komm mal zu mir, du Noob. Siehst du meinen Shake? Junge, lass mich jetzt mal trainieren. Was ist mit dir? Kluck, 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 kluck. Lecker. Gott. Okay, Bro. Kluck, kluck, kluck. Lecker. Wie groß bist du? Kluck. Lecker. Komm, ich hab noch einen Goldenen. Bro. Lass mich bitte in Ruhe. Drück mal oben auf Kampf zustimmen. Komm, drück mal auf Ja. Wir machen jetzt Schlägerei. Doch, komm, Schlägerei. Komm, jetzt Schlägerei. Ich will keine Schlägerei machen. Junge, ich mach keine Schlägerei mit dir. Spinnst du? Hey, der traut sich nicht mal, Schlägerei zu kommen. Ja, weil ich doch trainieren muss. Bro. Du bist so cringe, du kommst nicht mehr Schlägerei. Nee, ich geh jetzt in die neue Welt. Leute, ich muss jetzt trainieren, ich geh jetzt in die neue Welt. So, zack, ich geh jetzt in die neue Welt. Neue Welt. Hier kann ich jetzt richtig trainieren. So, guck mal, ich bin auch bei dir, Sebbe. Hier. Aber du... Junge, Alter, wie groß bist du jetzt? Ja, beruhig dich mal. Du checkst nicht, dass es mein Revier ist. Raus aus meinem Revier! Nimm Schläge, Junge! Junge, es ich kann nichts machen, ey, Noob. Digga, er holt mich einfach wieder down. Okay, alles klar. Ja, gut, alles klar. Wow. Tschüss. Was ist passiert? Oh mein Gott, Leute. Er wird so kassieren, Digga. Oh mein Gott, Bro. Du Armer. Du wirst so kassieren, Digga. Du checkst gar nicht, Warum kann ich gefühlt nicht laufen? Weil du langsam bist, Bro. Du checkst dir nicht die Meta. Du musst die Handeln heben. Junge, ich bin so fett. Mein Kopf guckt gerade noch so raus, Junge. Hä, wie groß bist du aber? Ich trainiere halt. Und das Ding ist, Bro, richtig krasse Leute, die haben halt auch noch so krasse Haustiere. Ich sehe, du hast ja auch ein paar Haustiere, ne? Ich habe 3 Haustiere. Ja, aber erstmal aus dem Weg jetzt hier, Kollege, ne? Junge, ja, lass mich doch durch, danke. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Was hast du denn jetzt aktiviert? Mega-Stampfer aus dem Weg mit dir, Junge. Alter, was hast du denn für einen krassen Stampfer? Ja, Bro, ich geh jetzt erstmal ein bisschen aufs Laufband, ein bisschen rennen. So, zack. So. Bro, man muss ja auch manchmal ein bisschen entspannt machen. Ich sehe, du hängst ein bisschen daher, du bist ein bisschen kleiner als ich, Sebbe. Du willst, dass ich 50.000 Robux von dir bekomme, deswegen, ich laufe jetzt entspannt ein bisschen einfach, okay? Ja, dann lauf mal. Ich geh jetzt auch laufen. Boah, was ist das? Freischaltung Move. Ah, okay. Komm, Sebbe. Ich hol mir jetzt hier das legendäre Pad aus dem Glücksrad. Leute, lass alle einen Daumen nach oben da. Drück mir die Daumen. Wir sehen jetzt hier nochmal am Glücksrad. Wir brauchen das OP-Pad. OP-Pad. Bitte, OP-Pad. Nein. Ey, wir brauchen OP-Pad. Ist leider nur ein Energieshake geworden. Ey, Leute, ich kaufe hier so lange am Glücksrad, bis ich das bekomme, Alter. Komm schon, nochmal. Gib mir das OP-Pad. Komm schon, bitte. Nein, ey, es war so knapp. Was drehst du denn die ganze Zeit? Gar nichts. Oder was machst du denn im Laden? Gar nichts, was kaufst du denn? Nein, ich kauf gar nichts, Bro.
Hey, was machst du? Nein, du kaufst irgendwas? Nein, ich chill noch ein bisschen, Bro. Ich mach noch ein bisschen, ich bin am Trainieren so, du weißt, dies, das, Bro. Trainieren. Mhm. Ah, Digga, Regeln und Proteinriegel. Ja, egal. Seville. Ja. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen. Das ist ja, boah, die Welten, das ist ja alles schon für komplette Noobs hier. Ich geh mal jetzt hier hinten. Kommst du da auch schon rein, Bro? Ja, nee, ich lass dich hier. Geh du mal durch. Man braucht eine Wiedergeburt. Ein oh nein, man braucht nicht. Man muss sich einmal umbringen lassen, um quasi eine Wiedergeburt zu bekommen, Bro. Yep. Ja. Seville. Boah, aus dem Weg mit dir, stoppen. Ne? Ah! Bro, du machst mir gar nichts. Aus dem Weg mit dir, du Noob. Ey, ja, okay. Jetzt bist du noch stark, werden aber gleich sehen, Freunde. Junge. Sag mal oben, wie viel Stärke hast du, Bro? 4018, also 4200. 4200? Ja, du? Warte. Ich habe 6300, aber ey, komm, Seville, trau dich jetzt mal, drück mal auf Kampf. Nein, Junge, lass mich mal trainieren, ich muss noch meine Geschwindigkeit erhöhen. Bro, Seville, du hast sonst verloren, du musst doch kämpfen, du musst dich trauen, Bro, komm. Drück auf, du bist doch gerade viel zu stark, lass mich trainieren. Guck mal, du traust dich. Ey, wehe, du haust mich auf den Glück, auf den Laufband. Ja, ist schon wieder, du hast, Bruder, das ist ein Punktabzug, du traust dich nicht zu kämpfen, Digga. Wehe. Ey, ja, das wäre auch richtig assi jetzt gewesen. Oh, ich gönne jetzt erstmal hier ein Ei, Digga. Kann man sich eigentlich nochmal so ein Paket kaufen? Also ich frage nur, kann man das mehrmals kaufen? Also ich frage nur so, also... Ich werde jetzt der Schnellste und der Stärkste. Alle, was hast du dir geholt? Was hast du dir gekauft? Bro, was hast du dir gekauft? Gar nichts. Gar nichts, Bro. Nur ein paar Kleinigkeiten, du weißt doch, Bro. Ein paar Kleinigkeiten hast du dir gekauft. Ja. Hä? Also, ich sag mal so, ich über meine Geschwindigkeit, weil Leute, ihr werdet schon sehen, wir werden gegen Lumex hier die Geschwindigkeit viel, viel besser sein mit der Geschwindigkeit. Ey, kannst du, ich bin am Trainieren, hallo. Ich bin am Trainieren. Lumex, ich bin am Trainieren. Tausche deine aktuelle Stärke und Statistik gegen eine besondere Belohnung ein. Soll ich das machen? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich mach das. Ich hab den Wiedergeburt! Wiedergeburt! Oh mein Gott! Wie krass sieht das aus bei dir? Nein, Seville! Ich bin ein Knirps! Ich bin ein Knirps! Wo bist du? Ich bin gar nicht da! Gar nicht da. Wer ist jetzt der Größte? Ich oder du? Das Ding ist, Seville, du denkst jetzt, ich bin ein Knirps, ne? Aber da ich eine Wiedergeburt habe, kann ich damit jetzt einfach in die nächste Welt reingehen, Bro. Ich bin im Weltall, Digga! Oh mein Gott! Ey, da muss ich auch hinkommen. Ja, komm, mach eine Wiedergeburt. Nur ich draus. Ja, ich habe auch nicht so viel Kraft. Ja, ne? Ich muss es noch machen. Der gibt so krasse Laufräder. Oh mein Gott, Bro. Warte mal, das Ding ist, ich habe eine Meta, Leute. Da wir jetzt hier im Weltall sind, gibt's halt hier auch jetzt schon krassere Pets. Wir kaufen uns jetzt hier in der Welt einfach ein Pet. Wir gehen in die Welt von Seville zurück. Wir haben dann quasi ein richtig krasses Pet. Selten, ja. Wow, Bro, Seville, hier gibt's übel krasse Pets, Junge. Ja, das Ding ist, ich muss jetzt mal trainieren hier, damit ich auch zu dir komme. Ah, ich brauche wenigstens ein krasses Pet, Digga, komm schon. Nee, die sind nicht krass genug. Wir brauchen krassere Pets, Leute. Ich hab den Blaze Wing, der ist episch, Bro. Okay. Komm schon. Ich habe halt echt viele Edelsteine, Bro. Ich kann hier echt richtig viele Pets aufmachen. Ich hab über 300.000. Also du bist einfach im Weltraum. Wie viele Edelsteine hast du, Bro? 95.000. Ich hab 300.000. Mega. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf... Wo sind meine Haustiere? Ach, hier. Die besten ausrüsten. Bam. So, wir machen mal Stärke, zack, bam. Das Beste ausrüsten. Wow, okay, du bist aber schon groß, Bro. Ja, aber ich bekomme nichts dazu. Guck mal, ich mache hier eine Hantel, ich bekomme 20 Stärke dazu. Ja, weil du kacke bist, Bro. Weil du kacke bist. Ey, weißt du, was richtig dumm wäre, Bro? Was? Wenn ich kleiner bin und ich trotzdem klatschen kann. Ne? Komm mal hier nicht raus, ne? Komm mal, Schlägerei jetzt. Komm, du bist jetzt größer. Auf meinen, komm. Ja, jetzt machen wir. Oben Schlägerei. Warte. Komm, ich drück auf Ja. Komm, trau dich einmal Schlägerei, Bro. Komm. Komm, ja. Ja, wo bist du? Ja, du musst oben auf Ja drücken, Bro. Schlägerei. Ich muss 21 Sekunden warten, dann geht's gleich wieder. Ich hab Aussehen auf Nein, sorry. Boah, du bist ein richtiger... Ja, guck mal, jetzt kommst du wieder, hä? Ja, trau dich doch. Noob. Ja, mit seinem komischen Mega-Stampfer, Digga. Wenn ich dich jetzt platt mache, dann bist du so kacke.
Dann bist du so kacke, wenn ich dich platt mach. Oh, komm schon! Komm schon! Komm schon! Ey. Was? Du bist so kacke! Warum hab ich verloren? Bro, du bist einfach nicht so krass. Warum hab ich verloren? Bro, du bist kacke, Digga. Deswegen hast du verloren. Ich weiß nicht, ob ihr den Kampf von Samus seht, aber er ist gerade einfach aufs Klo gegangen. Er meint, er muss aufs Klo. Ich melde mich hier aber auch ganz kurz ein. Er muss einfach aufs Klo, Digga. Keine Ahnung. Das Ding ist, Leute, jetzt wo ich alleine bin, habe ich mir gedacht, können wir ja noch ein paar Sachen kaufen. Und zwar beanspruchen wir erstmal das nächste Geschenk. Zack, zack. So, ihr seht es jetzt hier unten, Leute. Ich habe wieder 10.000 Robux aufgeladen. Macht das bitte nicht zu Hause nach. Aber das Ding ist, ich kaufe mir jetzt einfach ganz, ganz viel von diesen Shakes hier. Weil das Ding ist, Leute, ein so ein Shake gibt so viel Energie. Seve ist halt leider aktuell größer. Liegt daran, dass ich so eine Wiedergeburt gemacht habe. Damit kann ich halt quasi schon in krassere Welten rein. Aber bevor Seve am Ende wieder sagt, ja, ich bin größer als du, deswegen gewinne ich. Das lassen wir nicht zu. Deswegen kaufen wir einfach ganz viele Proteinshakes. So. Und jetzt müssten wir eigentlich nämlich hier die wegschlürfen können. Zack. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ein so ein Shake gibt 1000, Leute. Oh mein Gott, wir werden so groß. Guck ich an, guck ich an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Yeah! Let's go! Digga, selber wird für Toilette wiederkommen, Leute. Und auf einmal bin ich einfach richtig groß. Wir haben schon wieder 10.000 Stärke wegen den Shakes. Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute. Seve! Er ist immer noch auf Klo. Junge, und trainiert hier heimlich AFK weiter. Da, yo, Seve, yo, 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 was geht? Moin. Was geht? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ja, gar nichts, Bro. Was ist denn hier jetzt passiert? Ja. Was ist passiert hier? Ja. Was hast du gemacht mit dir? Gar nichts, Bro. Ich habe ein bisschen trainiert einfach. Checkst du? So ein bisschen halt, ne? Was denn ein bisschen trainiert? Du bist ja ein Riesen. Hä? Was hast du für Pads? Bro? Ein bisschen am Chillen halt, ne? Was hast du für Pads bitte dabei? Man muss ja ein bisschen immer chillen, ne? Oh, du bist tot. Oh. Ja. Du. Bro, was hast du gemacht? Hast du die. Gar nichts. Was für gar nichts? Ja, guck mal, die Meta ist, du musst ja auf diese ganz, ganz große Drückbank hier. Für die ganz großen Leute. Kann man hier überhaupt. Hä? Du warst doch gerade ein Pimpfi. Seve, guck mal. Warte, ich dreh grad das Glücksrad. Ich kann grad nicht raustappen. Warte ganz kurz, Digga, bitte. Digga, guck dir das an. Was ist das hier für ein krasses Teil? Ich hab das größte Mookie-Ding hier. Guck mal, was ich hier für Dinger drücke, Bro. Alter! Kannst du das auch drücken, hä? Natürlich kann ich das auch drücken. Ich dreh jetzt hier nochmal ein Glücksrad, Junge. Ich gönn mir jetzt hier das OP-Bändiger-Pad, Junge. Ey, von wo hast du deine Pads, bitte? Meine Pads? Ja, Bro, du brauchst halt eine Wiedergeburt. Dann kannst du nämlich in die Alien-Base rein und kannst da Eier kaufen. Alter, ja, ne? Was hast du für. Junge, du warst. Ich war gerade eben kurz bisschen trainieren, war weg und auf einmal boom. Oh, bitte! Digga, gönn doch einmal, bitte. Gönn doch ich einmal. Ich hab episches Pad gezogen. Mhm. Bro, ich hab doch schon lange epische Pads, Bro. Ey, Digga, gönn doch jetzt bitte ein krasses Pad, Digga. Und? Bitte! Ich muss größer werden. Noch größer. Oh, 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 Seve. Proteinbar, Digga. Du brauchst. Wie viele Gems hast du gerade von den roten? 91.000. Ich hab 500.000, fast wollte ich nur sagen, ne? Ja, und? Ja, ne, ich wollte es nur gesagt haben. Oh! Digga, Bro, diese Pets zu bekommen ist so schwer an diesem Glücksrad, Digga. Wie viel Stärke kriegst du pro trainieren einmal? Boah, ich glaube so 100 oder so. Okay, ja, dann bekomme ich da auch. Da bekommen wir da beide nicht so viel. Grad. Ja, es dauert halt alles, es sei denn, Bro. Komm, jetzt trau dich mal einen Kampf, Bro. Komm, trau dich mal. Komm, wir machen Schlägerei, let's go. Wir machen jetzt Schlägerei, komm, ja. Komm. Ja, komm, trau dich mal, Seve. So, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Komm, achso, ja, komm erstmal in die Arena rein. Ja, bin ich doch. Komm erstmal hier rein. So, wer den Kampf gewinnt, bekommt nochmal 1000 Robux. Ja, nein, du bist ja viel größer. Ist auch klar, dass du fast gewinnst. Let's go. Bam! Ja, ne? Kennst du nicht die Attacke, oder was? Nee, die hab ich nicht. Bam! Hä? Was machst du denn da? Kennst du nicht, oder was? Nein, was ist das? Bist du einfach ein Mega-Stampfer? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Nein, ich hau ab! Ich hau ab! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, warte mal. Vielleicht kriegen wir Lumex gleich mal. Komm mal her, komm mal her. Boom! Komm. Hey, du bist schon Meister. Ich bin. Hä?
Nein, ich bin gestorben. Oh, du bist kacke, Digga. Seville, du kriegst das nicht gebacken. Siehst du bist aber auch ein Meister gerade. Ich bin auch gerade ein... Was bin ich? Ein Riese bin ich. Du bist Meister, ich bin Riese. Lecker, lecker. Noch ein paar Shakes reinballern. Lecker, lecker. So, zack. Ja, ich trainiere jetzt auf jeden Fall. So, geh nochmal Proteinshake kaufen. Nochmal 3 Stück für 500 Robis, ne? Macht man ja gerne. So, das macht man aber nicht einmal. Das macht man nämlich 2-mal. Zack. Stimmt, Seville? So, ich kaufe mir jetzt einen Proteinshake. Der kauft sich einen Proteinshake. Wie viel Stärke hast du denn? Erzähl mal, so, Großer. So, zack. Ich habe mir jetzt einen Proteinshake gekauft. Boom. Und setz den jetzt auch ein. So, warte mal kurz. Ich setze jetzt meinen Proteinshake ein. So, Leute, hier, zack. Boom. Oh, ich habe einen neuen Rank bekommen. Ja, freust du dich jetzt? Ich habe einen neuen Rank bekommen, Freunde. Freust du dich? Das heißt... Bruder! Was bist du für ein Titan? Ich stampf dich weg! Boom! Junge, hör auf! Junge, jetzt schlage ich dich aber. Jetzt schlage ich dich, Bro. Digga, Bro. Was? Ich bin One-Hit. Ja, natürlich bist du One-Hit. Ich bin One-Hit gewesen. Kacke. Du bist kacke, Bro. Alter Junge, du bist größer als das Spiel gleich. Gib dir mal. Bro, mach du erstmal eine Wiedergeburt. Du hast immer noch keine Wiedergeburt gemacht, du Noob. Ja, weil ich 8000 Stärke habe. Wenn du mich mal trainieren lassen würdest und nicht schlagen, ist doch klar, dass ich keine Stärke krieg. Das ist so kacke, ne? Ja, du schlägst mich doch die ganze Zeit. Weg jetzt. Was gibt's denn noch für Welten? Man braucht 3 Wiedergeburten für die. Junge, Seville, geh aus dem Weg, du kleiner Knöps hier. Ja. Stark, er tötet mich die ganze Zeit. Ich brauche noch 10.000 Stärke hier, Junge. Es gibt Pets, die geben dir alle unterschiedliche Sachen, Bro. Weißt du das? Was? Wirklich? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder aufs Laufband hier. Ah, man, plus 20 Stärke, plus 3. Ah, ja, du hast recht. Ey, man kann dich sogar upgraden. Was kann man upgraden? Oh mein Gott! Was denn? Was hast du upgegradet? Digga. Seville? Ich mach jetzt viel mehr Stärke. Alter. Was hast du gemacht? Bro, ich tu einfach meine Pets gerade upgraden. Wie? Wo geht das? Ach, sag upgraden, lol. Aber man braucht Alter, quasi immer, wenn man mehrere davon hat. Bro, ich kauf mir jetzt... Oh mein Gott, was für krasse Sachen es gibt hier. Nova-Bürst. Oh, Digga, ich hab die gelöscht gerade. Ich hätte die upgraden müssen, lol. Ich bin ja übel der Idiot. Oh. Okay, ich hab 10.000 Stärke. Ey, Bro, gib dir mal. Guck mal jetzt. Boom. Hey, ey, beruhig dich ein bisschen, Kleiner. Du musst nicht aufflippen hier. Ja, ne? Boom. Alter, wie krass heißt das? Ich hab voll die krassen Attacken. Guck mal, ich kann jetzt auch Sit-Ups machen. Hier so, zack. Ja, Bro, das hab ich doch schon lange. Sag mal, bist du... Seville, sag mal, bist du irgendwie... Also, meine Pets sind shiny. Ich hab jetzt shiny Pets. Glänzend. Shiny Pets hin oder her. Oh, ich hab legendären! Ja! Da! Nein! Endlich! Ja. Ich mach eine Wiedergeburt, Bro! Ey, sei mal episch, Digga! Ich geh grad über die krassen Pets, Digga! Oh mein Gott, Bro! Das ist heftig. Ey, ich wusste nicht, dass man die upgraden kann. Ich krieg nur noch epische Pets. Ich hab irgendein Pet, was mir eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, Bro. Das Gute ist jetzt, ich hab eine Wiedergeburt gemacht und du ziehst mich nicht, weil ich so klein bin. Ja, Seville, das ist natürlich jetzt schade, weil mir fällt auch gerade ein tatsächlich, dass die Zeit eigentlich schon so gut wie um ist, Bro, ne? Wie jetzt? Ja, ich habe jetzt ein PlaySwing 2 Pad, wollte ich nur sagen, by the way, ne? Lumex, wir können reden. Wir können reden, Lumex. Wir können reden. Max Upgrade. Der ist Max auf jeden Fall, sehr nice. Zack. Der ist auch Max, sehr nice. Ja, also, Bro, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt hier. Digga, was hab ich für Pets, Bro? Oh mein Gott, das ist ehrenlos, Digga. Bro, ich hab respektlose Pets. Guck dir meine Pets an, Digga. Seville. Ich seh, ey, du bist so groß, siehst du, oh mein Gott. Warte mal, wie viel mache ich jetzt, wenn ich jetzt hier trainiere? Junge, ich komm hier gar nicht mehr hoch. Deine Pets sind göttlich, ne? Du hast göttliche Pets. Wie viel mache ich denn jetzt, wenn ich trainiere? Weiß ich nicht. Boah. Ja, Seville! Komm, wir machen jetzt die letzte Schlägerei. Komm, letzte Schlägerei, Bro. Letzte Schlägerei für heute. Siehst du mich überhaupt? Dein Digga, Bro! Siehst du mich Bro. Überhaupt? Ey, Bro, willst du mir freiwillig direkt 50.000 Robux geben oder was ist deine Mission hier? Nee, eigentlich nicht. Ja, Seville, sag tschüss, okay? Lumex, tschüss. Nein, wir können reden! Ich bin noch nicht down. So, ich mache jetzt meine Special-Attacke. Stampfen ja, aktiviert.
3, 2, 1, boom! Okay, es macht gar nichts bei dir. So, ich schlag dich jetzt. 17 Damage bekommst du. Komm her. Komm doch her. Hau doch nicht ab. Oh. Und es. Okay. GG, ich hab gewonnen. Du bist down. Bin ich gar nicht. Ich bin hochgesprungen, du Idiot. Hä? Hä, WTF? So, guck mal, ey, du kriegst mich gar nicht. Ich bin viel zu klein für dich. Gib dir mal. Hä? Du kannst mich gar nicht erwischen, weil ich zu klein bin. Ja, Bro, ich muss halt Stampfattacke machen, ey. Und. Ja, mach doch. Mach doch. Hier, guck. Und ich bin auch immer nicht down. Wie viel hast du denn, Digga? Ey, du bist ja voll der Noob. Yeah. Oh ich mein hab Gott, dich! Ich ja, du! Alter, ich bin komplett weggeflogen. Ja, GG, du hast gewonnen. GG, Leute, Lumex hat gewonnen. 50.000 Robux bitte einmal an real_lumex23. Oder schick mir am besten eine Gutscheinkarte. Alles klar. Gutscheinkarte, Stelle, ne? Ich meine, ja, ich habe ja ganz kurz 22.000 Stärken. Wie viel hast du? 276! Let's go. Seville, Bro? Junge, was machst du denn wieder hier? Lass mich doch mal in Ruhe trainieren immer. Ja, Bro, ich check das nicht. Jedes Mal, wenn ich hier in Roblox bin, bist du in irgendeinem Gym und trainierst. Aber Bro, du bist ein Lauch, daran wird sich auch nichts ändern. Ich bin größer als du, laber nicht rum. Jetzt geh mal weg und lass mich trainieren. Was willst Junge, du denn wieder? Junge, für was trainierst du überhaupt? Ich will vielleicht einen guten Körper haben. Ich will fit für die Mädels sein. Ja, aber Bro, das hier, das ist das, du bist hier im Rennschirm. Hier geht's darum, schneller zu laufen, Bro. Du bist lahm wie eine Schnecke. Ja, ich habe letztens Körper trainiert, jetzt trainiere ich Beine. So ein Ding ist das. Aha, okay, dann zeig doch mal, wie schnell du laufen kannst, hä, Kollege? Ja, hier, guck mal, wie schnell. Warte, guck mal, boom. Boah. Siehst du, wie schnell? Ja, komm mal hier, steig mal ab. Komm, bist du schneller als ich? Ja, zeig mal hier. Ja, komm, zeig mal. Ja. Ja, wo? Komm her, komm ja, her. Ja, hier, bist du gar nicht schneller, du die Schnecke. Hä, hey, was glaubst du? Wir sind fast gleich schnell. Ja, Bro, okay, pass auf. Denn lass so machen, Seville. Ich sehe, guck mal, hier gibt's so eine Rennstrecke, Bro. Lass doch so machen. Ja. Wir spielen heute darum, wer schneller wird in 30 Minuten. Und der Gewinner kriegt dieses Mal 25.000 Robux. Oh mein Gott. Okay, das hört sich krass an. Aber ich drehe so lange mein Glücksrad. Ich mach das schon ja, mal. Ja, machst du jetzt mit oder heute nicht? Ich mach mit, ich hab doch gerade gesagt, das ist krass, ich mach mit. Ja, okay, warte, dann lass mich auch kurz an meinem Glücksrad drehen hier. Und ich habe mich so lang ganz kurz gemutet, weil ich werde natürlich wieder ganz viele Robux ausgeben, Leute, um hier der Schnellste zu werden. Und wir haben direkt hier 5 Siege kostenlos bekommen, das ist sehr gut. Okay, ich guck mal, Leute, ob wir uns direkt hier irgendwas Heimliches kaufen können, dass wir ein bisschen schneller sind als Seville. Ich guck mal, was können wir hier machen? Hier gibt's doch schon irgendwas im Shop zu kaufen. Was ist das denn? Doppeltes Lauftempo, Leute. Damit sind wir schon mal doppelt so schnell wie Seville. Kostet 184 Robux. Ich würde sagen, das kaufen wir uns ganz, ganz schnell. Zack, das fällt gar nicht auf. VIP kaufen wir uns auch nochmal ganz schnell, Leute, dass wir natürlich auch das VIP-Laufrad nehmen können. Sehr, sehr gut. Das haben wir gekauft. Und wir können auch noch ein paar Haustiere kaufen. Okay, das machen wir gleich noch, Leute. Ich würde sagen, wir... Und zählt auch das Void Trade. Damit kriegen wir 150% mehr Geschwindigkeit, Leute. Kostet 480 Robux. Macht es nicht nach. Und jetzt würde ich sagen, muten wir uns ganz schnell. Seville! Yo, was geht ab? Yo, gar nichts. Was treibst du so? Hast du Bock auf ein Rennen oder was? Wir können jetzt gleich mal ein Rennen machen. Ich mache schon hier ein paar Rennen. Ich habe schon ein paar Siege geholt. Okay, wir können jetzt mal. Bei drei laufen wir gemeinsam los, okay? Okay, einen Moment. Ich habe gerade nur mal hier. Was bekommen. Okay, wir können. Let's go. Okay, 3, 2, 1 und let's go. Let's go. Wow. Hey, Bro. Warum bist du so schnell? Du denn? Guck mal, ich überrund dich einfach. Hä? Guck mal. Ja. Ja, Bro, ich war doch auch noch gar nicht auf dem Laufband. Hä? Was ist denn mit dir falsch? Ja, lass mich ganz kurz aufs Laufband gehen, okay? Ich geh jetzt auch mal ein bisschen aufs Laufband. Ja, aber ich gehe nicht aufs VIP-Laufband, ne? Also. Ja, das habe ich nicht, ne? Aber mal gucken, wie viel Geschwindigkeit hast du denn jetzt bei den Schuhen oben? Sag du erst. 125. 125? So sieht's aus. Ja, ich habe leider erst 80. Aber wir können ja trotzdem gleich mal ein Rennen machen. Ja, und ich hab schon ein Pet. Ich hab schon ein Pet. Du hast schon ein Pet? Ja, siehst du doch, guck mal. Jimmy. Wo hast du den denn hier? Den hab ich bekommen. Ich darf den aber nicht verraten von wo. Ah, du hast auch so hier einfach ein Ei abgeholt. Ja, das kann ich auch machen. Ich jetzt ja auch ein Ei. Ich hab auch Jimmy bekommen. Hä? Du hast auch einen Jimmy? Ja, ich hab auch einen Jimmy. Ich rüste Jimmy jetzt aus hier. Guck, sag Hallo zu meinem Jimmy. Zeig mal, wie hässlich dein Jimmy aussieht. Ich guck jetzt mal. Junge, lass mal Jimmy in Ruhe. Oh. Ja, okay, lass Rennen machen. Ich bin ja gespannt, wer jetzt schneller ist, okay? Okay, komm her. Also, 3, 2, 1, go. What? Hä, wie hast du Bro, das gemacht? Bro, das ist... Guck mal hier. Überrundet. Bro.
Wie viel Geschwindigkeit hast du? Ich flieg einfach aus der Map raus, weil ich so schnell bin. Bro, wie viel Geschwindigkeit hast du? Ja, gerade mal 2000, Bro. Was? Ja, man muss ja auch einfach mal ein bisschen trainieren. Also ich meine. Du hast 2000? Ja, nicht mehr ganz. 2500 jetzt. Also ich bin jetzt in der anderen Welt. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist. Ach so, ja, Bro, also die andere Welt, da komm ich doch schon lange hin. Für wie langsam hältst du mich denn, Bro? Also ich glaube, bin jetzt schneller als du. Ich glaube, ich bin jetzt schneller als du. Ich bin schon in der zweiten Welt. Ja, ey, ich bin jetzt auch hier. Oh, hier ist so Wüste oder sowas, ne, Bro? Ja, ja, so ein bisschen wüstenmäßig ist das. Ja, da bist du ja doch schon. Okay, oh, was ist das hier? Was? Da besitzt du schon? Oh, okay. Mhm. Wie, was besitzt du schon? Ich besitze gar nichts. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar neue Turnschuhe. Du kannst neue Schuhe kaufen hier? Oh mein Gott, Stallschuhe. Und so kann man da kaufen. Ey, sieht ja richtig krass aus. Guck mal hier, was da alles gibt. Blaue Schuhe und so. Leere Schuhe. Okay. Schönes Wetter heute draußen, Seville, oder? Alter, fresche Schuhe, Bro. Welche hast du dir denn geholt? Das sind die Nike-Schuhe für 30 Euro gewesen. Ach, du hast dir leere Schuhe geholt? Was? Nein, Bro. Mm-mm. Niemals. Ich will doch keine leeren Schuhe kaufen, Bro. Hä? Aber warte mal, warum bekomme ich hier jetzt weniger Schuhe? Hä? Du hast einfach leere Schuhe gekauft. Ich glaub's gerade nicht. Bro, aber warum bekomme ich hier weniger dazu als davor? Liegt an deinen Schuhen vielleicht. Nein, das liegt ja an meinen Schuhen. Das sind Rotzlüftelschuhe vielleicht. Deswegen. Ausgeschaltet. Ich will jetzt ohne Schuhe hier laufen. Hä? Nee, ich bin trotzdem langsamer. Bro, Seville, ist mir egal. Ich mach dich trotzdem fertig. Hier, guck. Wie viele Wins hast du denn schon jetzt? Oben? 10. Aber komm mal, renn. Komm, trau dich. Komm. Was? Bro, was ist mit dir? Junge, ich überrunde dich 10-mal, Bro. 10-mal überrunde ich dich, Bro. Ey, das ist unfair, Bro. Wie schnell bist du denn? Ey, die Schuhe, Bro, geben mir vielleicht nicht so viel Füße dazu oder Schnelligkeit, aber dafür geben die mir einen unnormal krassen Boost. Guck mal, diese Schuhe, ich bin jetzt noch viel schneller damit. Und direkt nochmal. Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Aber, Bro, ich sag dir ehrlich, es geht hier ja auch, wer weiter bei den Level kommt. Ich bin jetzt schon beim nächsten Level, ne? Bro, ja, das kostet 100 Siege, oder brauche ich noch 2? Egal. Ich bin schon beim nächsten Level, Freunde. Ja, beruhig dich doch. Noch. Bro, wie viel Schnelligkeit hast du denn, hä? Erzähl mal. Kann ich nicht sagen. Bro, das ist Betriebsgeheimnis. Kann ich nicht machen. Was redest du? Warte mal. Ist Geheimnis, Leute. Ja, das kann ich nicht sagen. Geheimnis hin oder her hier. Jetzt reicht's mir aber. Ich bin gemutet, Leute. Wir brauchen mehr Schnelligkeit. Ich habe hier eben doch irgendwas gesehen. Man konnte sich hier doch... Hab ich nicht mehr genug Robux, Leute. Egal, ich lade mir ganz kurz neue Robux auf. Dann können wir uns nämlich 2500 Geschwindigkeit direkt dazu kaufen. Okay, Leute, kaufe Robux. Es müsste eigentlich jetzt gleich geladen haben. Komm schon, bitte, 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 gib mir meine Robux. Ja, kauf erfolgreich. Leute, wir haben die 2500 Geschwindigkeit bekommen. Warte, wir muten uns schnell. So, Seville, wo bist du? Ich mach gerade hier noch ein paar Runs. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier in der Graswelt. Bist du bereit für ein Rennen? Ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go. Und überrunden. Junge, das sieht aus, als ob du rückwärts rennst, Alter. Bro, ich laufe 100 Mal an dir vorbei. Warum bist du so langsam, Bro? Hä? Bro, du bist ja geisteskrank schnell. Ja, du bist einfach geisteskrank langsam, Bro. Hä? Guck mal. Liegt es an deinen neuen Kicks, an deinen neuen Tretern, an deinen neuen freshen Tretern vielleicht? Ich weiß auch nicht, Bro. Also, ich glaube, ich bin einfach zu schnell für dich. Ich sag ehrlich. Ey, das ist krass. Wie viele Wins hast du jetzt schon? 500? Warum? Okay, 500 ist krass, Leute. 500 ist richtig krass. Also, ich bin... Rat mal, wie viele Wins ich hab. 400? Nein, die Hälfte. Wie, du hast gerade mal 200? Ja, ich habe 203. Ich bin so lange hier am Laufband wieder ein bisschen trainieren, hier ein paar mehr Kicks abholen. Und, Bro, das Ding ist, ich glaube, es wird auch Zeit für ein paar mehr Haustiere, findest du nicht? Also mit meinem Jimmy bin ich gerade zufrieden noch. Oh. Digga, du bist nächste Welt, ne? Du bist schon in der nächsten Welt, oder? Nee, aber ich, was ist das? Bin ich gar kein Buch? Oh! Ich hab ein...
Oh, warte. Was sagst du? Ah, jetzt kann ich laufen, okay. Benutzen. Also, ich bin jetzt richtig schnell. Ich habe jetzt schon 260 Geschwindigkeit. Warte mal, du hast wie viel? 26.000 Geschwindigkeit. 26.000! Ja, und du? So, das will ich sehen. Zeig. Komm, renn. Ich jetzt nicht. Nein, ich muss weiter trainieren. Gleich. Bro, du lügst, machen. Hast aber niemals nee. 26.000. Wer weiß, wie viel hast du denn? Ich habe 8.500. Okay, 8.500. Ist gar nicht so schlecht, bin ich dir ehrlich, Bro. Ist ja gar nicht so schlecht. Was redest du, Bro? Ey. Ist gar nicht so schlecht. Warte. Nein. Ich kaufe mir erstmal hier ein neues Haustier. Was kostet das? 125 Siege. Das ist doch easy peasy. Was ist das denn? Lass mich jetzt mein Ei aufmachen. Gib mein Ei. Jetzt, ja. Oh, komm schon, gib was. Oh, episch, ich hab ein episches Pet bekommen, Bro. Echt jetzt? Ja. Ah, das war leider nur grün. Komm, aber Leute, wir brauchen. Nicht so krass. Wir brauchen das Legendäre. So wir brauchen das Legendäre. Legendär. Hey, Junge. Gib jetzt Legendär, Alter. Komm ich schon. Ich bin mal hier so ein bisschen am Shoppen jetzt, ne? Mal gucken, was hier denn so alles gibt. Am Shoppen? Ja, Bro. Ich shoppe hin oder her. Du wirst niemals so schnell sein wie ich, Bro. Glaubst du? Oh, guck dir meine Pets an. Yippie. Haha, guck mal, Bro. Na mal. Geschenk abholen. Wow. Okay, das sieht echt krass aus. Ja, da machst du nichts, ne? Das sind echt coole Pets, muss ich sagen. Kann man die noch upgraden? Nee. Okay, später. Guck mal, also ich werde. Wie viel bekomme ich denn jetzt, wenn ich hier aufs VIP-Rad gehe? Oh, Seville, ich will nichts sagen, aber es sieht nicht gut für dich aus. wer sagt das? Wer sagt das? Weil ich habe jetzt nämlich gleich schon 10.000 Geschwindigkeit, Junge, let's go! 10.000? Ja, normal, Bro. Ich habe jetzt diesen Lava-Wissal. Ey, wenn ich die böse Katze kriege, wäre krass. Oh, ich habe meinen ersten Bro, du bekommen. Kriegst ja gar nichts. Was ist das hier? Warte, okay, ich habe nicht genug Gewinne. Gib her. Ah, ich habe das schon. Also, ich meine natürlich, ich laufe erstmal ein bisschen hier, ne? Also, warte mal, wie, du hast was schon. Gar nichts. Sag mal nicht, du hast wieder bestimmt den ganzen Shop leer gekauft. Ja, Bro, ich will doch nichts kaufen. Was denkst du denn von mir? Also, ich bitte dich, du hast den ganzen Shop leer gekauft. Ja, aber das dauert echt ein bisschen lange, ehe man hier Siege bekommt. Ich glaube, das könnte ruhig ein bisschen schneller gehen tatsächlich, ne? Also, ja. wie schnell meinst du denn? Wie schnell sollen das... Okay, warte, Leute, ich habe mich kurz gemutet, weil ich habe mir ganz kurz doppelte Siege gekauft. Damit bekomme ich doppelt so schnell Trophäen. Ich würde sagen, wir muten uns ganz schnell. Tom, Seville, ich bin wieder da. Also, guck mal, ich sag mal so, ich habe jetzt schon sehr, sehr warte viel mal, geh mal runter vom VIP-Laufband, das ist mein Laufband. Das ist mein Laufband, Bro. Ich habe jetzt schon über 12.000 Geschwindigkeit. Du? Das glaube ich dir nicht. Komm, renn. Komm jetzt, renn. Komm. Du willst rennen machen? Ja, komm. Komm. Komm, renn, Bro. Weißt du, wie ich jetzt ab? Ist mir egal. Nein, ist mir egal. Komm, renn jetzt. Nicht draußen. Okay. Okay, let's go. Komm, wir machen Rennen. Das will ich sehen. Okay. Jetzt pass auf. Also, 3, 2, 1, go. Von wegen, Digga. Junge, wie viel Geschwindigkeit hast du? Von wegen, Bro. Guck mal, ich überrunde dich easy. Wie viel Geschwindigkeit hast du? Da bist du überrascht. Dachtest du dir ehrlich, du bist schneller als ich. Bro, wie viel hast du? Ich hab 11.000. Hä, ich auch. Ja, Bro, du hast aber nicht so coole Sneaker wie ich. Ich hab auch 11.000. Was soll denn das denn jetzt? Junge. Und da hast du nicht so eine coole lilane Spur wie ich, so eine Trail. Ja, ein Trail kann ich mir eh mal kaufen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, kauf mir deine Trail. Hier, zack, ich hab ein bisschen Trail. Nee, ich geh in die nächste Welt, Bro, hier. Ganz einfach. Warum bist du so schnell? Junge, ich glaub's gar nicht. Ich hab noch 700 Trophäen übrig. Ich kauf mir hier drüben direkt erstmal das nächste Ei, Bro. Das kostet nämlich schon 400. Egal, ich kauf das. Komm schon. Gönn. Ach, Gen Shark. Ich kauf mir noch eins, Leute. Komm, legendär. Agent Shark nur, ey, Junge. Hey, warum bist du so arg schneller, obwohl du nur wegen den Schuhen? Bro, du hast keine Trails und gar nichts. Und warum hast du eigentlich so viel... Wie bist du so schnell auf 11.000 gekommen, Bro? Ja, ich habe eine geheime Taktik hier rausgefunden, die Lumex nicht weiß. Das ist halt das Gute. Ja, das sagt er. Ich gehe jetzt hier erstmal aufs VIP laufen und wieder ein bisschen rennen. Boah, die Kicks, Savvy, die kommen und richtig schnell. Zack. Ich renne. Wir rennen hier, wir geben richtig Gas, Leute. Links, rechts. Oh, jetzt bin ich aber auch richtig schnell.
Ja, du bist aber nicht so schnell wie ich. Guck mal, wie ich am Rennen bin. Also, ich kann schon gar nicht mehr. Komm schon, renn weiter, schneller. Wie viel Geschwindigkeit hast du jetzt? Ich habe jetzt über 14.000. Wow, okay, das ist krass, Leute. Das ist wirklich krass. Willst du mal in die neue Welt kommen, Samuel? Oder wie sieht's jetzt aus bei dir hier, Kollege? Ich hab's gleich. Alles gut, ich hab's gleich. Ja, ich renn jetzt hier schon. Und nochmal. Junge, ich bin so schnell. Guck es an, Leute. Wow, ich überhole dich. Ich seh dich links, Samuel. Ich seh dich links. Guck mal hier, ich überhole dich. Hä, wo bist du? Ja, du siehst mich gar nicht mehr hier. Guck. Nee. Du bist viel zu schnell, aber deine Schuhe sind halt auch krass, ne? Du hast übelst krasse Schuhe dabei. Ey, Leute, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise braucht man so locker eine Minute, um hier lang zu laufen. Und ich mach das so in 2 Sekunden. Mal gucken jetzt. Guck mal, guten Morgen, Seville. Wie sieht's aus? Guck mal, ich überwunde dich. Tschüss. Ich brauch dafür fast 7 Sekunden. Ja, tschüss, Seville. Ich geh in die nächste Welt schon rein, ne? Haust rein jetzt. Ja, tschüss. Hä? Bro, Seville, man braucht 5 Wiedergeburten, um hier weiterzukommen. Ja, siehst du mal. Siehst du mal, ja, Bro. Ja, aber dafür kaufe ich mir jetzt hier das... Ey, ich kann das eigentlich kaufen. Ey! Seville, man kann das eigentlich kaufen. Vielleicht musst du dafür eine Wiedergeburt haben. Ja, das kann sein. Ah, dann kaufe ich mir jetzt hier nochmal ein paar Eier. Ich habe ja 1700 Siege. Dann kaufe ich mir einfach hier ganz viele Eier. Und legendär. Ey, ich krieg nur Agent Bunny. Wie sieht der Typ da aus von dem Ei? Ist einfach ein Typ mit Sonnenbrille. Ich will ein legendäres Pet vom Schon, bitte. Ich probiere jetzt auch, Bro. Ich probiere jetzt auch. Ich krieg nur Agent Shark die ganze Zeit, Bro. Ja, ich hab einen Agent Bunny bekommen gerade. Ich hab nur Agent Shark die ganze Zeit. Ich hab übel Unluck, Bro. Agent Bunny gerade. Agent Katze ist episch. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Okay, warte mal. Bin ich jetzt viel schneller? Warte mal, ich kann doch jetzt hier drüben schon aufs Laufband gehen. Warte mal. Wie viel Siege braucht man, um in die Welt zu kommen? Tschüss, wie schnell das geht. Guck mal, wie viel ich jetzt plus mache. Oh mein Gott, Junge. Ey, es geht so schnell. Ich krieg 50 pro Stepper. Okay, das ist echt wild. Wie viel kriegst du pro Stepper? Ich habe 26, glaube ich, gerade bekommen. Ich krieg 50. Oh mein, ich bin über 20.000 Geschwindigkeit schon, Leute. 20k ist krass. Also ich bin gerade bei 13.000. Wir sind gar nicht so weit auseinander entfernt. Meine 13.000 Geschwindigkeit sind gefühlt nochmal doppelt so schnell wie deine, weil ich so coole Schuhe habe, Junge. Ich sag dir ehrlich, deine Schuhe, die machen es halt, ne? Das ist der Unterschied. Bro! Oh, du wirst ewig brauchen für die Strecke, Bro. Selbst ich brauche hier schon mehrere Sekunden. Oh mein Gott. Wie viele Sekunden brauchst du für die Strecke? 1, 2, 3. Ja, da steht's doch, da steht's doch, der Balken unten. Ich brauche, warte. Ich brauche 3,43 Sekunden. Wow, okay, das ist krass, Junge. Ich brauche selbst bei der vorletzten gerade 6,8 oder so. 6,8, warte, wie viel krieg ich hin? Mach mal. Für die vorletzte brauche ich 1,7. Oh mein Gott, okay, das ist krass. Ich brauche 6 Sekunden und 83 Millisekunden. Ey, ich brauche jetzt eine Wiedergeburt. Nein. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, ich kann jetzt auch in deine Welt rein. Ja, ich kann jetzt Eier endlich hier kaufen. Jetzt geht's. Ich kann Eier kaufen. Oh, ja, ich kann hier Teufelseier kaufen. Oh mein Gott, Lava-Hai episch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin jetzt bei der letzten Stufe. Und jetzt zeige ich dir, wie lange ich hier brauche. Oh mein Gott, okay, das kann ich keinem erzählen. Ey, komm schon, bitte, gib noch mal ein krasses Pet. Ich brauche das legendäre Pet. Komm schon, bitte. 11 Sekunden einfach. Lava-Hai episch noch mal, let's go. Komm, bitte gönn jetzt. Leute, wir brauchen das legendäre Pet. Vulkankatze, ah, komm schon bitte, legendär, gib mir. Hey, gib mir das legendär, und? Junge. Komm schon, letztes Bro, Pet, Leute. Du siehst das legendäre nicht, safe nicht. Ja, aber ich hab voll viel episch bekommen. Ja, ich seh's noch nicht. Tschüss! Alter, er überholt, Junge, ich seh ihn gar nicht, Leute. Ich seh nur seinen blauen Schleier. So, ich geh jetzt wieder aufs Laufband. Wie viel bekomme ich jetzt? Oh mein Gott, Alter, Leute, ich krieg so viel voll. Stepper, oh mein Gott, so viel Geschwindigkeit, let's go. Wir rennen. Und eine Vulkankatze habe ich diesmal bekommen. Was bringen die? Ey, egal, ich mache eine Wiedergeburt. Echt jetzt? Ich habe eine Wiedergeburt gemacht, Bro. Oh mein Gott. Ja, da musst du mich jetzt wieder einholen. Ich bin wieder in der ersten Welt. Oh mein Gott. Ich habe eine Wiedergeburt gemacht. Egal. Warte. Ja, Bro, ich bekomme doch instant richtig viele Stepper. Bro, easy. Warte mal. Kann ich nicht jetzt auch schon direkt wieder eine Wiedergeburt machen? Aber man braucht mindestens 2500. Ja, safe. Du musst ja wieder komplett durchkommen. Ja, Bro, guck mal, ich komm doch jetzt schon direkt in die nächste. Du denkst jetzt, ich komm nicht mehr auf. Bro, du unterschätzt das. Hier. Hä? Bist du so schnell mittlerweile? Warte mal. Oh mein Gott, Mann. Ich hab Angst, dass ich das nicht mehr aufhol. Wir schaffen das, Leute. Warte, ich hab da noch welche. Ich hab da noch Tränke. Warte mal. Also, du musst jetzt 5 Sachen. Du musst jetzt 5 Mal. Dominus, ne? Gelb! Oh mein Gott!
Ich hab übel das krasse Pet. Was hast du gezogen? Ich hab Dominus Gelb gezogen. Das ist übel das krasse Pet. Wie viel Multiplikator gibt das? 1,85, glaube ich. Wow, okay, das ist echt strong, Bro. Das ist fast doppelt. Das ist richtig krass. Ey, Seven, ne? Das Ding ist, wenn du deine erste Wiedergeburt hast, du wirst so lange brauchen für deine erste Wiedergeburt. Nein, nein, nein. Doch. 100%. Nein. Also ich guck jetzt mal. Oh, ich hab ein Ei. Mal gucken. Dominus Grün habe ich gezogen. Was bringt der? 2,1 Multiplikator, Bro. Was? Ey, das ist krass. Mal 2,1. Warum brauche ich hier jetzt gerade so lange, Junge? Leute, das wird 2,1 ist krass. Ja, freu dich nicht über dein komisches Dominus-Pet da. Bro, wenn man eine Wiedergeburt macht, kriegt man auch einen Schub dazu automatisch, ne? Das ist eigentlich voll die Meta. Man kriegt upgradet seine allgemeine Geschwindigkeit bei einer Wiedergeburt. Ich habe gerade episches Pet bekommen. 8% Wahrscheinlichkeit. Ja, und wie viel Multiplayer gibt's? Sag ich dir, das gibt, warte. Wir holen uns die Stepper. Wir holen uns die Kicks. Bam, bam, bam. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gute Pets. Richtig krasse Pets tatsächlich. Aber man braucht einfach 5 Wiedergeburten. Oh. So, ich habe jetzt mal eine erste Wiedergeburt gemacht. Man konnte doch auch... Erste Wiedergeburt. So, zack, mal gucken, wie schnell ich jetzt bin, Leute. Mein Gott, bin ich langsam. Oh mein Gott, Bro, ich bin so langsam. Bro, du bist wieder auf der ersten Spur jetzt. Junge, komm, wie langsam du bist. Oh mein Gott, Seville. Ey, das kannst du gar nicht erzählen, Leute, ich bin richtig langsam. Ey, das Geile ist, Bro, ich bin jetzt schon wieder in der vorletzten Welt. Das ist so geil. Was? Ich bin jetzt schon wieder in der vorletzten Welt, Bro. Also das ist echt heftig. Und ich mach gleich meine zweite Wiedergeburt. Let's go! Dann bekommst du nochmal so einen Schub. Digga, ich bekomme pro Upgrade immer einen prozentualen Schub nochmal oben drauf. Das ist halt so OP. Ich mache jetzt in der zweiten Welt schon 45 Geschwindigkeit pro Stepper. Ey, das ist krass. Ah, das ist echt krass. Junge, du bist so langsam. Ich renne hier ganz entspannt. Weißt du, ich chill hier ein bisschen. So, guck ein bisschen. Und währenddessen läuft er hier ganz entspannt. Zack, zack, zack. Schon wieder auf 11. Nee, 8000 jetzt. 8000 habe ich jetzt wieder. 8K? Ja, 8K habe ich. Und ich bin jetzt gleich schon wieder in der letzten Welt angekommen. Let's go! Woo! Das ist halt echt crazy. So, und jetzt gehe ich hier direkt in die letzte Welt wieder rein. Let's go, da sind wir wieder. Ich bin in der zweiten Welt. Ey, warte mal, Bro. Ich habe übel die Taktik. Oh mein Gott, ich habe übel die Taktik. Warte mal. Und zwar? Eine Wiedergeburt kostet 2500. Ich farm jetzt in der letzten Welt direkt so 10.000 Trophäen und mache alle Wiedergeburten auf einmal. Boah, das wäre krank. Bro, da muss ich nicht immer in jede Welt erst wieder reingehen. Das stimmt. Ich habe jetzt gleich wieder meine 20.000 Geschwindigkeit voll und dann renne ich hier die ganze Zeit einfach. Komm schon, 20.000, wir haben gleich wieder 20.000, Leute. 20.000 Geschwindigkeit. Wie hast du 20k auf einmal 20.000 Geschwindigkeit. Wieder? Ey, Leute, ich lasse durchlaufen bis 30.000 einfach. Dann kann ich alles auf einmal direkt machen. Ich renne und renne hier einfach und zack, renn schneller. Renn bis 30.000. Und wir haben jetzt schon 22.000. Und wir haben jetzt gleich schon 23.000. Und wir rennen. Bist du auf dem Laufrad eigentlich? Natürlich, ich renne die ganze Zeit. Zing, zang. Links, rechts. Renne ich die ganze Zeit, Bro. Ja, Seven, sieht nicht so gut für dich aus heute, ne? Sag ich ehrlich. Leider nicht, nee. Heute 25.000 Robux in meine Tasche. 25.000 Robux in meine Tasche und komm, wir haben jetzt die 30.000 geknackt. Let's go. Oh mein Gott, wie schnell bin ich jetzt? Ich mach... Ey, warte mal, 700 nur? Was, 700? Okay, na, das haut schon hin. Ey, Bro, warte mal. Ich bekomme in unter drei Sekunden mache ich 700 Trophäen hier jetzt gerade, Bro. Boah. Also Leute, ich muss sagen, Lumix ist auf jeden Fall viel weiter als wir. Bruder, guck mal, ich speed hier durch, das, ohne Probleme. Hier, guck mal. Bro, ich habe jetzt schon 5000 Siege. Ja, aber wie viel brauchst du für die Wiedergeburt? Ich weiß nicht, wird's pro Wiedergeburt teurer? Ich weiß es halt nicht. Wie viel brauchst du gerade jetzt für die Wiedergeburt? Also ich brauche für die 2500. Ja, dann kannst du das doch schon abgeben. Ich weiß nicht, ob dann alle abgezogen werden, ne? Nein, Bro, es ist alles weg dann, deswegen... Ja, das meine ich. Ah, meinst du, dass alle Trophäen danach abgezogen werden? Ja, safe, du hast null Trophäen dann. Nein, das hab ich... Nein! Oh, was hat Lumix da jetzt gemacht, Freunde? Egal, weißt du, was ich mache?
Ich farm mir trotzdem richtig weiter. Ich farm mir jetzt so 20.000 Trophäen an. Dann öffne ich hier die ganze Zeit Pets, bis ich richtig krasse Pets habe. Und dann kann ich mit den richtig krassen Pets hier in einer Sekunde gefühlt durchrushen. Wenn es deine Taktik ist, okay. So, warte, warte, warte. Komm, wir öffnen wieder Eier. Wir öffnen wieder Eier. Let's go, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Lavahund. Okay, okay, okay. Komm schon. Gib was Krasseres. Gib was Krasseres. Gib was Krasseres. Lavahund. Ey, ich brauche das legendäre Pet, Leute. Komm schon, gib das legendäre Pet, komm schon. Ey, ich kann hier so lange aufmachen, gefühlt. Ich muss das legendäre Pet bekommen, Saddle. Ich muss es bekommen. Hast du das Glück geholt vielleicht? Dann bekommst du es ja eher. Nee, hab ich nicht. Ich brauch kein Glück, ich krieg's auch so, Bro. Ja, dann wird's schwer. Hey, Junge, das kommt ja wirklich nicht hier. Okay, komm schon. Ey, Saddle, Bro, du weißt, die Zeit ist doch gleich um, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, wie viel hast du denn, wie viel Geschwindigkeit, hä? Und wie viele Wiedergeburten hast du, hä? Eine Wiedergeburt und Geschwindigkeit gerade 3400 jetzt. Junge, du hast 3000 Geschwindigkeit jetzt. Ja, und? Du? Junge, du bist ja so kacke. Ey, das Ding ist, also 2 Minuten, Bro. Ich crate jetzt gleich meine ganzen Eier noch ab. Meine ganzen Haustiere. Und dann... Boah, okay, hab ich legendäres bekommen? Ich glaube nicht, Leute, oder? Was ist das? Hast du legendär? Ich hab's bekommen, das Mythische! Ich hab's! Alter, lärm mich nicht voll. Oh mein Gott, okay, warte mal. Und die müssen wir upgraden können. Das können wir Gold machen, Leute. Wir haben's Gold. Sehr nice. Das können wir auch Gold machen. Gold, zack, easy. Bro, meine Pets, Digga. Als ob du's gezogen hast. Meine Pets sind so OP. Warte, wie viel mache ich jetzt? Hä? Aber ich krieg trotzdem nur 50, hä? Warte mal. Ich glaube, man bekommt in der ersten Welt am meisten, kann das sein? Beim Laufband, glaube ich, ja. Ich gehe jetzt nochmal in die erste Welt, Leute, warte mal. Ne, da kriege ich nur 38 jetzt. Okay. Ey, selbe letzte Minute, Bro. Streng dich an. Also, ich bin jetzt gleich in der letzten Welt, und zwar jetzt. Hast du schon eine Wiedergeburt gemacht? Nö. Nochmal? Nö, mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich jetzt hier bis aufs Laufband noch gehe, schnell, zack, zack, zack. Hier rennen wir nämlich, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ja, let's go! Ja, wenn ich jetzt wurde die Wiedergeburt habe, habe ich gewonnen. Weil ich habe 2 Wiedergeburten, dann bin ich weiter. Deine Wiedergeburten sind aber gar nichts wert, Bro. Hä, aber ich bin trotzdem weitergekommen als du. Ja, ich habe aber viel krassere Pets dann als du. Ja, und? Ich bin trotzdem weiter als du am Ende vom Video. Hä? WTF? Junge, du machst keine Wiedergeburt von mir. Was hast du? Du kriegst nie im Leben eine Wiedergeburt vor mir. Wie viel hast du denn? Du hast auch erst eine, ne? Ja. Ja, dann habe ich gleich gewonnen. Weil ich habe jetzt gleich 2. Ich habe jetzt gleich 2 Wiedergeburten. Ja, und wer nach der zweiten Wiedergeburt mehr Schnelligkeit hat, hat gewonnen, okay? Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, wer nach 2 Wiedergeburten mehr Geschwindigkeit hat, hat gewonnen. Ja. Okay, Level 10 Sekunden. Wie 10 Sekunden? Der Teil ist jetzt gleich vorbei. Oh. Ja, dann sieht es nicht so gut aus für mich. Dann mach Wiedergeburt. Komm. Ich habe noch keine. Dann beeil dich. Genug Trophäen. Wie viel brauchst du noch? Ich brauche noch 800 und ich bekomme pro Trophäe am Ende... Oh, 50. Das ist knapp. Ja, irgendwie so. Okay, komm, du kriegst 10 Bonussekunden. Komm, Selby, 10. Okay. 9. Let's go, let's go, let's go. Ich 8, weiß, ob ich schaffe. Ey, es wird knapp, Leute. Ich weiß, ob ich schaffe. 6. Es wird zu knapp. Es wird zu knapp. 5. Komm. 4. 3. 2. Nein. 1. Warte, 1. Ja, warte mal. 1. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2. Und ich habe die Wiedergeburt. Das ist okay. Sehr krass. Okay. Ich habe die Wiedergeburt und ich habe Geschwindigkeit 10. Geschwindigkeit 10? Du hast ein Huge Pet einfach krank. Du hast Geschwindigkeit 10. Ja. Ich habe 10.000. Ja, Leute, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart beim Video. Lumex hat hier gewonnen. 25.000 Robux krieg ich von dir, Kollege. Starkes Ding, Bro. Wow, guck mal, wie schnell ich das mache. Guck mal, Digga, Bro. Das ist zu krank, wie schnell du bist. Das ist echt zu krank.
Ah, Junge, das ist echt zu geil. GG, Lumix hat gewonnen. Ja, los, links, rechts, links, rechts. Oh, Alter, es ist so schwer, Mann. Yo, Bro. Hey, Bro. Lumix, was geht? Yo, Iditar, was hast du denn hier, Bro? Bruder, ich versuche hier stärker zu werden. Ich muss dir gleich eine richtige Backpfeife geben. Ich will ja stärkst heute sein. Bro, also ich verstehe nicht, warum du hier mal trainieren gehst. Du bist und bleibst ein Lauch, Bro. Ey, das musst du gerade sagen, Alter. Was ist denn hier los? Warum schlägst du den Sack? Trainierst du deine Hände oder was machst du da, Bro? Ja, Bro, hier. Wow. Hier. Ja. Was? Man kann den so Backpfeifen geben. Guck mal, Bro. Links, rechts. Alter, ich kann den noch gar nicht machen. Da braucht man 300. Ja, bist du schwach. Junge, lach mich nicht aus. Ich geb dir gleich eine Backpfeife. Ey, warte, hier ist ein Angebot. Ich kann mir Schläge und Siege und noch was anderes holen. Oh, Bro, warte. Ey, lass das heute so machen. Dieses okay. Mal machen wir so, wir dürfen beide heute maximal 5000 Robux ausgeben. Und wer mit diesen Robux weiterkommt, hat einfach gewonnen. Und bekommt danach 10.000 Robux vom anderen. Das ist ein Deal. Und Leute, wir geben richtig viele Robux aus. Also lasst dafür ein Like da, weil wir geben ziemlich viel Kohle dafür aus heute. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, ID Blocks. Komm erst mal her, Kollege. Ich gebe dir jetzt erstmal eine Backpfeife hier, ne? Hey, okay, dann zeig mal hier. Zeig, komm, let's go. 1 gegen 1 erstmal. Ja, komm, Achtung. Komm. Come on. Ein Schlag und ich hab dich besiegt. Ja, du warst auch schon viel länger hier trainieren. Warte mal ab. Wir treffen uns in 5 Minuten wieder. Dann sehen wir mal hier, ne? Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich weiß schon, was du vorhast. Ich mach das jetzt auch. Ja. Und zwar kaufen wir uns jetzt, Leute, ein bisschen... Okay, Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ihr merkt schon, heute ist es ein bisschen anders. Wir werden heute mal leider nicht pranken können, sondern heute werden wir beide Robux ausgeben. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Das Ding ist jetzt kommt es darauf an, wer kauft die besseren Items. Und ich kenne mich natürlich sehr gut aus, Leute. Deswegen habe ich vorher schon mal reingeguckt, was hier am besten ist. Und hier kann man sich nämlich für 600 Robux eine grüne Hand kaufen. Und die gibt einfach mal einen 30.000 X-Boost. Und Leute, wir drücken einmal auf Kaufen für 600 Robux. Ey, ich bin richtig gespannt, ob Iditar auch so schlau ist und sich das gekauft hat. Ich würde sagen, wir rüsten... Nein, er hat die auch, Leute. Nein! Wir muten uns. Ey, Bro, warte mal, was hast du da für komische grüne Hände, Bro? Die sind so geworden, einfach so. Ich glaube, ich weiß nicht. Ja, ist nicht schlimm. Ich meine, ich hab sie ja auch. Ja, ich seh's, Bro. Ich seh's bei dir, Bro. Alter, ich hab 30.000 einfach pro Schlag. 30? Wie hast du schon insgesamt? Digga, ich raste dir komplett aus, Alter. Bro, wir geben so krasse Backpfeifen mit diesem komischen Hulk-Dings, ne? Aber Digga. Warte, hast du schon VIP? Alter! Wie VIP? Warte mal, du hast dir schon VIP gekauft? Ey, ich wusste gar nicht, wann gibst du auch so viele Robux aus, Bro? Alter! Ja, nee, ich hab nicht mal 1000 ausgegeben. Okay, vielleicht. Okay, warte mal, wie viele Handschläge oben hast du schon, Bro? 116 Millionen. 116 Millionen? Du bist ja eine richtige Schmalspur. Ich hab schon 120 Millionen jetzt, ja, Junge. Ja, aber dafür, Bro, fange ich jetzt an, die ersten Leute mit einem Slap, oder ich mach mit einem Hauch von Slap, minus 11 Millionen Damage habe ich dem gegeben. Oh. Willst du jetzt einen Keks haben, Bro? Dass du die Mobs, die können gar nichts machen. Das ist übel unfair, was du machst. Einen Lufthauch. Hui. So, Alter. Ja, zack. Bro, kämpf du ruhig mal. Ja, ich beschäftige mich hier ein bisschen weiter. Und, ich habe nämlich eine Frage. Go. Bro, hast du denn schon... Hast du denn schon, Was denn? Was habe ich? Ich will das... Was habe ich, Bro? Hast du schon? Guck mal meine Handschuhe an, Bro. Oh mein Gott, warte mal. Ich bin gerade in einem Kampf und zack, Alter. So. Ich habe einfach Regenbogen... Bro, ich habe Regenbogenhandschuhe. Wie hast du das bekommen? Aber macht so einen Unterschied? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind sogar schlechter. Ich mache erstmal Wiedergeburten, Bro. Eine Wiedergeburt habe ich jetzt erstmal gemacht. Die müssen wir machen für Multiplikator, weil jetzt, Bro... Ah, Junge, let's go, Alter. Yo! Ich bin fast so stark wie letztes Mal. Egal, du, das Ding ist, ich werde mir dann sowieso gleich für 800 Robux die stärkste Hand kaufen. Das heißt, er wird auf jeden Fall keine Chance haben. Denn ich werde mir auch jetzt gleich schon mal die ersten Haustiere heimlich kaufen. Aber ich kaufe mir nicht diese Schmalspur-Haustiere, sondern wir kaufen uns aus dem
Shop hier ein richtig krasses Haustier, und zwar das hier. Das gibt uns 500.000 Boosten nochmal. Das ist das Dominus-Haustier, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen uns das einfach und dann werden wir IDZock gleich richtig platt machen. Hier, guckt euch das an. Wir haben hier das Dominus-Haustier und da ist es, Leute. Ich würde sagen, wir rüsten das mal aus und dann zeigen wir das IDZock direkt mal hier. Guckt euch das an. Wartet. Ich glaube, der sollte easy sein, Leute. Achtung, it's free. Was für easy, Bam. Bro, was für easy. Let's go, ich hab den Boss besiegt, Bro. Meine Haustiere schlagen auch. Guck mal, Bro, was hast du für Schmalspur-Haustiere? Guck dir meine Haustiere an. Junge, guck dir mal meine an, Alter. Ich hab den roten genommen, passend zu meinem Klamotten. Hä, Bro, die roten sind doch viel schlechter. Ach nein, was laberst du, Bro? Bro, die roten kosten gerade, die kosten gerade mal 150 Robux, Bro. Meine sind doppelt so teuer wie deine, hä? Ja, okay, aber wie viel machst du pro Schlag? Ich hab schon fast 500 Millionen Schaden, Bro. 500 Millionen! Ja, guck mal, und ich hab 500 Millionen, Digga. Okay, ja, du hast auch schon eine Wiedergeburt gemacht. Ich glaube, ich muss erst mal den ersten Boss jetzt platt machen hier. Nimm das! Bam! So. One-Shot! Ich mach das jetzt auch, Alter. Come on! Bam! Und bam, Junge! Hey, ich bekomme. Wie viele Siege hast du, Bro? Wie viele Siege hast du? Ich glaube, ich habe erst 750. Wie viel hast du? Ich habe 600, aber ich mache jetzt auch schon eine Wiedergeburt. Und let's go! Ich mach einen kleinen Trick. Ich mach einen kleinen Trick, Bro. Aha, okay. Jetzt ein Trick. Ja, Trick. Bruder, du wirst gleich sehen. Ich werde das gewinnen heute. Du wirst sehen, Bro. Links, rechts. Boom. Zack. Oh, es hat geklappt, Bro. Es hat geklappt. Okay, Achtung. Jetzt mache ich Wiedergeburten. Zack. Zack. Und let's go. So, jetzt gucken wir mal. Warte, hast du gerade mehrere Wiedergeburten auf einmal gemacht? Bro. Ich mach eigentlich fast so viel wie vorher. Das ist ja merkwürdig. Ja, ich glaube, Bro, du hast einen Fehler gemacht. Du vergisst, dass deine ganzen Sachen zurückgesetzt werden, wenn du eine Wiedergeburt machst, ne? Ja, nee. Weil, ja, als würde ich denn so viel Damage machen ohne Handschuhe. So. Okay, das ist ein bisschen tricky, sage ich dir. Aber ja. Ja, mach mal. Leute, ich bin gemutet. Ich glaube, er ist gerade noch weiter als wir. Aber Leute, glaub mir, ich habe den ultimativen Plan, weil er checkt nicht. Er trainiert die ganze Zeit in dieser komischen Welt hier. Wir werden uns jetzt einfach schnell heimlich ein paar Siege kaufen. So, und zusätzlich kaufen wir uns auch noch das doppelte Schlägerangebot. Denn damit, Leute, werden wir die ganze Zeit einfach die doppelte Schlagkraft haben. Und das wird uns auch nochmal richtig krass nach oben boosten. Weshalb wir auch 100% gewinnen werden. Und natürlich kaufen wir uns auch noch das doppelte Leben. Dass wir doppelt so viel Leben wie IDZock haben, Leute. Und dann werden wir ihn gleich richtig krass überholen können. Passt auf. So, wir kaufen uns jetzt nochmal für 700 Robux das 13.000 Siegebundle. Und damit gehen wir gleich direkt in die nächste Welt rein. Zack. Und let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt 15.000 Siege. Ich würde sagen, wir muten uns direkt. Nicht gut. Ich brauche was Besseres als selten. Bro, darf ich fragen, wo bist du eigentlich? Ich bin am Haustier ziehen. Ja, das ungewöhnliches, ist, Bro. Das ist ja richtig cool. Bro. Wo bist du, Bro? Du hast dir Siege gekauft. Sei ehrlich, wir haben es abgesprochen, keine Siege werden. Hä, das haben wir nie gesagt! Er hat sich sowas von Siege gekauft. Hä, warte mal! Bro, also, ich frag nur so, hast du auch den doppelten Siegeboost? Ja, hab ich. Ja, dann hast du da auch Siege gekauft! Ja, nein, ich habe den Siegeboost. Das heißt, ich muss mit dir erspielen. Du hast die ganze Zeit an der Tür rumgehangen. Ich habe dich nicht kämpfen gesehen. Ja. Ich hab's gesehen, Bro. Ich hab's gesehen. Bro, aber ich dachte, du bist auch schon hier in der Welt, weil ich habe dich nicht mehr gesehen. Deswegen dachte ich, du hast auch Siege gekauft. Ja, warte mal. Bro, wie krass ist der Boss? Wie krass ist der Boss hier? Okay, Moment. Bro, was kann man mit den Haustieren machen? Kann man die überhaupt upgraden? Sieht nicht so aus. Aber Bro, jetzt sag mir ehrlich, du bist doch auch hier in der neuen Welt, oder wo bist du denn? Nee, noch nicht, warte mal kurz. Kannst du mal eine Minute warten? Ich muss mal das tun, was du nicht getan hast, nämlich sich die Siege erspielen. Warte, ich komm zurück, hä? Aber du... Hä? Warte, ich bin gleich da. Ich bin gleich... Ach, bist du hier? Ey, Bro, ich dachte, du hast ja auch Siege gekauft, aber du warst nicht mehr bei mir. Nee, ich bin immer noch in der Welt. Bist du durchs rote Portal oder durch das rechte gegangen gerade? Nee, ich bin durchs linke hier, einfach durch die Fluchtinsel bin ich durch. Ah, okay, dann warte mal eben. Ich bin da auch gleich dran.
klar, ich trenne hin oder her. Guck mal, er kauft sich selber doppelten Siegeboost und beschwert sich, dass ich Siege kaufe. Muss man auch nicht verstehen. 5000 Robux ausgeben, nur keine Siege kaufen. Okay, ich bin auf der Fluchtinsel. Tschüss. Und... yo. Okay. Ich muss mal ganz kurz trotzdem fragen nebenbei, Bro. Wie viel Stärke hast du denn gerade? Wie viele Handschläge? Ich mach gerade eben 100 Mio in 2-3 Sekunden. Und du? Nur? Digga, was hast du denn schon wieder gekauft, dass du noch mehr machst? Hä? Gar nichts, aber was hast du denn für komische Haustiere da, wenn ich fragen darf? Ja, Bro, woher hast du... du kannst dir mehrere von denen kaufen? Moment! Moment, Alter! Das hab ich nicht gewusst! Das hab ich nicht gewusst, dass du mehrere... Oh mein Gott, Wie viele Handschläge hast du? Ich hab so 5 Billionen gerade. Wie ist bei dir so? 1,3 Billionen. Du bist richtig schlecht. Direkt ein paar Eier aufmachen. So. Komm. Zack. Leider, das müssen wir jetzt ein bisschen revidieren. Das ist so wirklich, du kannst gewinnen gegen mich, Bro. Durchaus. Mond. Aber einen Augenblick. Ah, komm schon. Ey, Leute, drück mir die Daumen. Wir brauchen ein legendäres Pet. Komm schon. Nein, bitte nicht. Komm schon, ein legendäres Pet. Meine ganzen Siege sind wieder alle. Ja, woran liegt das wohl, Mr. Siegekäufer? Ich gehe jetzt hier erstmal nochmal hier zum Endboss. Ey, Bro, fühlst du dich gleich bereit, nochmal gegen mich zu kämpfen? Hä? Ja, aber lass mich doch erstmal alle Haustiere kaufen, die geht. Ich mach dann eher mal noch eine kleine Sache ändern hier. So, ich glaube, es wird auch direkt mal Zeit für die nächste Wiedergeburt. Zack. Okay. Oha, wir sind echt fast gleich. Heute wird's richtig spannend. Ja, ich muss ehrlich sagen, heute wird's echt spannend, Bro. Komm schon. Weißt du was, komm, ich mache jetzt... Lass mal bitte einen Fight jetzt kurz machen. Komm. Ein Fight. Warte mal, ich bin noch nicht auf deinem Niveau. Aber lass trotzdem testen. Lass zurückgehen, wir testen. Komm. Okay, wir gehen zurück. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, guck dir unseren Pets an, Bro. Er meint es wirklich ernst. Okay, bist du ready? Okay, ich bin ready. Oh mein Gott, und jetzt. Ich hab gewonnen! Nein, wir haben uns beide gleichzeitig geholt, Bro. Nochmal. Nein, Rückkampf. Ich hab gewonnen! Rückkampf! Hä? Jetzt hab ich verloren? Ja, ich sag, wir haben beide gleichzeitig gewonnen, Bro. Das Match? Da war kein Timer. Hä? Okay, Komm jetzt. Ja, komm. Ich seh nix! Ich bin in Kraft. Bro, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Das Spiel ist broken. Bruder, wir sind zu stark. Wir haben das Spiel einfach kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben es wirklich kaputt gemacht. Das Ding ist, anders als zu einem anderen Simulator hast du nur 100 Leben. Das heißt, wir gehen so oder so drauf. Wir brauchen mehr Gesundheit. Aber wie bekommen wir Gesundheit? Ich habe keine Ahnung. Aber das müssen wir leveln, weil sonst sterben wir sofort mit einem Schlag. Ja, stimmt. Ey, aber übel interessant. Ich hab nicht genug Siege, ich komme nicht zurück zur Insel! Ey! Er muss wieder sich die Siege erspielen. Okay, danke für die Info, Bro. Da weiß ich schon mal Bescheid. Oh mein Gott, Alter. Nein! Bro! Ich muss jetzt hier wieder die ganze Zeit den Boss besiegen, damit ich zu dir kommen kann. Puh, ja, dann mach das mal, Bro. Oh mein Gott. Komm schon. Das kann nicht sein. Nein. Ja, alles klar. Nein, Bro. Jetzt reicht's mir. Das mache ich nicht mit, Bro. Das ist mir so egal, Bro. Und wenn ich heute 5000 Euro ausgeben muss, Bro. Alter, was? Hier. Du riskierst dein ganzes Erspartes, um heute zu gewinnen? Hier. Guck mal, Bro. Denkst du ernsthaft? Guck mal, du bist immer noch richtig schlecht, Bro. Ja, nein. Ja, warte mal, irgendwie. Digga, seitdem du jetzt hierher gekommen bist, geht mein Ding jetzt nicht so hoch. Ey, aber du hast auch die anderen Haustiere, ne? Man muss es sagen. Du hast die helfen mir. So, und jetzt, Bro, jetzt pass mal auf. Jetzt mache ich hier super easy. Noch ein Sieg, zack, eine Backpfeife. Boah, der ist übel. Wow, ist das OP? Ja. Bist du Der macht mich fertig. Der hat mich weggeslappt. Bro. Ah, okay.
Ja, das ist. Ich war noch ein bisschen zu kurz am Boxer, Bro. Pass auf, der kriegt hier direkt eine One-Shot-Schelle. So. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Und direkt die nächste Wiedergeburt. Oh mein Gott, Bro. Wie viele Wiedergeburten hast du schon, hä? Fünf oder so? Ich glaube das zumindest. Eigentlich mehr, eigentlich viel mehr. Aber die sind alle verschwunden, die Siege. Aber ich verstehe, warum alle Siege auf einmal verschwinden. Guck mal. Rebirth sind alle Statistiken zurück. Ach so, also man muss sich je... Oh, jetzt verstehe ich's, Bro. Jetzt verstehe ich's. Ich weiß, was das Problem war. Ich sehe es jetzt, Mann. Ich sehe es, Bro. Es bringt gar nichts, den Boss erstmal zu besiegen. Es bringt gar nichts. Du musst dich jedes Mal, bei jeder Wiedergeburt, musst du neue Sachen holen. Immer. Wie? Die Pets bleiben doch, Bro. Ja, die Pets bleiben, aber wenn du dich einmal Wiedergeburt machst, verlierst du ja alle Siege. Alle. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Hast du gedacht, man kann alle auf einmal machen oder was, hä? Ja, dachte ich ehrlich gesagt, Bro. Also das ich habe jetzt 13 Billionen. Ich mache jetzt den Endboss hier direkt fürs Try, Bro. Achtung, hier guckt ihr das an. Boah! Oh mein Gott, der Boss ist so easy! Junge, es ist crazy, Alter. Und direkt eine Schelle hinterher. Ich kämpfe gegen mal die Pommes, die Roblox-Pommes. Roblox-Pommes. So, zack. Alter. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zu investieren, Bro, weil das ist jetzt ziemlich gut gebalanced. Ja, also wir haben jetzt echt gefühlt wirklich alles schon gekauft, was man kaufen kann. Ja, eigentlich schon. Wir haben auch, glaube ich, maximale Haustier-Slots. Ich glaube, mehr geht gar nicht aus. Digga, der hat 13 Billionen, Alter, der hat 13 Milliarden hier. Okay, warte mal, Haustiere kann man sich hier für 15.000 kaufen. Was muss ich in den nächsten Raum? Wie viel brauche ich? 250.000. Oh mein Gott, das ist ja übertrieben viel. Junge, okay. Oh, ich habe zu wenig Milliarden. Ich habe zu wenig Milliarden, aber ich krieg ihn trotzdem besiegt. Oh. Bro, kurze Frage. Ja? Also, ich frage nur so. Guck mal, wenn du jetzt theoretisch an den VIP-Boxer gehst, wie viel machst du so pro Sekunde? 100 Millionen. Was? 100 Millionen? Ja. Oh mein Gott, warte, lass mich mal bitte probieren, Bro. Siehst du das? Ich hab schon 1 Milliarde wieder. Okay, warte, lass mich probieren, Bro. Ich mach. Ja. Ich seh's schon, Alter. Wie hast du gemacht? 100 Millionen die Sekunde. Hä, du machst auch 100 Millionen die Sekunde? Ja, Bro, ich hab die Wiedergeburten schon ziemlich gefahren. Oh, stimmt, ich hab voll vergessen, Wiedergeburten zu machen. Ja, so, heute ist ein bisschen spannender, Leute, weil wir beide sehr, sehr gleich auf sind. Ja, heute, das ist krass. Auf jeden Fall, oh mein Gott, Digga. Ja. Aber ich bin gemutet, Leute, denn was IDZock nicht checkt, ist, dass man einfach mal in eine neue Welt gehen muss. Und deswegen werden wir jetzt in die nächste Welt gehen und uns direkt wieder einen richtig großen Vorsprung holen. Deswegen werden wir auch super easy gewinnen. Er denkt, diese Wiedergeburten sind so OP, aber das sind sie nicht. Das ist minimal, Leute, was das Unterschied macht. Deswegen, wir slappen jetzt hier links, rechts und dann gehen wir gleich in die nächste Welt rein und besiege IDZock im heutigen Battle. Wir muten uns, let's go! Bösen Plan aus. Lumex, du hast nicht zufällig irgendeinen mysteriösen Plan hier gerade ausgehackt, Kollege? Ein Plan? Wie meinst du das jetzt? Also, wie darf ich das? Ja, irgend so ein Geheimplan, wie du das doch noch umreißen kannst, das Ruder. Nee. Ich wüsste nicht, dass ich da noch irgendeinen Plan habe. Ja, okay. Ich glaube, eine Wiedergeburt kann ich mir noch gönnen. Ja. Safe, Bro. Aber. Ja, dann wird's ein bisschen schwer, dann wird's tricky. Ja. Dann müssen wir in die nächste Welt. So, und nächste Wiedergeburt. Zack. Hey, du machst so viele Wiedergeburten, Bro, das ist übel unfair. Ja, übelst unfair, Digga, ich bin hier die ganze Zeit am Hasseln, Junge. 300 Millionen, 400 Millionen, 500 Millionen. 400 Millionen oder Billion? Million. Bro, du hast nicht den Handschuh gekauft, oder? Du hast nicht den Handschuh gekauft. Warte mal, was für ein Handschuh? Nein. Den verbotenen Handschuh. Nee, ich bin jetzt gerade in der neuen Welt, Bro. Wie? Was hast du gemacht, dass du da reinkommst? Ja, ein paar Siegel gekauft und dann reingegangen. Ach so, gekauft. Gekauft. Nee, das geht natürlich gar nicht, Alter. Hä? Natürlich nicht. Ja, natürlich geht das. Natürlich nicht. Das geht natürlich gar nicht, Alter. Dauert nicht lang, krieg ich hin. Okay, warte mal. Ich darf, das Ding ist, wenn ich jetzt zurückkomme, ich darf keine Wiedergeburt machen.
Was sonst? Hier, guck mal, was machst du hier? Hey, guck mal, du Kleiner. Hier, guck mal. Hallo. Ja, Mann, wie viel Leben hast du jetzt? Wie viel? 500 Alter. Billionen. Okay, wie viel braucht man nochmal, um reinzukommen durch die Tür? 250.000. Okay, ich hab grad 120.000. Ich bin erst seit kurzem hier dran. So, ja, das geht an sich auch schnell, aber ich meine, für so 300 Robux kann man sich auch schon mal so ein Upgrade kaufen, oder nicht, ne? Was okay, für ein Upgrade? Oh mein Gott, nein. Ich bin noch weiter zurückgegangen. Was für ein Upgrade, Bro? Ja, Trophäen-Upgrade. Ja, das habe ich auch gekauft, glaube ich. Ja, siehst du. Was beschwerst du dich dann? Ja, ich hab's ja gleich, Bro. Ich hab's ja gleich. Warte doch nur ein kleines Augenblickchen. Ja, aber ey, du bist gerade frisch in dieser einen Welt, ja? Also, ich würde sagen... Bro, ich slap gerade eine Skip in die Toilet. Wie, Skip in die Toilet? Wo? Hier ist es der Endboss, ein Skip in die Toilet Endboss. Ich slap den gerade. Okay, Moment. Ich nehme den neuen Boxsack. Oh! Alter, wie viele Milliarden ich bekomme. Hä? Okay, warte, wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt gerade 100 Milliarden. 100 ja? Milliarden? Okay. Also okay, 100 Billionen. Okay, okay. Auf Englisch 100 Billionen. Ja, gut, okay. Dann nehmen wir den hier. Ja, genau. B ist ja auf Deutsch Milliarde. Oh, okay. Oh, der ist gut. Hier gibt's ein Ei für 500.000. Ich öffne das. Crazy, Bro. Crazy. So, Wiedergeburt. Lava Spike Ei? Easy. Oh mein Gott, Bro. Was denn? Diese Eier sind übel OP, Digga. Die wir für Robux gekauft haben, die geben plus 50.000. Und die ich gerade gekauft habe, geben gerade mal plus 400. Genau, ich sag dir, woran das liegt, weil die davon ausgehen, dass das für Leute ist, die schon bis zur letzten Map gezockt haben oder so. Also das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Für uns lohnen sich die Pets erst im Endgame. Deswegen die du kaufst, machen dir direkt den Vorteil geben, dass du komplett schon bis zum Ende durchrushen kannst. Ja, also Bro, ich sag dir halt ganz ehrlich, es ist langsam jetzt an der Zeit, hier mal einen Kampf zu machen. Jetzt komm mal hier, wenn du dich traust. Warte mal, ich hab gerade keine Leben. Also wie viel hast du? Wie viel Leben, hast du? Leben, Bro. Ey, das... Wie viel hast du gemacht? Eins. Ja. Okay, dann lass ja kämpfen mit deiner einen Macht. Ey, warte, weißt du, was die Meta ist? Guck mal, ein Wiedergeburt kostet gerade mal 5.000. Ich brauche einfach gerade mal den. Oh, ich hab vergessen zu leveln. Oh, der hat mich weggeslappt. Oh. Bei mir kostet 67.000 eine Wiedergeburt, aber gut. 67.000? Wie? Ja, guck mal meinen Rang. Warte mal, was bist du für ein Rang, Bro? Ich weiß es nicht. Bro, du hast die falschen Pets, Bro. Ich hab die viel die besseren Pets. Die sind gut. Aber erklär mir, wie man die upgraden kann. Dein Nein. Pet hat 50.000. Ich habe 30.000. Ja, Bro. Pro Pet, aber Bro, du hast das Dominus Pet gekauft, aber du brauchst das Galaxy Dominus Pet, Bro. Meine sind doppelt so teuer. Man kann die doch upgraden. Nein, man kann die nicht upgraden. Doch, ich habe irgendwas gebastelt. Ey, Mann. Hey, warum hast du auf einmal weniger Pets, Bro? Nein. Nein, die sind verschwunden. Bro, immer noch. Nee. Du hast die falschen Pets. Du hast die günstigeren Pets gekauft. Die sind zwar weiter unten, Bro. Aber meine Pets kosten 300. Deine kosten 150. Ja, dann warte mal eben. Oh Gott, das war so ein Fehler gerade. Digga, Bro. Unbedingt. Ich muss mal kurz zurück. Ich muss mal eben zurück. Aber Moment. Ich komme sonst nicht zurück, wenn ich keinen Sieg habe. Nee. Also brauche ich eben mal so ein bisschen links, rechts, links. Die Junge, der Skip the Toilet Boss, der hat gar keine Chance, Bro. Ich mach den Skip the Toilet Boss einfach mit zwei Schlägen weg, Bro. Eine Backpfeife, noch eine links, rechts, okay, und er alles liegt. Klar. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich gehe wieder zurück, Bro. So, oh mein Gott. Okay. Dachtest du wirklich, du kannst mich platt machen, Bro? Ja, Moment. Warte mal kurz. Du hast einen anderen Handschuh, sehe ich, ne? Ich habe gar keinen irgendwie gerade an. Gehen die weg? Ich glaube, die gehen wieder weg, wenn man einmal Wiedergeburt macht. Junge, was machst du denn? Warum bist du denn so langsam? Bro. Ich hab noch hier was zum Holen. Warte mal. Ich kann aber auch keine Handschuhe mehr ausrüsten, Bro. Warum kann ich ihn nicht mehr ausrüsten? Oh, man kriegt nur ein Haustier, oder? Bei dem roten kriegst du zwei. Galaxy Slab. Oh mein Gott. Galaxy Slab. Ich krieg auch zwei. Bro, ich hab Galaxy Slab gekauft. Aber ist doch gut. Oh! Hä?
Es ist der Galaxy Snap? Nein, ey, Inge hat gescheatet. Er hat gescheatet. Er hat sich den Festlichen gekauft. Das ist der Galaxy Snap, Bro. Bro, ich sehe es gerade. Okay, das mache ich jetzt auch. Hä, Bro, ich habe gerade den Galaxy Slap gekauft. Er hat den festlichen Slap gekauft. Ja. Ich hab dich erwischt, Alter. Hä? Ich hab dich auf frischer Tat erwischt. Bro, da stand Galaxy Schlag, Bro. Nein. Auf deinem Teil sind diese Handschuhe mit dem roten, weißen Streifen. Und das sehe ich. Ja, die habe ich gerade bekommen, Bro, bei dem Galaxy Slap. Nee, Bro. Wer einmal lügt, der glaubt man nicht hier. Weißt du was? So ist das nicht, mein Freund. Ich hab die... Du kannst mein Video gucken. Ich hab die wirklich gerade durch den Galaxy bekommen, Bro. Sind das die gleichen von oben rechts? Weil die habe ich vorhin auch schon gekauft, wenn es die gleichen sind. Ja, das ist der... Bro, der Handschuh, so. Der macht aber beim Leveln gar keinen Unterschied. Der ist nur für die Bosse da, Bro. Der macht... Doch. Der macht, nein, der gibt dir beim... Der gibt dir... Bro, ich mache immer noch 10 Billionen. Ich sag dir warum. Weil als ich den grünen Handschuh gekauft habe, dann habe ich den ersten Schlag gesetzt, habe direkt 30.000 bekommen. Direkt. Bro, wenn ich sage, dass ich gerade davor auch schon 10 Billionen gemacht habe, du direkt den zu Beginn gekauft hast. Ich habe doch den aber gerade erst wieder ausgerüstet bekommen, Bro. Das ist... Ja, ich habe ihn jetzt auch und ich level jetzt deutlich schneller. Digga, du checkst nicht, der hat schon, der ist fehlt. Bro, ich schlepp die Bosse jetzt One-Shot, aber der bringt beim Level nichts, Bro. Wie machst du das One-Shot? Was hast du für Monster? Irgendwas hast du noch gekauft? Nein, Bro, immer noch, du checkst es nicht. Guck mal, also oben diese Handschuhe, das sind nur die Level, aber du bekommst durch den Handschuh nicht mehr Schläge, der gibt dir nur einen Schlag-Multiplier bei den Bossen, Bro, aber nicht beim Leveln. Ah, ja, okay, vielleicht habe ich es verstanden, vielleicht auch nicht. Ich bin gerade beim 14er Multiplikator. Wie ist bei dir? Wo sieht man das denn? Ja, wenn du auf Wiedergeburt drauf drückst. Warte. Wiedergeburt. Ich mache keine Wiedergeburt jetzt. Ich wäre ja schön dumm, Bro. Auf der Map kannst du das machen. Auf der Map kannst du das ja machen. Bro, ich verfolge... Mach das doch, dann kämpfen wir. Ich verfolge andere Pläne. Ich sehe, ja, aber ich habe stattdessen was anderes gemacht. Ich habe trainiert. Ich habe trainiert, Bro, für den Kampf. Ja, Bro, trainier doch. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, Flucht in die Spooky-Welt. Let's go! Oh mein Gott, der haut nicht ernsthaft ab. Ich dachte, wir wollten kämpfen. Ah, ja, warte, lass mich ganz kurz trainieren, Bro, dann komme ich. Okay. Was? Nein, ich komme jetzt auch, Bro. Ich bin auch gleich da. Wenn du alle Pets wegmachen würdest und deinen Handschuh hast, dann siehst du, wie viel Damage du machst. Bro, ich kann nicht. Ich kämpfe gerade gegen Dragon Ball. Ich mache Handslap gegen Dragon Ball. Ja, und Naruto. Hier ist Naruto, Bro. Naruto? Ja. Naruto ist Teil von Dragon Ball. Wusste ich ja gar nicht, Bro. Ja, Dragon Ball und Naruto. Die sind beide hier. Echt? Oh, der ist krass. Komm schon. Ich kriege ihn nicht, Bro. Jetzt komm ich! Jetzt bin ich unterwegs, Alter! Der hat mich weggeslappt, nein! Ja, pass mal auf. Okay, komm, wir gehen zurück in die erste Welt, komm, wir schlagen. Bam, Alter! Wie viel? 5 Trillionen hast du? Okay, aber du siehst, ich level genauso schnell wie du. Ja, ich sag, Bro, die Handschuhe machen keinen Unterschied, das sind die Pets, Bro. Ich glaub nicht, du levelst ein bisschen schneller als ich. Wie viel machst du pro Schlag? I don't know, nicht so viel. Sag doch, wie viel Billionen machst du? 30 Billionen, 30 Billionen. Ich mach auch 30 Billionen. Okay, aber du hast die Pets, die hast du stärker, ne? Die lilanen. Ja. Okay, ich muss einmal hier, Junge, nein, wir gehen jetzt, wir machen jetzt einen Fight. Komm, jetzt einen Fight. Okay, komm, ein Fight, Bro. Ja, pass mal auf, Bro. Ich bin ready und... Let's go! Nein, Alter! Ich hab gewonnen, ja! Warte, noch ein Revanche, Bro. Revanche. Und. Ich seh nix. Ich check's nicht, ich seh auch nix. Warte, wir dürfen nicht klicken, bevor es startet, glaube ich. Ja. Ich steh schon wieder hier, diese Anzeige. Komm nochmal neu her. Mann, Alter. PvP beenden. So, jetzt komm nochmal her. So, drei. Noch nicht schlagen. Eins. Und jetzt. Ja, wow! Ich hab Kraft dir geklaut! Hä? Ich hab jetzt. Junge, oh mein Gott, wir können uns gegenseitig leveln. Wir können uns so gegenseitig leveln, Bro. Jetzt gewinn jetzt du mal. Du hast gewonnen. Hast dich gelevelt? Nee, du hast gerade gewonnen. Ich hab nichts gedrückt. Ja, aber bei mir, du hast Bruder, ich bin so stark. Bei mir kommt nicht mal eine Schlaganimation, weil ich so stark bin. Ja, bei mir auch nicht, Bro. Oh mein Gott, ich hab 1 Trillion bei dem Sieg bekommen. Du aber auch.
Hä, ich habe keine Trillion bekommen. Du hast 9, habe ich die ganze Zeit schon. Aber ich hatte 5, bevor wir gekämpft haben. Jetzt habe ich 6. Was ist das? Was? Oh mein Gott, Grimmes? Digga. Man braucht mehr Siege. Ich hole mehr Siege. 75 Millionen braucht man. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Das wäre eigentlich eine Idee, vielleicht sogar für ein Part 2. Was meinst du? Das ist richtig krass. Ey, wenn die Leute auf Bock auf ein Part 2 haben, dann sollen die einen Daumen nach oben da lassen. Aber Bro, wir müssen jetzt trotzdem entscheiden, wer der Gewinner ist. Ja, Moment, ich bin ja noch bei der Spooky-Welt. Ich habe noch gar nichts gekämpft. Ich wollte mal kurz hier Ruffy besiegen. Und warum hat er keine Klamotten? Okay, du kriegst noch, komm, lass noch 5 Minuten Zeit machen, um sich auf den Endboss-Kampf vorzubereiten. Dann gibt's den entscheidenden Kampf. Oh ja, ich bin auch so schnell am Schlagen, Bro. Oh mein Gott, Bro, ich hab die Meter, oh mein Gott. Ich hab sie auch! Ich hab sie auch! Ich spam meine Maustaste einfach mit so 3 Fingern. Ja, mach wie du willst, Bro. Mach wie du willst. Ich hab auf jeden Fall, ich bin sehr intensiv am Nicht-Klicken und Level gerade. Wow, also, Bro. Ja, da, also. Warte ich mal, Bro, bist du lost? Bro, ich hab das doch die ganze Zeit automatisch schon an, Bro. Oh, ja. Ich hab das die ganze Zeit schon an und schlag und drück zusätzlich, du Idiot. Oh ja, mein Gott, du hast jetzt erst Autoklicker angemacht. Oh mein Gott. Ja, Moment, aber ich versuche jetzt mal Son Goku erstmal zu besiegen. Das sollte eigentlich Thema sein. Bro, warte mal. Man braucht 100 Trilliarden. 100 Trilliarden braucht man für ich den. Ich schaff ihn, obwohl ich 10-fach schlechtere Leben hab. Ich schaff ihn. Na los. Oh, ihn schaff ich auch gerade so. Ich kann ihn besiegen. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn. Ey, ich probiere jetzt Naruto. Oh, ich probiere Naruto. Ich hab Ichigo besiegt. Komm schon. Alter. Aber warte, ich kann nicht wiedergewählt. Nein, der ist zu krass, der ist zu krass. Hilfe. Oh, der ist zu krass. Die sind schon strong. Ah, Digga, die sind schon sehr, sehr krass, strong. Bro. Hey, oh mein Digga. Gott. Ah, okay, ich sehe es. Aber die Haustiere kann man upgraden. Nein, wie? Kann man nicht. Doch, du gehst auf das Rad und dann drückst du auf dieses Einstellung und dann steht da basteln. Und ich habe Rad, Bro? Wo ist dein Rad? Du gehst auf dein Tier, ja? Ja. Dann ist so ein Zahnrad bei Nicht-Ausrüsten daneben. Ja. Dann drückst du auf die Einstellung und dann auf Basteln. Ah, 10 von 5. Ja, aber ich weiß nicht, ja, was das bringt. Vielleicht lohnt es sich ja mehr, diese Boss-Maps abzuchecken, aber das wäre, glaube ich, was fürs nächste Mal. Bro? Ja? Meine Pets sind weg, was hast du getan? Du hast deine noch, oder? Was hast du getan? Was hast du getan? Bro, was? Was hast du getan? Bro, meine. Wie soll ich denn was auf deinem Account machen? Du hast gesagt, auf Zahnrad und dann habe ich gemacht. Die sind weg. Ja, aber ich habe nicht gesagt, du sollst es drücken. Ich habe doch auch meine verloren dadurch. Nein. Ich habe doch auch meine verloren. Nein. Da war nicht genug. Oh mein Gott, er hat Ich hatte 10, gemacht. Doch, ich hatte 10 von 5, Bro. Hatte ich. Und du was hast passiert? Mich verarscht. Hast du jetzt stärkere oder nicht? Nein, die geben immer noch 50.000 Boost, Bro. Ich wurde auch gescammt. Wie kann man die upgraden? Bro, du hast mein komplettes Game kaputt gemacht, die geht gar nichts mehr. Bro, ich bin full stuck. Du Ehrenloser. Ja, du bist so. Guck mal, du beschwerst dich die ganze Zeit, weil ich irgendwelche Sachen kaufe, Bro. Come on! Und jetzt hast du mich gescammt! Ja, let's go! Nein, das ist ehrenlos, Digga. Ich hab ihn besiegt! Bro. Oh mein Gott! Nein, Bro, meine ganzen Pets sind... Die Leute können es bezeugen, du kannst es einblenden. Ich hab es geschafft, ich hab mit 100 Klicks die Sekunde auf die Maus gescheppert. Meine Hand zittert gerade. Guck mal, du beschwerst dich, weil ich Sachen kaufe und ich hab meine ganzen Pets wegen dir gerade verloren, Bro. Ja, kaufst du doch normal. Ja, ich mache Naruto jetzt auch fertig. Okay, viel Spaß, Bro. Wie viel Leben hast du? Ich weiß gar nicht, wie viel Stärke er hat. Oh mein Gott! Wie viel Stärke hast du, Bro? Er hatte noch 900. 30 Du Trilliarden. Hast doppelt so viel Stärke und du kannst ihn nicht besiegen, Digga. Achtung! Ich hab nicht so viel Wiedergeburten wahrscheinlich, deswegen. Ja, ich hab ihn wieder besiegt, Digga. Bro, wenn ich dich gleich trotzdem fertig mach, dann wäre das echt peinlich, Digga. Ich guck jetzt mal, was das Ding... Okay. Die machen 17.000 Damage. Das ist nicht so schlecht. Es geht langsam Damage. Los, dass die interessant werden. Damage machen die. Multiplikator. Oh. Ja gut, Damage pro Schlag.
Die plus 17k Damage pro Schlag. Ja, genau. Ey. Ja, okay, komm. Alter. Wir machen jetzt Endbosskampf. Komm, komm zurück. Ey, aber wir können uns gegenseitig so leveln, ne? Und... Bam, Junge! Ja, 1 zu 3. Drei Runden. Drei Runden, du ekelhaft. Hä? Du hast nur eine Macht? Du hast nur eine Macht? Hallo. Ah, nein. Und ich habe Wiedergeburt gemacht. Ich kann nicht mehr zu... Ey, du musst dich hier wieder von vorne leveln. Weißt du was? Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, hier das Video zu beenden für den nächsten Part. Warte, mach auch wieder Geburt, dann fighten wir. Komm, mach auf. Aber ich kann keine machen. Ich habe nur 100k Trophäen. Ich habe gerade für 5 Millionen ein Ei gekauft. Die nächste Wiedergeburt brauche ich 7 Millionen. Dann geh in die nächste Welt, Bro. Und fight ganz kurz. Dann müssen wir auch öfters klicken, Scheiße, Bro. Scheiße, ich komme auch nicht rein in die Welt. Ich habe auch nur 100k. Ich komme auch nur bis zur zweiten Welt. Oh, ey, ich glaube, wir müssen ja wirklich beenden und dann den nächsten Part machen. Ey, nein, Bro, die Leute sollen in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Die sollen Junge, entscheiden, Digga. Wir sind 50 Digga. Minuten schon drin. Leute, wollt ihr Part 2 Like da lassen, nicht vergessen. Ja, und ihr schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Ey, ich hätte locker gewonnen, aber du hast mich gescammt wegen meinen Pets, Bro. Ich habe so viel Robux verloren wegen dir. Du meinst, Bruder, warum, wenn du schon Pets verloren hast, warum sagst du dann zu mir, dass ich die upgraden soll? Ich hab gesagt, dass das steht, aber ich hab nicht gesagt, du hast mir nie gesagt, dass man da Pets verlieren kann, Bro, dass das verbuggt ist, hast du nie gesagt. Du hast doch selber gesehen, dass ich meine Pets verloren habe und ich hab gesagt, wie ich das geschafft habe. Digga, Leute, schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, sag ehrlich.